Herzlich willkommen zur nächsten Sendung von Stricker TV. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich weiß, ich behaupte das öfters, aber dieses Mal ist es wirklich wahr. Es ist eine Legende des unabhängigen Journalismus. Auch wenn er diesen Personenkult wahrscheinlich selber nicht so mag, kommt er nicht umhin zuzugeben, dass er wahrscheinlich Zehntausende oder Hunderttausende Fans hat, oder nicht? Fans sind hier für mich immer Fans im Wind. Erstmal hallo Daniel, Hallo danke für die Kayla. Einladung. Spontan hier reingeplatzt, aber gut, weil ich gestern in Biberist war und dann habe ich gesehen, hey, Stricker TV liegt um die Ecke und ich wollte immer schon mal vorbeikommen, aber du weißt, wie es ist, dann klappt es nicht. Und wenn man aber sagt, okay, man will das, dann klappt das auch. Also ich habe bestimmt auch in der Schweiz, ich weiß es, ein Drittel derjenigen, die uns immer geguckt haben, schon KenFM 2001, kam aus der Schweiz, das andere Drittel kommt aus Österreich und der Rest aus Deutschland. Aber weil Deutschland größer ist, ist das deutsche Drittel natürlich größer. Aber deswegen, ich bekomme sehr viel Post aus der Schweiz und aus Österreich und ich bin leider zu wenig in der Schweiz unterwegs, möchte ich nachholen. Und von daher freue ich mich natürlich immer, wenn ich bei einem Schweizer Helden dabei sein kann, weil ich weiß, dass du ja auch einer der Helden bist der Bewegung und von daher ist es für mich auch eine Ehre, hier zu sein. Wie fühlt es sich an, wenn man, ich werde ein bisschen persönlich zu Beginn, wie fühlt es sich an, wenn man quasi nicht Deutschland sucht einen Superstar berühmt ist, weil man ja Popmusik etwas erreicht hat, sondern weil man eben in unabhängigen Medien etwas erreicht? Ich stelle mir vor, du hast trotzdem genau eben ganz viele Fans. Was sagst du dazu, wenn jemand sagt, ich bin Fan von Kayvan? Naja, ich sage ja immer, dass Fans Fähnchen im Wind sind. Ich verstehe das schon, weil wenn man sich mit jemandem nicht identifiziert, sondern das, was er sagt, das fühle ich auch, dann ist das ja, wenn der dann vor einem steht und man denkt, oh, so, dann ist es ja verspäteter Applaus. Das habe ich ja auch lange gehabt, weil ich bin ein großer Musikfan. Ich habe ja auch vor den meinen Helden gestanden, als ich noch sehr jung war. Da war dann eben Chaka Khan, Al Jarreau, Earth and Fire und wie sie alle hießen, Luther Vandross. Ich bin ja mit dieser Musik groß geworden. Und wenn die dann vor mir standen, dachte ich, huch, aber ich finde es relativ ungesund, wenn erwachsene Menschen Fans sind, wenn sie sagen, okay, ich schätze das, was sie machen. Da finde ich super. Aber man sollte sich eben nicht nur auf denjenigen konzentrieren und man sagt, das bewundere ich, sondern sagen, was kann ich da mitnehmen? Weil viele sagen, ich wäre besonders mutig, was ich immer ablehne. Ich bin nicht besonders mutig, ich bin nur schlecht im Kriechen. Und das können ja viele auch machen, indem sie einfach sagen, hey, ich habe auch keinen Bock mehr zu kriechen. Dazu gehören eigentlich nicht besondere Fähigkeiten, weil wir haben ja alle laufen gelernt. Von daher, ich finde das toll, verspäteter Applaus, aber es muss übergehen in eine. Ich möchte mein eigener Fan werden, für mich selbst. Was sagst du zu dem Gedanken, als ich diese Demonstrationen während Corona begleitet habe? Da habe ich live gestreamt und ganz viele Leute haben live zugeschaut, zum Teil viel mehr als auf den Plätzen waren. Und ich kam dann in diesen Konflikt, dass ich ja nicht für sie auf den Platz will. Ich will ja, dass die Leute auf den Platz kommen. Hast du dasselbe, auch das Gefühl, dass du vielleicht Zuschauer hast, die denken, Kevan, der regelt das für mich und So sind wir erzogen. Ich nenne das Zuschauerdemokratie. Das heißt, werde Präsident oder so oder Gründer einer Partei, dann wähle ich dich. Das wirst du wahrscheinlich auch bekommen, solche Post. Und ich sage dann immer, nee, weil was du möchtest ist, du glaubst, dass wenn du den Schäfer austauschst, dass sich alles ändern wird, ja, um das Bild mal zu benutzen. Aber es wird sich nichts ändern, solange du dich wie ein Schaf verhältst. Also hör mal auf damit. Du musst schon selbst in die Spur kommen, dich selbst auf die Plätze aufmachen. Zwar immer und immer und immer wieder, weil Demokratie bedeutet nicht, ich mache alle 4 Jahre mein Kreuz und dann sind da welche. Die verarschen dich dann eben auch. Aber du lässt das ja auch zu. Sondern es bedeutet, dass du dich eigentlich immer engagierst, wenn du das Gefühl hast, hier stimmt etwas nicht, hier läuft das aus dem Ruder. Und wenn man dann sagt, na ja, ich habe ja nicht die Zeit dafür, wann soll ich das denn machen? Corona hat ja gezeigt, dass Zeit offensichtlich keine Rolle spielt, weil du ja Wochen und Monate im Homeoffice, also eigentlich in der Einzelhaft, verschimmeln kannst. Dann nimm dir die Zeit. Wie viel ist dir ein selbstbestimmtes Leben eigentlich wert? Und ich sage, ja, nicht so viel. Gut, dann hast du Demokratie nicht verdient, aber dann beschwer dich auch nicht, weil da haben Politiker letztendlich nur die Funktion, dass die eben schuldig sind an allem, damit du schön unschuldig bleiben kannst. Aber in der Demokratie ist man eben auch für das mitverantwortlich, was man nicht bekämpft oder was man unterlässt, anders zu machen. Und von daher, ich finde das super, wenn Leute das anschauen, auf allen Kanälen, aber am Ende geht es doch darum, selbst in die Spur zu kommen. Ich habe natürlich Verständnis, dass man nicht bei jeder Demonstration dabei sein kann. Es gibt viele, die nicht mehr auf Demonstrationen gehen, weil sie waren auf vielen Demonstrationen, haben dann verstanden, okay, ich soll hier lernen, etwas anderes zu machen. Das mache ich jetzt. Da muss ich ja nicht mehr auf die Demo. Dann ist es in Ordnung. Aber bei den meisten ist es eben so, die gehen auf eine Demonstration mit einem Schild, mit Forderungen an andere. Das bringt auch nichts. Sondern ich frage dann, ihr seid gegen das und das und das, steht auf den Plakaten, aber für was seid ihr? Da fallen vielen sagen dann, stimmt jetzt, wo du sagst. Also man kann demonstrieren, es gibt auch dieses Gemeinschaftsgefühl, dafür sind die Demonstrationen sehr wichtig, dass man merkt, ich bin nicht allein mit dem, was ich denke und fühle. Ich gehe in den Austausch mit anderen. Das ist eine Vernetzung, die man auch nicht cutten kann in der Kanal weg. Dafür ist Demo gut. Aber dann muss man sagen, okay, was mache ich jetzt mit dieser Information? Also ändere ich jetzt mein Leben
konkret und dauerhaft, das ist schwierig, sich zu ändern, und mache ich das mit anderen zusammen, weil du merkst ja, kaum werden die Verhältnisse wieder ein bisschen besser, weniger repressives System, weil Corona nicht mehr so das Thema ist, schon richtet man sich wieder in sein Leben ein und da muss wieder was Neues. Nein, die üblichen Verdächtigen, die ja in der Schweiz eine Heimstatt gefunden haben, ob sie jetzt WHO heißen oder die Kollegen in da, wo es weh tut, die wissen ja ganz genau, wie wir funktionieren, nämlich man watscht uns ab und dann kommen wieder ein paar Brosamen und dann machen wir wieder weiter, watscht uns ab. So funktioniert Demokratie nicht. Wenn du ein selbstbestimmtes Leben führen willst und dich schlecht regiert fühlst, was man sagen kann, ist ja einfach so, dann musst du sagen, das kann ich ja besser. Mhm. Ja, sicher. Dann hör auf, daran zu glauben, dass dir die Eliten, die du ja nicht gewählt hast, dass die dir die politische Wäsche rauslegen sollen und die passt dir dann auch noch. Natürlich nicht. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich seit 20 Jahren mindestens ja auch verstanden habe, was da passiert. Die illegalen Kriege, die Massenvernichtungswaffen, die nicht existent waren, 9-11 mit den komischen Umständen von WTC-7 und so weiter. Aber mir war das immer eigentlich relativ egal. Ich habe nach dem Motto gelebt, das Leben ist zu kurz für Politik. Und dann kam Corona und Corona hat mich zumindest gezwungen, mich zu wehren, weil es wirklich um das Lebendige ging, um mich persönlich. Und im Nachhinein habe ich ein schlechtes Gewissen, weil es mir relativ egal war, wenn die Menschheit oder Westen, sage ich mal, Millionen von Leuten getötet hat. Aber gestört hat es mich erst, als der Westen sich gegen die eigene Bevölkerung gerichtet hat. Und es ist am Ende eine Art egoistischer Antrieb, der mich dann auf die Straße gebracht hat, weil ich meine Freiheiten zurück wollte. Du bist schon viel länger unterwegs. Was hält dich, du bist ja, glaube ich, auch ein eher spiritueller Mensch, was hält dich immer noch bei der Politik drin oder gefangen? Ist es nicht auch für dich eigentlich zu schade, dein Leben diesem Thema zu widmen, diesen gruseligen Menschen? Ich glaube nicht, dass die Menschen gruselig sind. Man muss aufpassen, wenn man die Dinge verallgemeinert, weil die in der Politik das tun, was sie dort tun, sind am Ende des Tages auch nur Opfer. Also die, über die wir reden, das sind ja Puppen, die da hinplatziert wurden. Und man muss sich immer die Frage stellen, was für eine Biografie hatte eigentlich unser Wirtschaftsminister oder unser Bundeskanzler, unsere Außenministerin oder auch Ricarda Lang? Die machen ja kein glückliches Gesicht und ich glaube, die hatten keine lustige Jugend und die wurden nie gesehen von ihren Eltern, die haben nie die Anerkennung bekommen und jetzt sind sie nicht mehr zu übersehen. Verstehst du? Jetzt zeigen sie es uns. Sind halt Chuckys Mörderpuppen. Ja, ja. Wenn es Puppen sind, sie sind schon gruselig. Ja, aber jetzt mal, und deswegen, wenn man sie als Patienten sieht, sagt, was ist da im Leben falsch gelaufen, dann kann man auch den Wohlwollen dahingegen überreden, dass sie auch Patienten sind. Sie bedienen einen Reflex natürlich, weil die stellen sich ja so bescheuert an und das, was sie tun, nervt dermaßen und schadet ja auch sehr, dass man hier wütend werden kann. Aber in der Wut zu bleiben, bringt ja nichts, weil es ein Reflex. Die Frage stellen, warum triggert mich das noch? Das heißt, es triggert mich noch, weil ich da irgendwelche Antennen habe und weil ich das, was ich bei denen an Unangenehmen spüre, vielleicht sogar in mir selbst drin habe. Weil du das angesprochen hast, du sagst, du hast dich vorher für das nicht groß interessiert, erst seit Corona. Das ist was ganz Normales. Dieses System lullt ja Menschen ein, ne, macht dir ein Angebot. Das beginnt aber schon in der frühesten Jugend, in der Schule, wo man dir beibringt dazu, deine Gefühle in der Schule, du möchtest gerne rumtoben, das spielt keine Rolle, du sollst dich hinsetzen und du sollst dann, wenn der Lehrer kommt, die Antworten geben, die vorher als richtig deklariert wurden. Und dafür bekommst du dann gute Noten, also für das Gehorchen, nicht für den Stoff. Das merkst du irgendwann nicht mehr, sondern dafür kriegst du dann irgendwie gute Noten und dann kriegst du mehr Taschengeld und später kriegst du einen guten Job, eine schöne Frauenwohnung. Das ist eigentlich Schmerzensgeld. Du lebst an deinem Leben vorbei und dann ist eben in diesem Hamsterrad dafür mit Karriere, sieht innen aus wie eine Karriereleiter. Und irgendwann kommt es bei dem einen oder anderen zu einer Krise, oft bei Top-Managern, da sie einen Burnout bekommen, sagen, für was den ganzen Scheiß? So, solange das alles so in gemäßigten Bahnen verläuft, ist es so, dass der Otto-Normalbürger einfach sagt, ich wechsle die Fahrzeugklasse. Ich gehe vom 3er auf den 5er auf den 7er BMW, mal bildlich gesprochen. Es gibt keinen Grund, das zu hinterfragen, weil läuft doch so, macht doch Karriere. Und die Leute, die dann in der Pyramide aufsteigen und den Ansehen bekommen, Status, sagen sich, für die lohnt sich das, offiziell. Natürlich haben die alle ein verbogenes Ich und müssen sie hinlegen und ich weiß nicht, was sie alles konsumieren müssen am Wochenende, um das durchzuhalten, ja. Und so sehen ja auch die Ehen und das alles aus. Ist ja alles ziemlich verlogen, ist ja alles American Beauty, um diesen Film mal so zu sagen. Ist ja so. Aber solange das Leben dich nicht zwingt, gehst du das, weil alle machen das so. Oder aber man spielt eben, wie bei House of Cards, alles nice, alles super, alles Instagram. Man spielt das eben so. Jeder macht das und stellt sich da. Ist es natürlich alles eine Show. Wenn aber das persönlich wird, wenn Politik persönlich wird, weil der Syrien-Konflikt wurde nicht persönlich, dann hast du plötzlich das Gefühl, ey, die wollen an meine Wäsche. Solange sie an die Wäsche anderer wollen und du wirst daran beteiligt, ja, dadurch, dass du einfach günstiger leben kannst oder einen Luxus genießen kannst, ist dir es relativ egal, weil der Mensch doch sehr egoistisch ist. Das ist auch normal. Es gibt, wissen wir seit der Säuglingsforschung, dass der Mensch zwar einen starken Hang hat zur Gerechtigkeit, aber wenn es ihn selbst betrifft, ist er zu sich selbst gerechter. Das ist ja soziologisch alles
erforscht. Das ist ja jetzt überhaupt nicht neu. In meinem Vortrag starten wir in der Soziologie und landen in der Zoologie und landen in der Soziologie und der Verhaltensforschung. Und das ist ja alles erforscht, wie man Gruppendruck produziert, wie man Mitläufertum produziert, indem man droht, du fliegst aus der Gruppe, du wirst angekackt, ausgesondert, isoliert, wenn du hier nicht das machst, was man von dir erwartet. Also Liebesentzug, wenn du nicht mitspielst. Und weil wir aber von frühester Jugend so konditioniert wurden, und dann ist Papi und Mutti auch stolz auf uns, merken wir das ja gar nicht mehr. Aber wir führen eben ein falsches Leben und glauben, es wäre das Richtige. Wir sind in einer normopathischen Gesellschaft ziemlich verbogen, sagt in Deutschland ja auch Hans-Joachim Maas, als jemand, der 40 Jahre lang in der DDR diese Menschen beobachtet hat und ihm das ziemlich bekannt vorkommt. Und da sind wir beim gelernten DDR-Bürger. Der gelernte DDR-Bürger, der weiß ja, was Doppelsprech bedeutet. Der weiß, dass man zwar leere Regale sieht, aber trotzdem erzählen muss, Planübererfüllung. Das stimmt einfach nicht. Und wenn du das aber sagst, klopft jemand bei dir, die Staatssicherheit sagt, wir müssen reden. So, und dann wirst du entweder ausgebürgert, aber vorher landest du noch in Bautzen. Der kennt das und er erkennt das jetzt wieder. Aber das begann ja eben nicht erst mit Corona. Nur jetzt wird es eben haptisch, weil es plötzlich vor deiner Haustür ist. Das hat es vorher immer schon gegeben. Und wenn du dann gesagt hast, ich habe das ja oft gesagt, wir machen das, wurde ich oft angefeindet nach dem Motto, wieso wir? Ich verkaufe doch keine Waffen. Das stimmt. Ja, aber du lässt es zu, dass in deinem Namen oder ohne, dass du das verhinderst, Waffen verkauft werden, mit denen dann Völker angegriffen werden, die dann zu dir flüchten, um dort Bodenschätze zu rauben. Und das verdrängst du dann, weil dein neuer BMW, der braucht viel, aber der Sprit ist halt günstig. Das war nie fair. Das war nie fair. Und wenn wir jetzt dazu kommen über Corona, dass diese ganze Organisation von Wohlstand irgendwie unfair ist, weil es ist Kolonialpolitik, dann könnten wir uns die Frage stellen, können wir auch anders leben? Und ich glaube, es geht, weil es ist ja genug für alle da. Aber der Verteilerschlüssel stimmt eben nicht. Ja? Und ich glaube, wenn wir mehr Frieden wollen auf diesem Planeten oder den Frieden wollen, dann müssen wir den genauso organisieren, wie wir Kriege organisieren. Und dann müssen wir gucken, wie können wir das Leben auf diesem Planeten fairer gestalten, dass Menschen nicht zu uns kommen müssen, weil wir sie wegbomben oder durch billige Exporte vertreiben. Und wie können wir unseren Politikern in den Arm fallen, sagen, hör zu, das, was ihr da an globaler Politik macht, damit alle so leben können wie wir, das wollen wir nicht, weil wir sehen ja jetzt die Härte, die ihr in den letzten Jahrzehnten gegen Menschen im Ausland gezeigt habt, die habt ihr ja auch im Inland. Ihr seid ja erbarmungslos. Und das spüren wir jetzt. Das ist diese Erbarmungslosigkeit gegenüber Bevölkerung, wie sie im Ausland stattgefunden hat. Ja, wenn Leute bombardiert werden, das sehen wir jetzt im Inland. Und dann merken wir plötzlich, huch, und da ist ja Homeoffice eigentlich noch ganz nett. Besser, als wenn dir eine Bombe auf den Kopf fällt. Und da bin ich bei Ganser, wenn wir über Menschheitsfamilie reden, sollten wir als Menschheitsfamilie auch untereinander solidarisch sein. Und die, die uns gegeneinander ausspielen, das sind ja immer die Mächtigen. Aber mit diesem Wort kannst du mich wunderbar triggern. Ich habe schon mir ein paar Feinde geschaffen, weil ich gesagt habe, Daniele Ganser und auch du mit dem Begriff Menschheitsfamilie, ihr könnt euch in den Arsch stecken, weil das ist eine solche Ungerechtigkeit. Die Gerichte sprechen kein Recht. Die laufen alle draußen frei rum und ich finde, es ist, auch wenn es Familie ist, ich habe sie nicht gewählt und es ist mein absolutes Recht, diese Menschen zu hassen und zu verachten, aber Daniele und du, ihr scheint da auf eine andere Bewusstseinsebene gelangt zu sein, wo ich noch nicht angekommen bin. Ich verabscheue diese Typen und ich möchte nicht Teil derer, wenn die in meiner Familie sind, dann wäre mein, wenn ich das Oberhaupt dieser Familie bin, das Erste, was ich mache, ist diese Leute verstoßen. Aber was wo bist du weiter? Warum? Oder Daniele, wie könnt ihr das so predigen mit dem Menschheitsfamilien-Ding? Ich predige es nicht, aber weißt du, ich will mal jetzt zu den Dingen kommen, die für mich wesentlich sind, weil wir reden hier über Politik, wir reden hier über Gegenwart, über das Jetzt, also Verstand, über Kopf. Ein reiner Kopfmensch in Deutschland ist unser Gesundheitsminister. Der sieht den Menschen nur als Kopf, den man zu seinem eigenen Glück wegschließen muss, damit er nicht stirbt. Der stirbt an Einsamkeit, aber nicht an Corona. Es ist Grausamkeit. Im Sinne der Wissenschaft, er meint es wirklich gut. Und das Übel. Du glaubst, Lauterbach meint es gut. Ja. Das glaubst du wirklich? Das glaube ich wirklich. Weil, weißt du, das nie gedeiht das Übel besser, als wenn man ihm etwas Edles voranstellt. Das ist, also wir müssen das tun. Das hat auch der Kommunismus versucht. Der wollte eben einen besseren Menschen schaffen. Deswegen musste der noch nicht so weit war, der musste weg. Das meinte auch der Sozialismus. Das meint am Ende auch der Kapitalismus 4.0, wo ja auch Harari, oder ich nenne ihn Harakiri, sagt, also die Zukunft des Menschen wird nicht menschlich sein, weil der moderne Mensch, der ist einfach auch, der macht zu viel Umwelt kaputt. Deswegen werden wir ihn ein bisschen beschränken, ihn ein bisschen mehr KI machen, die 15 Minuten steht, denn dann ist das besser für uns alle. Aber denkt okay, er. Okay? Wenn man davon ausgeht, dass Lauterbach das wirklich glaubt, dass er das Gute tut, ja, dann kann ich verstehen, dass man so eine Art Mitleid entwickeln kann über die Dummheit der Leute, ein bisschen mehr verzeihen kann und einfach sagen kann, der ist halt nicht weiterentwickelt. Er hat sich so weit entwickelt, wie es ihm möglich war. Aber du glaubst ja auch, dass es irgendwo Leute am Schalthebel gibt,
die genau gewusst haben, was sie machen, als sie Corona überwunden haben. Daniel, und sind das auch Mitglieder deiner Menschheitsfamilie? Ja, Daniel, sind sie. Warum? Gehen wir mal auf die Ebene, die mich mehr interessiert als die Tagespolitik, damit du verstehst, wie ich ticke. Ich heiße ja nicht Ken Jebsen. Ich heiße ja eigentlich Sufi, Siyavash. Ich komme aus dem Sufi-Clan. Das sind diese Derwische, du sagtest vielleicht was, Gurdjieff, diese Dinge. Die Leute sagen, was ist das hier? Und der Punkt ist einfach, dass wir auf unserer Verstandesebene, das ist Halbschlaf eigentlich. Das ist die Hypnose. Und wir erleben natürlich, wenn wir über andere Dinge nicht nur nachdenken, sondern sie nachfühlen, Meditation kann da helfen, dass wir uns eigentlich in einem Aufwachzimmer befinden. Aber wir spielen nicht alle auf derselben Ebene. Okay? Aber ich möchte zu folgendem raten, wir alle urteilen. Immer. Das heißt, aber Urteil ist immer von, wie der zu uns steht. Wir beurteilen. Das heißt, immer auch herab, der ist gut und der ist schlecht und Lautenbach gibt ein gutes Feindbild ab. Da sind wir natürlich bei Pispas, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur für dich. Diese Vorurteile und diese Bilder... Wobei Pispas von dir wahrscheinlich auch keine gute Meinung hat. Das interessiert mich nicht. Ja. Aber ist trotzdem ein guter Satz. Ja, der hat cooles Programm gemacht. Während Corona hat er nicht mehr so gutes Programm gemacht, weil er ja auch von seinen linken Leuten, genau wie Herbert Grönemeyer und Strick und Becker. Aber die Frage, was hast du denn von denen eigentlich erwartet? Du bist von denen enttäuscht. Enttäuschung produzierst du selbst. Du musst mal aufhören. Das heißt, du hast dich selbst getäuscht. Die waren deine Helden. Ach, du brauchst also Helden. Du brauchst Leute, die Kohlen aus dem Feuer holen. Was soll denn das eigentlich? Einfache Fragen. Wenn du tatsächlich dich mit Religion beschäftigst, ich rede jetzt nicht von organisierter Religion, sondern ich rede eben von spirituellen Dingen, dann überleg dir doch einfach mal, nehmen wir mal diesen sehr bekannten Rebellen und Querdenker und umstrittene Persönlichkeit Jesus Christus. Und ich bin kein aktiver Christ, aber nur was ich so, wie ich ihn wahrnehme und wahrgenommen habe, der hätte doch bestimmt nicht die Bergpredigt unter 2G-Regeln gehalten. Wenn die Römer das gewollt hätten. Das ist ein rebellischer Typ gewesen. Und seine Jünger aus heutiger Sicht ist eine Terrorzelle. Die hängt da in Palästina um, die hätte man heute gedroht. Okay? So. Von dieser Sorte gibt es eine Menge Leute, die aber auch ausschlaggebend dafür waren, dass Menschen eine Hoffnung hatten, nämlich das repressive System damals, die Römer, das kann überwunden werden, weil das, was du hier siehst, diese 3D-Grafik, das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Und das heißt, in dem Moment, wo du das aber für die reine Realität hältst, verkennst du etwas. Menschen haben, das menschliche Bewusstsein funktioniert nur polar. Du kannst das Gute, du bist der Gute, nur erkennen, weil es hier einen Lauterbach gibt, weil der ist der Böse. Es muss den Bösen geben, damit du der Gute sein kannst. Es muss das Dunkle geben, damit du das Helle erkennen kannst. Das sind aber alles nur Metaphern, das ist eine Hilfskonstruktion, weil in Wahrheit gibt es das nicht. Die Wahrheit ist, dass das Gesetz der Polarität aussagt, dass es zur Polarität ja auch das Gegenteil geben muss. Und das ist die Einheit, die du nicht denken kannst und ich auch nicht. Nicht mit dem Bewusstsein. Du kannst nicht sagen, das ist gut und böse gleichzeitig. Weil in dir ist schon Atmung. Einatmen, ausatmen. Du kannst nicht sagen, wir legen das zusammen. Du kannst aber auch nicht eins weglassen. Wenn du nur eins weglässt, bricht das System zusammen. Das heißt, dieses ganze Konstrukt der Polarität auf diesem Schulungsplanet, den du gebucht hast, soll dir zu denken geben, was das wohl eben ist. Du sollst in diesem Jetzt Erfahrungen machen. Und wenn du anfängst, diese Erfahrungen persönlich zu nehmen, verkennst du etwas. Du empfängst nur das, für was du Resonanz hast. Das ist das zweite Gesetz. Das heißt, eine Biene sieht ultraviolettes Licht, du nicht, weil du keine Resonanz hast für ultraviolett. Ein Fledermaus hört ultrahohe Töne, du eben nicht. Das, was du erkennst, ist auch in dir. Für viele ist das schwer zu ertragen, aber so ist das. Das heißt, ich bin wohlwollend gegenüber Leuten, die total daneben sind, weil ich muss es selbst in mir haben, um es überhaupt empfangen zu können. Und was soll mir das jetzt sagen? Ich soll versuchen, beides zusammenzulegen, dann löscht sich das aus und dann komme ich in die Einheit. Das wird stattfinden, wenn ich zum letzten Mal ausatme und nie wieder einatme. Das ist der Great Reset, den gibt es ja schon. Dann sterbe ich. Dann verlasse ich meinen Körper, der geht dann kaputt, die Maschine. Mein Ego, das ist die Software, ist dann weg. Und dann geht es mir wie einem Laptop. Da ist die Intelligenz ja nicht Software und Hardware. Die Intelligenz ist außerhalb des Laptops. Und das ist am Ende des Tages aber gar nicht Meta oder spirituell. Das ist Physik. Das ist Physik. Das ist Heisenberg. Das ist eigentlich auch Dürr, der am Ende gesagt hat, ich habe nichts verstanden, nur eins ist klar, Materie ist Beziehung. Die grundsätzliche Frage ist doch am Ende, wenn du das ja, was ist eigentlich Gott? Warum machst du als Mensch diese Erfahrung? Ich glaube, dass wir nicht Menschen sind, die eine spirituelle Erfahrung machen. Ja? Ich glaube, wir sind Geister, die eine menschliche Erfahrung machen. Die hast du gebucht. Du bist auf einer anderen Benutzerebene als zum Beispiel ein Baum oder ein Huhn. So, aber du bist nicht der Hellste. Der Mensch glaubt natürlich, er sei die Krone der Schöpfung. Darf er sein, solange er sie nicht aufsetzt. Ja? Nein,
das ganze Leben ist eine Metapher und Menschen verzweifeln daran, wenn sie versuchen, diese Metapher und diese mystischen Bilder, die es auch gibt, durch den Verstand zu lösen. Aber das ist eben so, erklär doch mal einem Menschen mit Sprache, wie sich Verliebtheit anfühlt. Das geht nicht. Du kannst nicht, wenn jemand, der noch nie verliebt war, dem kannst du nicht erklären, wie verliebt ist. Jemand, der auch noch nie verstanden hat, was dich an einem Eis begeistert oder Skifahren, was Freude bereitet, kannst du das durch Sprache nicht erklären. Wenn es aber fühlt, dann sagt, jetzt habe ich es verstanden. Und viele der Dinge, die das Leben tatsächlich ausmachen, haben mit dem Verstand nichts zu tun. Die sind im Unterbewusstsein. Auch hier ist eine Teilung, weil es gibt wirklich kein Unterbewusstsein. Wir machen nur diese Unterteilung, damit wir uns darüber unterhalten können. Es gibt nämlich kein Plural zu Bewusstsein. Es gibt nur Bewusstsein. Und wenn du abends ins Bett gehst, dockst du oben an die Cloud an und die fragen dich dann, ey, möchtest du wirklich Stricker weiterspielen? Und dann sagst du, ja, dann kriegst du aber richtig Ärger, wenn du so weitermachst. Und damit sammelst du Sonderpunkte. Woher hast du diese schönen Begriffe mit der Cloud andocken? Liegst du abends wach und überlegst du diese Bilder oder hast du die gestohlen oder... Wie kommt das in deinen Kopf? Nein, ich weiß nicht, wie das in meinen Kopf kommt. Ich denke mal, guck mal, ich bin ja jemand, ich lebe sehr angstfrei. Das heißt, wenn ich auf eine Bühne gehe, dann hoffentlich fällt mir jetzt was ein. Es ist da. Das ist wie, wenn du, angenommen, du wärst ein Radio, dann musst du dir keine Gedanken machen, hoffentlich ist da was im Äther, was ich empfangen kann. Das ist schon da. Du musst nur die Frequenz einstellen und dann kommt da UKW. Das heißt, das, was ich sage, ist ja nichts Neues. Das haben alle spirituellen Lehrer schon gesagt. Das sagen die Griechen, die Römer, das haben die Veden gesagt, das ist ja alle, die Iraner, das haben alle schon gesagt. Setz dich mal mit diesen Dingen auseinander. Da ist ja nichts neu davon. Und das heißt, da ist irgendetwas dran. Es gab immer schon Leute, die sich Gedanken gemacht haben, was ist das, was wir hier als Materie sehen? Was ist das? Und wenn du dir mal die Atomstruktur zusammen anschaust, das besteht ja aus nichts. Wo kommt denn das Leben her? Das Leben ist ja in unserer Sicht erst unbelebte Materie und dann belebte Materie. Und wo ist jetzt das Leben davon? Kannst du es mir zeigen? Wo ist es? Das wissen wir nicht, was das ist, weil wir versuchen, das mit unseren Mitteln zu messen. Aber diese Art von Leben, das Leben an sich, was nicht kaputtbar ist, kannst du nicht messen. Weil wenn das messbar wäre, wenn man es ausrechnen könnte, patentiert würde, dann hätte Bill Gates es bereits patentiert. Verstehst du? Das ist der Trick. Funktioniert nicht. Ich sage ja immer für alle, die an Bill Gates verzweifeln, hinterm Horizont Gates weiter. Bleib locker. Verstehst du? So, bleib locker. Wenn du irgendwann sterben, der Tod ist nicht das Ende des Lebens. Der Tod bedeutet, dass du das Kino verlässt, ja, in diesem Bild gesprochen, und in eine andere Rolle gehst. Und du sollst in deinem Leben herausfinden, weil du bist in einer Art von Kino, was dein Text ist. Du sollst nicht nachplappern, was andere von dir erwarten. Du sollst den Mut haben zu improvisieren. Und wenn du das wirklich kannst auf deiner Bühne, dann bist du frei. Und wir sind aber in einer Angst erzogen. Ich muss einen Text abliefern, ich muss so und so aussehen, ich muss Klischees erfüllen, weil ich von außen bewertet werde. Und wenn die mich schlecht bewerten, dann tauge ich nichts. Mich interessiert überhaupt nicht, was andere Leute über mich denken. Mich interessiert, was ich über mich fühle. Hat es dich interessiert oder hast du das abgewöhnt? Mich hat das insofern interessiert, da sind wir jetzt in meiner Biografie. Ich komme hier aus einer sehr speziellen Familie. Als ich 5,5 war, hat mein Vater sich verabschiedet, kam dann 12 Jahre nicht zurück. Warum ist eine andere Geschichte? Und meine Mutter war total überfordert mit 6 Kindern. Ich bin ohne Autoritäten aufgewachsen. Ich bin auf der Straße mehr oder weniger groß geworden. Aber gleichzeitig wurde ich in eine Waldorfschule geschickt, wo wir das Schulgeld bezahlen mussten, was wir als Sozialhilfeempfänger zur Verfügung hatten. Das waren dann 50 Mark für alle zusammen. So, und da habe ich ganz andere Menschen kennengelernt und vor allem Leute, die gesagt haben, lass diese Sonderlinge mal. Wir sahen ja aus wie die Daltons so als Orgelpfeifen. Lass die mal, weil du brauchst auch Querschläger, um über den Tellerrand zu blicken. Wo wäre die Welt denn eigentlich ohne diese Sonderlinge, ob du jetzt Martin Luther nimmst, Malcolm X, ob du jetzt Rudi Dutschke nimmst, Rosa Parks nimmst, wo wäre die Welt oder Deutschland, die Reformation durch einen Sonderling letztendlich hervorgebracht. Auch diese ganzen Freaks, die komische Musik gemacht haben, Jimi Hendrix, was soll das? Was ist das für eine Botschaft, die amerikanische Nationalhymne verzerrt zu spielen? Das ist eine Botschaft. Was macht da Klaus Kinski eigentlich in Fitzcarraldo? Ich gucke mir die Welt über Kunst ganz stark an. Ich komme ja eigentlich aus der Szene, wo man Musik beurteilt. Ich habe immer die Welt über Musik und Soul. Ja, Nina Simone, Al Jarreau kenne. Was ist das, was mich da triggert so? Und da geht es um etwas, was mit Sprache nichts zu tun, also nicht mit der verbalen Sprache, sondern was auch in Yin und Yang mit drin ist. Die Natur kommuniziert gegenüber den Menschen in Metaphern. Und eine der stärksten Metaphern ist natürlich Wasser. In unserer Gegenwart wirst du immer aufgefordert, du mögst doch bitte als Konkurrent die anderen platt machen. Das geht nur durch Effizienz. Und Effizienz ist die Verbindung von A nach B, also eine Gerade. Das findest du in der Natur nicht. Es gibt in der Natur keine Gerade. Das Wasser, wenn du es an der Windschutzscheibe siehst, wie es runterläuft oder am Fluss, das schlängelt. Das ist ja nur noch Umweg. Das ist ja alles nur Umweg. Und ich denke darüber nach,
Was will mir das sagen? Was soll mir das sagen, Umweg? Ist Umweg das direkt? Was ist das? Was ist die Idee des Lebens? Was ist das? Ist ja. Interessant. Und darüber denke ich nach. Und was soll Wald? Was soll Wald? Herrscht in der Natur eigentlich Krieg? Nach laut Darwin, oder falsch übersetzt, Survival of the Fittest, würde sich der Stärkere durchsetzen. Das stimmt überhaupt nicht. Weil dann wäre es so, dass meinetwegen das aggressivste Insekt im Wald die Herrschaft hätte und alle müssten nach der Pfeife von denen tanzen. Das ist nicht so. Das ist eine auch nicht friedliche Koexistenz. Wir haben da in unserer Sprache eben keinen, sondern ich nenne es, mein Wort ist Kooperenz. Es ist eine Mischung aus Konkurrenz und Kooperation. Ich nenne es Kooperenz, das ist mein Wort dazu. Es ist Kooperenz. So. Und das ist das, womit ich mich am dichtesten nähern kann. Also ich glaube, dass derjenige in der Natur sich behaupten kann, der sich am sozialverträglichsten verhält. Verstehst du? Und so sind auch Menschen. Das Menschen, ist ja auch die Evolutionstheorie, der früher gesagt, der Stärkste überlebt. Das ist nicht wahr. Ist es der sich am besten anpasst. Genau, der Sozialverträglichste. Genau, weil die Welt ist sozial. Das heißt, es ist aber das. Aber was du machst, ja, ist eigentlich gar nicht evolutionär sinnvoll. Wieso? Weil dich so aus dem Fenster lehnst und dein Leben so abkürzen was könntest. Was ist denn der Sinn, der Sinn von Evolution? Warum gibt es denn eigentlich immer noch Lebewesen, die vor 400 Millionen Jahren entstanden sind? Warum gibt es denn noch? Es gibt doch auch nicht die Tinlisse, die sie noch bauen. Warum gibt es doch irgendwelche Molche und irgendwelche Tiere, was soll denn das? Warum gibt es nicht nur noch die höher entwickelten Lebewesen? Das sind doch Fragen. Warum? Weil wir gar nicht höher entwickelt sind. Ja. Oder aber, weil die Natur uns sagen will, es gibt unterschiedliche Stufen des Lebens und werte es nicht. Ein Berg ist ein Lebewesen. Die Erde ist ein Lebewesen, ein Baum ist ein Lebewesen, aber wir sagen dann, nein. Wir unterscheiden ganz klar in Nutzpflanzen, also für uns, der Rest ist Unkraut, weißt du, was ich meine? Das ist unsere Art, an das Leben heranzugehen, also die kapitalistische Art. Ein Fisch ist nur etwas wert, wenn du ihn rausholst, einen Preis schickst und verkaufst, im Wasser ist er vollkommen wertlos. Ich denke so nicht. Aber ich bin natürlich in einer kapitalistischen Welt groß geworden, aber immer als Outlaw wurde über mich gesprochen, während ich daneben stand, weil als Ausländerkind verstehst du das sowieso nicht. Aber Geld ist dann doch so etwas wie Freiheit. Ich meine, alles, was du machst, du kannst einfach dein Ding durchziehen, wie du willst. Dazu brauche ich kein Geld. Aber es hilft. Es hilft, aber es geht auch ohne Geld. Geht es ohne Geld, ein schönes Privatleben zu haben? Was ist ein schönes Privatleben? Du bindest es an, es an, dann kann ich ja meinen Tesla gar nicht mehr fahren. Ist man überhaupt noch ein vollständiger Mensch? Weißt du, dass ich einen Tesla habe, ist was geraten. Geraten? Ja, okay. Gut. Also, ganz einfach. Ist ein Leben ohne Tesla oder ohne Auto, ist das überhaupt noch lebenswert? Das wäre definitiv noch lebenswert. Eben. Aber ich will sagen, dass einem finanzielle Freiheit eben die Möglichkeit gibt, sich selber viel mehr zu entfalten. Wenn du von morgen bis abends irgendwo an einem Förderband arbeitest, dann kannst du nicht deine großartigen Gedanken einem Mann bringen. Du hast es jetzt geschafft, du machst dein Ding genauso, wie du willst. Wenn du esoterisch unterwegs sein willst, machst du esoterisch. Wenn du politisch sein willst, bist du politisch. Du machst eigentlich das, wie ich, nur wesentlich länger und wesentlich erfolgreicher. Und das ist ein absolut geiles Gefühl. Und das geht ja dann auch nur, wenn du eine finanzielle Basis hast. Daniel, ich habe das schon immer gemacht. Guck mal, ich bin als Sozialhilfeempfänger groß geworden. Als ich dann in diesen Fabriken gearbeitet habe, ja, also was ich bei KKK, Turbolader, Mullbinden von, wie sie auch alle heißen, in Großbäckereien den ganzen Tag, was habe ich mit diesem Geld gemacht? Ich habe mir Bücher und Platten gekauft. Ich hatte aber gar keinen Plattenspieler. Aber ich kannte welche mit Plattenspieler. Und da habe ich die Musik aufgelegt, die ich wusste, dass ich sie hören will. Und habe mich in diese Welten bewegt. Ich habe immer in diese Kultur, in diese Art investiert, okay? Das ist das, was den Menschen ausmacht, seine künstlerische Art und Weise. Ich habe auch Leute kennengelernt, die gesagt haben, ich mache das nur ganz kurz. Und die haben aber dann gleich nach 3 Monaten sich einen Kreditvertrag für einen 3er BMW gekauft, damit sie gleich mal, ja. Und dann sind sie aber länger in der Fabrik geblieben, als sie wollten, und dann sind sie wieder rausgekommen. Ich wusste, das kann man auch machen, aber das ist nicht meine Welt. Das könnte ich auch nicht. Ich habe Respekt vor Leuten, die das tun, sage ich ganz klar. Aber ich habe gesagt, dann verdiene ich lieber weniger Geld. Und ich habe beim Radio angefangen und gar kein wirkliches Geld verdient. Aber ich habe mich mit den Musikern und deren, was sie gesagt haben, so identifiziert, dass da war ich am Leben. Ich war dann am Leben, als ich das gehört habe. So. Und da ging es nicht darum, habe ich ein großes Auto? Das hat mich nicht interessiert. Ich wollte einfach, ich habe diese Bücher verschlungen. Ich habe, was sind das für Welten? Ich bin da eingedrungen. Und wenn man etwas lange genug macht, dann wird man das deswegen darin erfolgreich, weil man das dann irgendwie mal kann. Und es war mir immer egal, was andere davon halten oder denken, weil ich mache das sowieso. So, und jetzt ist es so, ich will nicht in Abrede stellen, dass wenn man ein gewisses Budget hat, dass man mehr Dinge tun kann. Aber es ist so, wenn du noch kein Auto hast, kannst du all deine Freunde zu Fuß besuchen. Und sobald du ein Auto hast und es regnet,
kannst du sie nicht mehr besuchen. Da brauchst du nämlich jetzt ein Auto. Und wenn das kaputt ist, kannst du deine Freunde leider nicht mehr besuchen. Du machst dir es auch so, dass es passt. Und deswegen, wir alle könnten mit deutlich weniger Geld auskommen, wenn wir nicht Dinge anschaffen würden, um Leute zu beeindrucken, die wir gar nicht kennen. Und nicht mögen. Ja? Ich lebe nicht auf Pump. Ich habe keine offenen Rechnungen. Aber natürlich kann man sagen, na, du brauchst aber ja schon Geld, weil du ja Miete zahlen musst und so. Das ist richtig. Aber ich brauche nicht so viel. Und das bedeutet, ich habe viel mehr Freiheiten, weil ich nicht Dinge erhalten muss, die mich nur belasten. So, wenn du eine Firma hast zum Beispiel und Angestellte, das habe ich ja auch, dann hast du eine gewisse Verantwortung. Dann denke ich immer, wenn sie mir da jetzt schon wieder das Konto kündigen, wie kann ich diese Kollegen durchbringen, weil da habe ich eine Verantwortung für sie und sind nicht alle Freestyler. So, aber am Ende des Tages ist es eben so, ich kann für niemanden, außer für meine Kinder, die Verantwortung übernehmen, aber auch das ist nur ein Konstrukt. Meine Kinder sind für sich selbst verantwortlich und meine Kinder haben ihre eigene Führung, die brauchen mich nicht. Das ist so eine Erklärung, die brauchen mich als Eltern. Meine Kinder sind selbstständig auf die Welt gekommen, ohne mich. Und meine Kinder haben auch ohne mich laufen und sprechen gelernt. Die brauchen mich dafür nicht. Weißt du, unsere Kinder sind die allergrößten Lehrer dahingehend, dass die angstfrei auf die Welt kommen. Die sind nämlich voller Vertrauen. Die gehen durch diesen wirklich engen Geburtskanal und haben das Vertrauen, auf der anderen Seite etwas zu tun, was ich noch nie gemacht habe. Die stellen auf Sauerstoffatmung um. Dann verstehen sie nichts da drüben. Es ist hell, es ist laut. Und dann schreien sie und da ist jemand, der nimmt sie in Empfang mit Liebe. Wow, sind die mutig. So. Und je mehr wir lernen, desto mehr werden wir darauf gedrillt, ab jetzt gibt es Liebe nur noch in Beziehung und wir haben Angst, wenn es schwierig ist. Und wenn du verstehst, dass es ein Konstrukt ist, weil du für die Angst eine Antenne entwickelst, dann sagst du, muss ich das oder muss ich das nicht? Und da bin ich bei Ganser. Ganser ist auf diesem Gebiet ja viel weiter. Ich glaube, sein Vater ist geistlicher gewesen. Mein Vater war was anderes. Wo ich sage, warum hast du Angst? Du hast Angst, dass es ganz schlimm werden könnte. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du sterben wirst. Aber du wirst in jedem Fall sterben. Du kannst es nicht verhindern. Du weißt nicht, wann du stirbst. Sogar, ich führe jetzt ein total sicheres Leben und dann passiert mir nichts. Weißt du, es gibt Leute, die leben so vorsichtig, die sterben wie neu. Und zu denen gehöre ich nicht. Ich kann von mir sagen, ich habe mein Leben bisher gelebt und ich habe nie das getan, was man von mir erwartet hat. An mir ist Erziehung dahingehend gescheitert, dass ich lange gegen das war, was man mir befohlen hat, weil ich es nicht mochte, dass man mir etwas befiehlt. Und während Corona habe ich mir die Frage gestellt, ich bin ja meistens rebellisch dagegen. Ist auch ein Automatismus, weil da bist du immer noch in der Richtung unterwegs. Ich bin gegen das, was mir vor den Latz geknallt wird. Das heißt, derjenige, der mir etwas vor den Latz knallt, bestimmt meine Richtung. Da habe ich die Handbremse gezogen und habe während Corona gesagt, meine eigenen Motive hinterfragt. Und das, was ich die letzten Jahre lang gemacht habe, war ja immer ganz stark ein Kampf für die Gerechtigkeit im Außen. Warum? Weil ich mein Leben lang Ungerechtigkeit privat im Inneren erfahren habe. Und wenn du das verstanden hast, sagst du, damit kann ich jetzt aufhören. Weil es geht am Ende des Tages darum, wenn du wirklich etwas verändern willst, kannst du das im Außen sowieso nicht machen. Du kannst überhaupt niemanden verändern. Du schaffst es ja nicht mal, dich selbst zu verändern. Du musst also den Weg nach innen gehen und dir die Frage stellen, warum machst du das zu deiner Aufgabe? Was gibt dir das? Dann bist du der Held, alle feiern dich. Brauchst du das? Nee, ich mache das nur wegen euch. Das ist doch Quatsch. Verstehst du? Ich war immer im Journalismus so ehrlich, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht wegen euch. Ich lese sehr viel Müll, weil es mich interessiert. Und wenn ihr mir Geld gebt, dann lasse ich eine Kamera mitlaufen. Das ist für mich gleichzeitig ein Entgiftungsprozess. Das habe ich immer gesagt. So. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte diese Art von Journalismus nicht mehr machen, weil das ist wie oft soll ich noch James Bond spielen? Irgendwann wird es langweilig. Immer dieselbe Rolle, wo du genau weißt, je nachdem, wer sponsert, fährt der BMW oder Aston Martin. Dann sind mal die Russen die Bösen, dann mal die Araber und am Ende gewinnt James Bond. Oder das ist so die grobe Geschichte. So. Interessiert mich nicht, sondern was soll das? Und weil ich aus einem sehr spirituellen Haushalt komme, sage ich, ich habe jetzt diese Benutzerebene ja auch, habe ich ja durchforstet, ich verstehe Geopolitik, ich weiß, wie Macht organisiert wird, aber ich lege das weg und mein großes Ziel ist es, auch wenn viele das überhaupt nicht nachvollziehen können, ich möchte gerne in der Belanglosigkeit verschwinden. Ich möchte nicht mehr erkannt werden. Das ist eine Belastung. Mhm. Weil es immer ein Angebot in der Gegenwart, ey, super, was du machst, das pampert dich die ganze Zeit, sondern wenn ich bin viel im Ausland unterwegs, wo man mich nicht erkennt, da bin ich auf mich selbst zurückgeworfen. Aber es ist nicht ein bisschen kokettieren, wenn du das so sagst. Nein. Weil du bist jetzt wieder vor einer Kamera und hast jetzt wieder Öffentlichkeit. Nicht so viel, wie du sonst hast bei anderen Kanälen. Ich habe Öffentlichkeit bei Leuten, die gar keine Kameras laufen lassen müssen. Das ist vorhin zum Nachdenken gebracht, weil ich habe festgestellt, dass auch ich lange Zeit meines Lebens mit sehr wenig Geld gut ausgekommen bin. Und es ist wahrscheinlich wirklich eine Ausrede auch, dass man sagt, wenn ich Geld hätte, würde ich dies tun, wenn ich Geld hätte, würde ich das tun. Und viele Leute sind dann einfach in der Maschine drin. Und eine Frage, die ich dir stelle, weil ich selber die Antwort darauf nicht weiß, denkst du, die meisten Menschen wären glücklicher, wenn sie selber mehr Mut fänden, ihr eigenes Ding zu leben, oder sind die genau am richtigen Ort? Wir kommen sehr mutig auf die Welt und irgendwann
führen wir ein derart gedrilltes Leben, wir nennen das zivilisiert, aber im Grunde ist das ein ideologischer Gleichschritt, dass wir vergessen haben, was es bedeutet. Aber weißt du, es geht am Ende um ein Lebensgefühl, an das sich viele dahingehend erinnern, wenn irgendwo eine Katastrophe passiert, zum Beispiel irgendwie eine Stadt wird überschwemmt und da müssen alle mit anpacken oder Totalsperrung, Autos brennen auf der Autobahn und alle versuchen, Leben zu retten, obwohl sie keine Ärzte sind. Dieses Gefühl, was ich dann einstelle, wenn du jemand aus dem Auto gerettet hast, den du nicht kanntest, dieses Gefühl, das kennst du das. So, bei einer Lawine gerade noch die Kurve bekommen zu haben, mit anderen in der Hütte, boah, war das knapp. Dann merkst du, auf einmal entsteht zwischen diesen Menschen, die sich nicht kennen, in dieser Gondel etwas wie dem Motto, boah, das ist die Menschheitsfamilie. Und wir bekommen beigebracht, dass wir alle anders sind. Wir sind alle anders, wir gehören alle ins selbe Boot, wir gehören alle zum selben Team. Und wenn du das verstanden hast, und ich mache so eine Übung, indem ich durch die Straßen gehe und jedem, den ich sehe, denke ich, ich liebe dich. Sogar so, ich auch beim Lauterbach machen. Dann macht das etwas mit dir. Weil es ist mir zu anstrengend, das Böse in mir aufzubringen, um den zu hassen. Weil um es erkennen zu können, ja, als muss ich es ja in mir selbst noch haben. Also du redest es dir quasi fast ein, dass du die anderen liebst. Ich rede es mir nicht ein. Kein Mensch ist so beschissen, dass er das, und auch beschissen auf die Welt gekommen. Bill Gates ist so nicht auf die Welt gekommen. Frau Ursula von der Leyen ist so nicht auf die Welt gekommen. Die war mal ein nettes Kind. Das ist aus ihr gemacht worden. Und wenn ich jetzt auch noch auf sie einschlage, dann bringt es erstens mir nichts. Frau von der Leyen wird sich deswegen nicht ändern. Und alles, was ich tun kann, ist mein Verhältnis zu Frau von der Leyen. Sie ist für mich keine Projektionsfläche mehr, weil das ist alles Projektionsfläche. Diese Menschen, die wir mit Recht echt doof finden, die haben sich ja selbst eingebrockt. Und du brauchst diese Projektionsfläche. Warum? 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 Sag mal. Ich glaube, dass eine Ricarda Lang, ja, oder auch eine Außenministerin Probleme mit ihrem Vater hat und das projiziert, und auch Frau Schrack-Zimmermann, und das projiziert sich jetzt auf Putin. Bin ich 100% sicher. Das sind eigentlich, die sollten sich alle auf die Couch legen. Und wenn du das mal so siehst, sind das doch eigentlich alle arme Schweine. Ein Gates könnte sich doch eigentlich einen schönen Tag machen. Kann er nicht. Er ist ein Getriebener. Und wenn du das aber jetzt abarbeitest, bist du auch ein Getriebener. Bist du kein Getriebener? Nein, bin ich nicht. Nicht? Nein, bin ich nicht. Aber du, vor dem Interview schon, du redest wie ein Buch, auch sehr intelligente Dinge, sehr faszinierend dir zuzuhören, aber du bist doch... Nein. Bist du in dir ruhend und ja, dann trotzdem ein Wasserfall? Nein, guck mal, es ist so, ein Pol erzwingt seinen Gegenpol. Ich bin, wenn du mich jetzt vor einer Kamera fragst, ein italienischer Sportreporter. Das ist meine Grunddynamik. Weißt du? Aber das hast du auch schon vor dem Interview gehabt. Ja, ja, aber das ist meine Grunddynamik. Aber weißt du, wenn du einen Hochdrehzahlmotor kaufst, dann braucht der Drehzahl, damit er seine Leistung entwickelt. Verstehst du? Das ist so. Und du kannst sagen, kann man das nicht, da musst du dir was anderes kaufen. Das heißt, das ist in dem Frequenzbereich bewege ich mich selber. Ich weiß das aber eben. Aber in meinem Vortrag, Angst, Essen, Freiheit, auch werde ich am Ende spirituell. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, und das werde ich in meinen nächsten Vorträgen machen, dass ich auf der Bühne öffentlich leise bin und nachdenke und entschleunige. Nur wenn Leute zu mir kommen, erwarten sie etwas. Und weil ich aber, ich verfüge über eine höhere Informationsdichte, also words per minute, so bin ich getaktet. Das ist einfach so. Ja. Und das strengt mich aber nicht an und ich hau das dann eben raus. Aber wir können auch über was ganz anderes reden, wo es nicht um so viele Worte geht. Aber dann kann es sein, dass du sagst, das verstehe ich nicht. Also versuche ich dich dort abzuholen, wo du dich befindest. Das Lustige ist, bei den meisten mache ich mal zwei, wenn ich das Video höre. Bei dir muss man 0,5 stellen, ja, um alles mitzubekommen, was du in so kurzer Zeit sagen kannst. In den jungen Jahren, du sagst ja heute, du hast ein bisschen eine Verachtung für Heldenkulte, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe nicht Verachtung. Vielleicht nicht, ja, Verachtung. Ich sage, das kann man machen, aber du bist ein Kritiker vom... Man sagt ein Guru und das wird ja dann wird etwas an dich herangeworfen und du musst das dann erfüllen. Darin kannst du nur scheitern. Viele sagen ja auch wahrscheinlich zu dir, sag mal, bring doch mal Lösungen. Da sage ich, du kritisierst immer nur, bring doch mal Lösungen. Aber das ist wahr. Ich bin nicht der Erlöser, sag ich auch. Ich habe vor 10, 15 Jahren dich schon gehört und ich habe dir lange zugehört. Ich habe dir fast allem recht, aber irgendwann kam ich zum Schluss. Ja, aber ich sehe die Diagnose, aber was ist die Therapie? Ja, dass wir etwas machen. Nein, was ist das, die Therapie? Dass wir uns ändern. Okay. Änder du uns mal. Nee. Änder du mal uns. Nee, kann ich nicht. Okay. Ich habe schon wieder... weißt du, Menschen sind Gewohnheitstiere. Es ist relativ einfach, etwas anzufangen, nämlich rauchen. Aber hör doch damit mal auf. Du musst doch nur aufhören damit. Schwieriger, ne? Viel schwieriger wie anfangen. Siehst du? Beim Fleischessen ist dasselbe. Ich esse kein Fleisch mehr. Aber der Punkt ist einfach... Du hast es geschafft. Ja, weil ich es will. Ich will es auch. Ja, dann musst du es lassen. Da bin ich auch ein Lauterbach, wenn es um Fleischfressen geht. Ich kenne für mich ist es so, ich nehme was vor, ich bin mit Ehrgeiz ausgestattet. Da bin ich gut drin. Ja, muss man aufpassen, kann auch zur Manie werden. Und wenn ich von etwas überzeugt bin, dass ich das mal probieren möchte, dann, und ich merke, jetzt möchte ich gerne, dann lasse ich das. Also einmal im Jahr esse ich für einen Monat nichts.
Also nichts. Gar nichts. Ich trinke nur Wasser und arbeite voll durch. Wann ist, in welchem Monat ist Das das? ist mal unterschiedlich. Vielleicht mal im Dezember oder im Januar. Wann war das Einmal letzte Mal? letztes Jahr im Januar. Hast du da nicht in diesem Januar, vor einem Jahr, Ja. Januar, da verlierst du viel Muskelmasse und baust doch sonst ab, Mir ist egal. irregal. Ja, ich mache dann Sport oder ich mache nicht Sport, damit mein Körper so aussieht, damit er sagen kann, ey, du siehst immer noch sportlich aus. Das interessiert mich nicht. Sondern für mich ist es einfach auch eine asketische Übung. Kann ich darauf verzichten? Man denkt dann noch klarer. So, warum? Bin ich eigentlich Herr meiner selbst? Habe ich eigentlich die Kontrolle? Ich bin jetzt auch ein Kontrollfreak. Aber was, um das Große, soll ich die Kontrolle loslassen? Weißt du, in mir ruht beides. Ich weiß, dass das ein in sich Widerspruch ist, aber ich bin ja nun mal so auf die Welt gekommen. Ich habe das ja so gebucht. Okay? Deswegen hat das seine Berechtigung. Jetzt kommen Leute und sagen, was soll das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß, ich bin vielleicht ein Ferrari mit Pickup-Funktion. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich nehme, wie es ist. Und lache auch darüber. Ich glaube, wir brauchen eine Menge Humor auch, um zu sagen, ey, Mama, Mama, auch ganz schön scheiß. Ich polarisiere, ne? Ist so. Da werden ja wenig Leute Ja, widersprechen, ja. ich polarisiere und damit muss ich mich abfinden und fragen, warum ich polarisiere. Warum bin ich ein Typ, der einfach polarisiert, aber die Einheit sucht? Vielleicht kann man die Einheit umso stärker finden, je stärker man polarisiert, weil man dann das andere sucht. Ich werde die Einheit ja irgendwann finden. Ich werde sterben irgendwann. Und dann wird es heißen, komme ich zurück und dann werden wir uns alle treffen, weil wir sind alles dasselbe. Das ist die Einheit. So. Und wir haben dieses Rätsel gebucht und ich weiß auch nicht, wie oft ich schon auf diesem Planeten war und es hat alles seinen Sinn. Aber ich muss auch in diesem Leben nicht alles bis ins Letzte wissen. Das ist, wie ich erkläre, vor dem spannenden Film, wie der ausgeht. Ist langweilig. So. Er wird ausgehen und dann geht er etwas Neues an. Und man darf das, was wir hier da draußen sehen, nicht alles persönlich nehmen oder eins zu eins nehmen und sagen, die sind gegen mich. Niemand ist so wichtig, dass die Welt gegen den Einzelnen ist. Ja. Aber woher bist du so überzeugt, dass das Lichtlein wieder angehen wird? Oder anders gefragt, es kann schon sein, dass alles eine ewige Wiederkehr ist im Sinne von Nietzsche oder Buddhismus oder so. Aber auf der anderen Seite, was nützt es mir, wiedergeboren zu werden, wenn all meine liebsten Menschen nicht mehr da sind, meine Katze, meine Freunde, meine Verwandten und ich in einem ganz anderen Setting wieder bin? Da Das hast du in deinem letzten Leben auch schon da gesagt. könnte ich ja schon jemand, auch jemand anders sein. Das spielt dann keine Rolle, ob ich wiedergeboren werde oder ob einfach das Leben Die weitergeht. Frage ist ja, was ich ist. Das Ich ist ja etwas anderes wie das Selbst. Das Ich ist eine Das musst du mir Plural. Das Ich erklären. ist eine, wenn die Polarität zur Einheit, Gott, Shiva, die Cloud, wie nur sein, das splittet sich auf in Millionen Ichs. Okay? Warum eigentlich? Vielleicht ist dieses Ich ein Testprogramm gegenüber der Einheit oder aber. Da gibt es Anteile in der Einheit, die immer rumnörgeln und zu Gott sagen, du, das hätten wir aber besser machen müssen. Dann sagen sie, zeig doch mal auf der Erde, was Phase ist. Und jetzt kannst du hier rumdoktern und immer, wenn du was rumdoktern, kommt was anderes bei raus. Ich kann das dir nicht genau sagen. Das werde ich mit meinem Spatzengehirn in dieser Gegenwart auch nicht verstehen können. Macht aber auch nichts, weil es nicht geht. Du kannst einem Huhn nicht Programmieren beibringen. Du kannst dich bemühen, wie du willst. Das geht nicht, okay? Ich kann mit meinem jetzigen Bewusstsein nicht verstehen, wie es ist, so zu sein, was von meinem Bewusstsein komplett abgekoppelt ist. Ich glaube, man kommt dem näher, wenn man sehr, sehr gut meditieren kann. Da bin ich nicht so richtig gut drin. Ich versuche es jeden Tag. Aber oder wenn man mit Leuten mal gesprochen hat, die ein Nahtoderlebnis hatten, die sagen irgendwie anders. Kein Ein Nahtod. Nahtoderlebnis, ein Ich weiß, ich Nahtoderlebnis. weiß. Die NATO ist natürlich von Nahtoderlebnis kommt es her. Aber eigentlich steht es hier für, No Action Talks Only. Das ist ja eigentlich NATO, weil die sind ja Loser. Die schaffen ja nichts. Ja, die können in der Ukraine Du nicht die. hattest ein Nahtoderlebnis. Nee, hatte ich nicht. Für mich war das so, vielleicht mal was ganz Persönliches, auch wenn es für dich merkwürdig klingt. Ich habe erst ab meinem 14. Lebensjahr war ich davon überzeugt, dass ich ein Mensch bin. Ich dachte vorher nämlich, ich wäre ein Roboter. Ich habe es echt gedacht. Ich dachte, dass in meinen Adern Quarzsand fließt. Da habe ich wirklich gedacht. Wie bist du drauf Ich weiß es gekommen? nicht. Ich fühlte mich so nicht so zu den anderen, sondern ich dachte, so schizophren, weiß ich nicht. Irgendwie, hoffentlich merkt es keiner. So. Und damals habe ich schnell gesprochen. Das ist jetzt die langsame Ausgabe. Wollte ich nur sagen. So, und ja, mir hat mich auch in Ruhe gelassen. Cool. Aber ich bin dann irgendwann zum Arzt gekommen, ich glaube, und da haben sie mir Blut abgenommen, da war tatsächlich Blut. Und da war ich relativ geschockt, weil alles, was ich vorher gemacht habe, hätte ich nie gemacht, wenn ich. Ich bin nämlich irgendwie Skischanzen mit Fahrrädern runtergefahren. Wir kommen auf das konkrete Bild, es sei Quarzsand. Ja. Wie kommt man auf, Ich ist weiß das nicht. zu lange her, Ich das weiß weiß es nicht mehr. nicht. Also ich habe eine bildhafte Sprache. Das sind Metaphern und das sind ja auch, so wie Mythologie arbeitet. Das suche ich mir jetzt nicht aus, sondern es fällt mir zu, das ist da, das empfange ich und das gebe ich weiter und das verstehe. Ich verstehe das Bild. Verstehe das Bild. So. Ich glaube, dass man in diesen, weißt du, die Basis für jede Art von Missverständnis ist die Sprache. Du brauchst schon Sprache, um aneinander vorbeireden zu können. Verstehst du? Und wenn du aber in Bildern mehr sprichst, in Metaphern mehr sprichst, in Mythologie mehr sprichst, Märchen mehr sprichst, oder musikalisch sprichst, Künstler sprichst, dann kommt man sich näher. Und
Ich habe von dem Buch gesprochen von Herzog, also der Regisseur von Kinski. Der hat ja gerade ein sehr gutes Buch rausgebracht, nämlich Die Zukunft der Wahrheit. Und da gibt es am Anfang eine schöne Geschichte aus der iranischen oder persischen Mythologie. Als Gott in den Spiegel sah, sah er die Wahrheit. Und dann ist ihm der Spiegel runtergefallen. Und die Menschen grapschten sich eine Scherbe und dachten, jetzt bin ich der Besitzer der Wahrheit. Und das, was er sagen will, ist in diesem Bild ganz hervorragend. Da kommt mir die Geschichte in den Sinn von Peter Bixel, der hat, ein Schweizer Autor, der hat mal gesagt, es gäbe 1000 Arten, eine Geschichte zu erzählen, aber der direkte Weg, also die gerade Linie, der funktioniert nicht. Und Jesus hat ja auch in Metaphern gesprochen, weil ich denke auch, weißt du, was du dazu denkst, die 10 Gebote sind insofern schwierig, weil jeder einfach irgendwelche Dinge behalten kann, was du gefälligst zu tun und zu lassen hast. Aber wenn du in Gleichnissen sprichst, dann kannst du ganz schlecht eine schlechte Botschaft vermitteln. Weil wenn du ein Gleichnis erzählst mit einer bösen Nachricht, dass du, sag mal, Schwule hassen sollst oder dass du, der verlorene Sohn ist ein Beispiel, oder das mit dem die Talente unter den Schemel stellen und so weiter, da gibt es manchmal so Gleichnisse, die sind ein bisschen schräg im Output. Weil wenn man zum Beispiel sagt, wenn dieser Mann, ja, dieser Vater den 3 Söhnen gleich viel Geld gibt und sagt, macht mit den Talenten, passt auf meine Talente auf, wenn ich zurückkomme, der eine hat es verjubelt, der andere hat es unter den Scheffel gestellt und der eine hat es angelegt und gemehrt. Und der Einzige, der dann quasi belohnt wurde vom Vater, war der, der es angelegt und vermehrt hat, seine Talente quasi. Mhm. Aber diese Botschaft ist trotzdem schräg, weil wenn du mir jetzt 1 Million anvertrauen würdest, dann würde ich nicht zocken mit dem Geld. Da würde ich sagen, nein, ich tue es unter den Scheffel. Du hast gesagt, ich soll es aufbewahren, ich bewahre es für dich auf. Und dieses Gleiche scheint mir ein bisschen schräg. Ja, aber weißt du, Moment... Und das ist das Schöne an den Gleichnissen im Vergleich zu 10 Geboten, wo man jede Scheiße erzählen kann, du musst das tun, du musst den hassen, du musst den lieben und so weiter. Bei Gleichnissen ist eine inhärente Wahrheit da, die man einfach erkennt durch die Wahrheit, die in der Geschichte liegt. Und wenn man das Ende ändern würde, um eine andere Botschaft zu vermitteln, dann geht die Geschichte nicht mehr auf und dann sind die Helden in dieser Geschichte keine Helden mehr. Ja, verstehst du, aber weißt du, was du jetzt sagst, das führt uns jetzt sehr, sehr tief in die Philosophie und da können wir jetzt 8 Stunden drüber reden, aber ich versuche mal kurz, was bei mir da... Du hast noch anderes zu tun heute. Nein, können wir gerne machen, aber ich komme auch immer gerne wieder und wir können auch live streamen und wie du möchtest. Ich finde es ja sehr spannend, aber das, was du als erzählst, sagt, okay, der eine hat es gemehrt, der andere hat es sonst unter den Scheffel gepasst und das heißt, es wird von dir beurteilt. Das heißt, dein Fokus liegt darauf, dass derjenige, der es angelegt hat, dass der gut ist. Das ist eine Beurteilung. Vielleicht soll das Gleiche sagen, der war nur darauf ausgerichtet, es zu machen, der andere hat gelebt. Vielleicht sollte das sein. Das weißt du gar nicht. Aber dem Urteil ist klar, wie es zu werten ist. Wer sagt das so? Du bist zu groß geworden. Na, gemeint ist natürlich, dass das cool war. Ist das sicher? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, weil, um nochmal eine Mythologie zu haben, der unterliegt eben alles. Wenn man mal, was soll das theoretisch bedeuten, wie ich das verstehe, dass die Menschen aus dem Paradies geworfen wurden? Das heißt, da wird ja von der Schlange der Apfel angeboten. Adam kriegt den von Eva und als Adam dann gesprochen hat, hör zu, von wem hast du den Apfel, weil er sich in den Busch versteckt, sagt er nicht, er schmeckt. Und warum hast du ihn gesagt? Eva hat ihn mir gegeben. Da sehen wir schon mal, die Metapher ist Projektion. Ich bin zwar, nee, aber die hat ja, ich kann ja nichts dafür, du hättest es ja nicht essen müssen. Aber so, die erste Geschichte. Die zweite dahinter ist, die Schlange sagt, wenn ihr das isst, werdet ihr die Wahrheit erkennen. Das bedeutet, du wirst aus dem Paradies rausgeschmissen, das spricht Sünde, das ist die Sünde. Die Sünde heißt, ab jetzt siehst du, denn im Paradies siehst du nicht. Weil wenn beides zusammenfällt, kannst du es nicht erkennen. Du brauchst ein Bewusstsein, was splittet die Dualität. Das ist die tatsächliche Sünde, die ist nicht an eine Tat gebunden. Das gäbe einen Widerspruch, die Wahrheit zu sehen oder glücklich zu sein. Das ist eigentlich das, was man uns da verkauft, oder? So wie Matrix, wie die rote oder blaue Pille. Du kannst die Wahrheit nicht sehen, weil die Wahrheit gibt es ja gar nicht. Weißt du, das Dilemma, was Menschen haben und nicht verstehen, ist, dass wenn sie die Welt beurteilen, sie noch nie die Welt betreten haben. Niemand von uns hat jemals die Welt betreten, weil er müsste dazu seine eigene Welt verlassen. Geht ja gar nicht. Du kommst aus dir und deiner Wahrnehmung und deiner Erfahrung ja gar nicht raus. Das heißt, wie du die Welt beurteilst, basiert auf den Werkzeugen, die in dir selbst angelegt wurden, durch das, was du erfahren hast. Das ist doch ziemlich einseitig. Verstehst du? Du weißt ja gar nicht, wie es ist, wenn man eine schwarze Frau aus Äthiopien ist. Also, aber du beurteilst ihre Welt. Das ist doch Quatsch. Das ist Quatsch. Das heißt, zu verstehen, dass jede Art von Beurteilung immer ein Ich ist, immer egoistisch, lässt dich lächeln. Denn jeden, auf den du triffst, den du nicht verstehst, bist auch du in derselben Welt, die doch eine andere Welt ist. Und wenn du mal verstanden hast, dass du eben überhaupt keine Ahnung von der Welt hast, dann würdest du auch aufhören zu glauben, Leuten beizubringen, sie mögen doch bitte die Fakten kennen. Es gibt keine Fakten. Ja, aber es gibt schon es gibt Dinge, Beurteilung. Die sind wahrer nee, als andere. Nein, ja, ja. Es gibt Dinge, die sind wahrer als andere. Ein schöner Satz. Was denn?
Ja, was ist zum denn Beispiel, wahrer? zum Beispiel, dass Als die, die ja, wir sind ja auf YouTube vielleicht, aber zum Beispiel, dass diese Schlumpfung uns vor einem Schnupfen erlöst oder so. Alles, was du machen kannst, wenn du diese, die Menschen, die so etwas tun, versuchen, den Körper des Menschen zu kontrollieren, den Menschen abzuschaffen, aber sie werden nie an den Menschen herankommen. Aber es gibt Dinge, die sind wahrer als andere. Trotzdem gibt es nicht die Wahrheit. Das wir nähern uns immer klar, an. Ja. Wir nähern uns immer an. Okay? Und deswegen, ich glaube nicht, dass es die Wahrheit ist. Es ist ein Konstrukt im Mensch, dass etwas, dass die Welt besteht nicht aus 1 und 1 ist 2. Das ist so nicht. Die Mathematik gibt es so auch nicht. Das ist ein Konstrukt. Das ist, damit wir mit der Welt arbeiten können, müssen wir Schubladen aufmachen und sagen, so ist es. Wie etwas ist, weiß ich nicht. Das ist eine Zusprechung. Das ist gut und das ist schlecht. Das ist wahrer, das sind Beurteilungen. Aber das ist ja das Dilemma, wenn wir als Menschen, dass wir als Menschen nur uns über Dinge unterhalten können, indem wir dahin geht's bitten. Wir haben einen Beobachter, ja, das ist das Subjekt, und wir haben ein Objekt. Das ist aber das Gegenteil von einer. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Und wenn du das zusammenlegst, bist du hergekommen. Aber um es beurteilen zu können, musst du aus dir raustreten, du musst sündigen. Das ist immer nur, wie wenn du ins Kino gehst und sagst, das ist die Welt. Du hast jetzt einen Film gesehen. Du kannst so viele Filme sehen, wie du willst. Du wirst die Welt nicht beurteilen. Und selbst wenn du alle Filme, die jemals gedreht wurden, gesehen haben solltest, ist es nur Kino. Weißt du, Kellan, was du jetzt erzählst, ich hätte dir vor 3 Jahren zugehört und hätte gefunden, ja, nicht uninteressant, ESO, ein bisschen ESO-Schwurbeln, wenn ich dieses Wort gebrauchen darf, ohne Zusammenhang Corona. Und dann habe ich LSD genommen vor 2 Jahren und da hat sich die Realität gesplittet, alles hat sich in Scheiben aufgelöst, ich habe gemerkt, es gibt verschiedene Realitäten und alles, was du sagst, das resoniert jetzt mit mir absolut perfekt. Und ihre Situation ist ja die, dass ich mit meiner vermeintlichen Rationalität immer sehr gut durchs Leben gekommen bin. Und dann erlebe ich diese Schwurbelpille, sage ich mal, und sehe diese verschiedenen Wahrheiten, die sich da vor mir auftun. Und ich bin dann plötzlich auch in der Situation, dass wenn ich mein Erlebnis mit LSD beschreiben will, ich auch nur auf diesen esoterischen Wortschatz zurückgreifen kann, um es zu erklären, und bin dann eben selber so eine Person, die ich vor ein paar Jahren noch verlacht hätte. Und dann, wenn du so zu mir redest, vor ein paar Jahren, hätte ich dir gar nicht richtig zugehört. Und mittlerweile verstehe ich das sehr genau. Aber wie kann man diese Botschaft vermitteln, außer nimm LSD? Ich habe noch nie LSD genommen. Es ist zu teuer. Es kommt ja aus der Schweiz. Herr Hoffmann, ich könnte es dir vielleicht aufklären. Ja. Nein, es ist so, ich habe immer schon hinterfragt. Ich war immer schon jemand, der outstanding war. Ich habe mich immer so erlebt. Ich war immer ein Beobachter, der beurteilt wurde von anderen. Und deswegen habe ich meine Soziologie auf der Straße erfahren. Also wenn Leute glauben, sie können über dich reden, weil du zu dumm bist, sind sie ja offen. Das heißt, ich habe die Welt erlebt, wie Google die Menschen erlebt. Du bist jetzt im Google-Suchfeld total ehrlich. Da suchst du ja nicht irgendwas für die Google, sondern da bist du bist zu niemandem ehrlich wie zum Google-Suchfeld, verstehst du? Und ich habe die Welt erlebt wie durch ein Google-Suchfeld. So sehe ich die Welt. Alles Pornografie, oder? Nein, ich habe gesehen, wie Menschen sich in Posen begeben, um zu wirken. So, weil Menschen alle immer in Posen sind. Aber jetzt redest du von Instagram, nicht von Google. Nein, oder? Ich rede auch von Google. Wir ziehen uns ins Private zurück und machen alles Private öffentlich. Das ist das Dilemma unserer Gesellschaft. Es ist eine nicht seine Scheinprivatheit, die alles, ja, es ist alles Schein. Es ist aber alles Wettbewerb. Wir sind mit uns im Wettbewerb, weil, weißt du, der war im Urlaub und hast du mal seinen Instagram-Account, der sieht so geil aus, hat mehr Follower. Da muss ich jetzt aber auch nachlegen. Das ist eine Welt, die es nach außen geht, damit andere dich beurteilen und sagen, wie du bist. Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Aber zurück zu LSD. Ich habe nie etwas Gleiches genommen. Aber ich habe das, was LSD möglicherweise bei dir ausgelöst hat, löst bei mir Musik aus. Ich kann Musik wie schmecken, wie Gelee. Ich knall mir Musik rein in allen Lautstärken, alle. Ich höre alles. Von Klassik bis alles und versuche, und dann grinse ich nur noch. Ich habe ja in Berlin während der Clubzeit, da habe ich ja 8 Jahre lang jeden Tag so oft getanzt, bis mein Arzt zu mir gesagt hat, jetzt muss Schluss, Sie haben Arthrose im Knie, muss ich mal Pause machen. Wirklich? Ja. Ich mache ja diese. Wie geht's deinem Knie heute? Super, ja. Weil ich habe mir so die Kante gegeben, mit Techno, mit Elektro, mit Jazz, ich wollte es wissen. Ohne Drogen? Ja, ich war einfach, das geht. Wie ist diese Musik erträglich ohne Drogen? Das geht, wenn du einfach wirklich auf den Beat ein, das geht schon, aber ich mit jeder Art von Musik habe, dann grinse ich, ich fahre ja gerne Motorrad, dann lege ich mir einen Track ein, dann fahre ich nonstop Berlin, Salzburg, Kaffee trinken und zurück, der Mittelstreifen als Beat, wie lang? Mit 200 km/h, oder? Nein, was? Langsam. Ich fahre nur langsamer Maschinen. Einfach nur, das ist das. So. Warum? Ich habe mir die gefragt, warum brauche ich diese Grenzerfahrung? Warum? Was will ich haben? Ich bin auf der Suche nach dem, was soll das? Das ist meine Suche. Und ich glaube, ich werde es finden, wenn ich aufhöre zu suchen, weil es ist schon da. Aber ich glaube, ich könne es nur erkennen, wenn ich es intellektuell erkenne. Und es ist intellektuell nicht erkennbar. Weil ich ist immer auch Ego. Und wenn man, wie ich, sage ich mal, einen hochgerenderten Sprachchip hat,
der ja so ausgeliefert wurde, dann ist klar, dass die Menschen, ob du willst oder nicht, immer mit einer gewissen Bewunderung gegenübertreten, nach dem Motto, der kann aber viele kluge Sachen gut sagen. Also dann gewinnt am Ende der, der das beste Zitatenkartell ist. Verstehst du? So, also interessiert mich aber eben nicht, weil darum geht es nicht. Es geht darum, brauchst du das Zitatenkartell? Brauchst du das, um in der Öffentlichkeit gut dazustehen? Und ich brauche es nicht mehr. Ich habe das mal gebraucht, weil ich suchte natürlich auch nach Anerkennung. Und nachdem ich sie bekommen habe, habe ich irgendwann mal festgestellt, Sprache ist eine Waffe. Und dann müssen sie dich sehen, dann bist du nicht mehr zu überhören. Ist es nicht so, egal welche Form von Anerkennung, wenn man sie kriegt, merkt man, wie wertlos sie ist? Sie ist, am Anfang nimmst du sie und dann merkst du, dass eine gewisse Abhängigkeit entsteht. Ist auch eine Droge, Anerkennung. Ist auch eine Droge. Und am Schluss erfüllt sie dich nicht mehr. Weil du dann auch Dinge tust, die du nicht tun würdest, nur damit du diese Anerkennung bekommst, dieses Crack da bekommst. Und das mache ich eben nicht. Deswegen, ich versuche, das mache ich auch mal bei meinem Vortrag am Schluss, dass ich sage zu, es geht nicht darum, dass viele Leute kommen, dem zuhören. Ich fordere die Leute dazu auf, dass sie Nachahmer werden und keine Bewunderer. Aber ist es nicht für dich ein unglaublich befriedigendes Gefühl, dass du dein Leben lang einfach nur dein Ding gemacht hast und das in so viel Erfolg gemündet hat? Also die Politik hat sich nicht großartig verändert, das ist nicht dieser Erfolg, aber du hast einfach dein Ding gemacht. Ist das nicht etwas, was unabhängig von der Anerkennung einfach total befriedigend. Doch, aber weißt du, es ist mir so, es gibt eine Metapher, wenn du Kindern etwas schenkst, ich habe 4 Kinder, und wenn du denen ein Geschenk machst, stelle ich am Ende fest, am längsten spielen sie mit dem Karton. Wie meine Katze. Ja. Ich hatte nur diesen Karton. Und ich habe immer mit dem Karton, und auch auf einmal ist mit Karton spielen total hip. Ich kann auch nichts anderes. Ich kann nur mit dem Karton. Ich heißt, ich habe alles immer mit meiner Fantasie gemacht und ich wusste nicht, ob das jemand sieht oder auf einmal ist das jetzt als cool erklärt worden. Jetzt ist es wieder uncool. Das ist mir egal. Mir reicht dieser Karton, diese Welt. Ich bin da der Typ in der Tonne. Geh mir aus dem Licht. Das reicht mir. So. Und aber kann meine Frage nicht beantwortet. Ist nicht, oder hast du es? Ist nicht ein unglaublich geiles Gefühl? Ich denke manchmal, du bist wieder intellektuelle Stefan Raab. Ich war ein großer Fan von ihm. Ja. Der war politisch zwar immer neutral und so. Aber da hat sich verabschiedet, ist nie mehr wiedergekommen, einfach ins Nichts verschwunden, nach großen Erfolgen. Du bist irgendwie auf ganz andere Art recht ähnlich unterwegs. Du hast einfach dein Ding gemacht, wie Raab eigentlich auch, mit seinen verschiedenen Sendungen. Und kannst dir auch vorstellen, einfach mal zu verschwinden. Ich bin ja, wenn ich jetzt auf Tour bin, ich bin jetzt in der Schweiz gewesen und ich komme auch gerne mehr in die Schweiz. Wir brauchen einfach mehr Locations. Ich kenne mich hier nicht so gut aus. Also wenn jemand sagt, hey, ich habe eine Location, so ab 500, 600 wäre es interessant, die ich auch vermieten kann, ohne dass dann gleich der Stadtrat anruft oder die Antifa, weiß ich nicht, wie das hier ist. Ja, mache ich das gerne, weil ich merke, ich habe ja auch dahingehend regen Zulauf, dass Leute aus allen Gesellschaftslisten kommen und sagen, das finde ich übrigens super in der Schweiz, ich höre mir das mal an. Und das ist der Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz. Pauschalurteile sind schlecht, ich bringe sie jetzt mal trotzdem. Wenn in der Schweiz ein Schwurbler unterwegs ist, ja, oder wie die Franzosen sagen, ein Schwurbler, ja, also wenn der unterwegs ist, und die verstehen den nicht, dann gehen viele Schweizer dorthin, um zu sagen, warum denkt der so? Einfach mal zu verstehen, warum der so ist. Die werden dann nicht so wie der, aber einfach ein Verständnis zu haben von jemand, der einfach anders ist, den sie nicht verstehen. Mhm. In Deutschland ist es so, wenn da irgendjemand unterwegs ist, der nicht verstanden wird, treffen sich zwei, um zu verhindern, dass er sprechen kann. Das ist der große Unterschied. Sag das bitte nochmal, das war zu schnell für mich. In Deutschland treffen sich sofort zwei, die verhindern, dass der sprechen kann. Der andere. Okay. Das wird verhindert. Ja. Okay? So. Und in der Schweiz ist es eben so, dass man sagt, komischer Vogel, gehe ich mal hin, damit ich mir ein Bild machen kann. In Deutschland muss ich mir gar kein Bild machen. Ich verhindere den. Ich habe den nie gesehen, ich habe den noch nie gehört. Ich habe gehört, wie der ist. Und das reicht mir, um den zu verhindern. Wovor hast du Angst? Ich bin auf der guten Seite, ich gehöre zu den Verhinderern. In Deutschland finden sich immer gleich zwei Leute, die etwas verhindern wollen. Wie denen kannst du aber nichts Neues aufmachen. Die wollen, sind nur verhindern, sind dagegen. Und wofür sind sie? Ach, hör auf. So. Für mich ist der entscheidende Punkt, und deswegen, wo ich eine wirkliche Genugtuung empfinde oder wo es Spaß macht, ist das richtige Wort. Ich habe jahrzehntelang in den Cyberspace hineingesendet. Ich habe auch viele Jahre lang Sendungen gemacht vor Publikum, wo Livebands spielen. Da ging es um die Band. Und live ist das Größte. Immer. Ja, so. Du kannst auch nur eine Frau oder einen Mann gut finden, wenn du den live kennenlernst. Und ich sage, ach, ich muss den nicht live kennen. Wir haben nur eine Online-Beziehung. Nein, live ist schon was anderes. Sex echt ist einfach was anderes wie ohne Menschen. Aber nicht immer besser. Nein, du hast recht, aber du weißt, was ich meine. Verliebt sein und Liebe spüren ist was anderes wie, ich trinke mir eine Pille ein und da fühle ich mich auch gut. Das ist immer nur eine Ersatzdroge. Gut, aber zurück dazu, als ich mit meinem Vortrag auf Tour gegangen bin, ja, als ich den geschrieben habe, diesen Vortrag, da bin ich nicht davon ausgegangen, dass irgendjemand kommt. Ich wollte das wissen, weil KenFM und dann auch Apolut als Nachfolgeportal, alle, die das unterstützen, vielen Dank, weil ohne Unterstützung würde es nicht gehen, ist ganz klar. Also ohne alternative Medien hätten wir auch nichts über die Taurus-Affäre erfahren. Also es ist die Lebensversicherung der Bürger eigentlich, weil die NZZ hätte es nicht gebracht. Gut,
Als ich dann gesagt, ich mache das, war mir nicht klar, kommen da Leute. Und jetzt kommen da ziemlich viele Leute, die sagen, ich sehe, ich folge Ihnen schon oder ich verfolge Sie, sagen Sie gerne, schon so viele Jahre und ich dachte, mich verfolgt nur der BND. Nein, seit über 10 Jahren oder länger sind Leute dabei, die mich noch als Radiomoderator kannten. Und das ist für mich gut, dass ich jetzt die Menschen endlich mal kennenlerne, merke, ganz normale Menschen, die sich selbst die Frage stellen, wo sie stehen, die Selbstverantwortung übernehmen, für die ich nur jemand bin, der als Vorbild dahingehend dient, der Typ riskiert was, du kriegst ja in die Fresse und der macht es trotzdem. Das ist das einzig Coole daran. Der macht's einfach trotzdem. Wie so ein Extremsportler. Ja? Der macht's einfach trotzdem. Das ist nicht zur Empfehlung. Mach du das auch. Aber einfach nur so cool. So. Und das, diese Menschen zu treffen bei den Vorträgen macht unglaublich viel Spaß. Und die fragen mich dann auch immer, woher ich die Kraft nehme. Weil mein Vortrag geht nur 4 Stunden. Hm? Mit Pause für die Leute. Nach 2 Stunden. Nur 4 Stunden. Ja? Ja. So. Und nur öffentliche Quellen. Nur öffentliche Quellen. Nichts, was ich mir ausdenke. Nur öffentliche Quellen. Wenn man sagt, ja, ich würde behaupten, eine schmale Elite würde den Planeten beherrschen. Ich zitiere Arend Oetker, der gesagt hat, Amerika wird von 200 reichen Familien beherrscht und zu denen hätten wir gerne gute Kontakte. Das sind alles nur Zitate von Originalquellen. Wir gehen nach Davos Original. Wir gehen in den Bundestag Original. Wir zitieren aus Zeitungen Original. Wir aus Büchern der Soziologie, Standardwerke. Da steht, wie, was Demokratie, wie sie, was da an Fake ist. Also, und wenn man mal damit ein Problem hat und sagt, das, was ich behaupte, wäre Fake, dann ist man einfach nur ungebildet. Also, ohne Bild. Ja. So. Gleichzeitig sollst du dir kein Bildnis machen. Aber gut. Und keine Bildzeitung lesen. Genau. Deswegen, das ist schön. Aber ich möchte noch mal einen Sprung zurück machen, was du mit deinen Geboten gemeint hast. Weißt du, ich glaube, das Dilemma ist, dass Gebote, wir leben in einer Zeit, wo wir ganz stark auf Gebote abfahren, die wir aber dann missachten. Da steht nämlich drauf, du sollst dich töten und dann kommt keine Klammer auf, es sei denn, irgendwann kommt Putin in Russland, dann darfst du schon. Da steht er nicht. Da steht, du sollst nicht töten. Das heißt nicht, du kannst nicht, sondern du sollst es nicht tun. Das ist ein Gebot. Aber gleichzeitig ist unser Europa doch ganz stark geprägt durch griechische Denkschulen, die parallel nebeneinander waren. Das heißt, es gibt unterschiedliche Wahrheiten, unterschiedliche Blickdinger und diese Philosophen mochten sich nicht unbedingt. Und wenn du das mischst, dann hast du eine Vorstellung von dem, was Europa sein könnte, nämlich dass die konkurrierenden Ideen in einen Austausch geraten. Und wer hat jetzt recht? Welches Bier schmeckt eigentlich am besten? Sag doch mal! Kann ich nicht, wieso nicht? Das kann man doch ausrechnen. Das ist Geschmack. Ideologie ist politischer Geschmack. Zeitgeist ist politischer Geschmack. In der Schweiz darf die Frau seit 1971 wählen. Ohne Witz. Was war denn vorher? Eben nicht. Und jetzt, echt, das ist noch gar nicht so lange her. Eben. Und das heißt, wir, und das menschliche Leben und die Politik, die ist auch merkwürdig. Und da hat Beuys ja gesagt, 2 wirklich kluge Sätze. Erstens, Demokratie ist lustig. Das stimmt. Ja, das ist echt lustig. Unfreiwillig lustig, aber lustig. Ja, lustig. Und das Zweite, was er unter anderem gesagt hat, neben seinem Film, man soll die Wunde sehen, ist natürlich, nicht wenige sind berufen, sondern alle. Und wenn du das ernst nimmst, dann übernehme Verantwortung für dein Leben und geh mit gutem Beispiel voran, und zwar in die Richtung, auf die es ankommt, das ist innen. Mach das, was du denkst, was getan werden sollte, für dich, weil sich das gut anfühlt, weil du hast nämlich etwas, es ist ein Gewissen. Lebe nach deinem Gewissen, sag, das, was ich jetzt mit anderen veranschaue, was ich an, fände ich das gut, wenn die das mit mir machen würden. Das sind wir auch bei der christlichen Lehre. Was du nicht willst, was man dir tut, das mute keinen anderen zu. Leben wir wirklich so. Und wenn du nur diese Dinge versuchst umzusetzen, hast du genug zu tun und bist nicht mehr im Außen, dann ist dir Herr Lauterbach ziemlich egal. Weil was kann am Ende passieren? Die impfen dich und dann ist dein Körper kaputt und dann drohst du mit Wiedergeburt. Verstehst du? Wir werden alle gehen. Und zu jeder Zeit war die Zeit, die Gegenwart war, immer die Dystopie. Es geht immer noch schlechter und es geht immer noch besser. Es ist eine Art der Betrachtungsweise. Mich betrifft das nicht. Mich betrifft das nicht. Sie können veranstalten, was sie wollen. Aber du möchtest ja schon im Hier und Jetzt auch ein schönes Leben haben. Das möchte ich nicht. Sonst würdest du gar nicht das machen, was du machst. Nein, ich möchte kein schönes Leben haben im Hier und Jetzt. Ich lebe nicht nur im Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt ist wie wenn du sagst, ich mag Autos, aber, also Golf. Aber du willst es ja auch kein schlechtes Autos. Leben haben. Also wenn du wählen kannst, ist ein gutes Leben. Was ist ein gutes Leben? Ich möchte ein Leben haben, was sich aufrichtig anfühlt. Ja. Und wenn man mich jetzt verhaften würde, würde mich jetzt monatelang in den Knast schicken, da würde ich sagen, bitte kommen Sie nicht rein, aber bringen Sie ein paar Bücher rein. Und wenn Sie die nicht bringen würden, dann würde ich meditieren. Ich würde dann sagen, bin ich bei Eckhart Tolle, es hat keinen Sinn, gegen etwas zu sein, was ist. Das muss ich übrigens jeden Morgen wieder sagen, wenn ich irgendwas wieder über mich höre und kriege, also, hey Faust, was ist los, Freund? Lass das doch mal, was ist denn los? Warum regst du dich auf? So locker bist du nicht, oder? Locker bleiben. Die meinen dich doch nicht, die meinen die Figur, das bist doch du gar nicht. Das ist doch nur eine Ausgabe. Und trotzdem hockst du dann im Knast und versäumst dein Leben. Ich versäume mein Leben nicht. Ja, ich weiß, hast du L'Étranger gelesen, Der Fremde von Camus? Nein, habe ich nicht gelesen. Ich spoilere das, weil es ist ja
80 Jahre alt oder so, der ist am Schluss im Gefängnis und stellt fest, dass er alleine ein einziger Tag zu leben genügend Informationen liefert, um den Rest seines Lebens in einer Gefängniszelle zu hocken und darüber nachzudenken. Genau. Es geht aber nicht nur darüber nachzudenken, es geht auch nicht darüber vorzudenken. Am Ende ist das Wichtigste, das Denken aufzugeben, weil Denken bedeutet immer entscheiden. Denken ist immer falsch. Das klingt gut, aber ist ein gefährlicher Satz. Nein, Denken ist insofern immer falsch, weil egal was du denkst, du wirst nie die Wahrheit treffen, immer knapp dran vorbei. Es ist wichtig, dass wir uns so nahe an der Wahrheit wie möglich bewegen. Ja, aber das ist wie ein Ideal. Ja, aber das ist wie der Marathonlauf. Nach einem Ideal zu streben durch Denken ist ja dann schon etwas gut. Ja, aber wenn du glaubst, dass du am Ende ankommen wirst und dass du auf dem guten Weg bist und jetzt müssen alle weg, dann bist du bei der Politik der Linken und Grünen. Wir sind kurz ideologisch, davor. Ja, dann siehst du, und das ist immer so, je die Menschen, die ich kennengelernt habe, die mich auf den größten Eindruck gemacht haben, durch Nichtdenken, nicht dumme Menschen, Nichtdenken, die haben auf einem anderen Bewusstsein versucht, sich der Wahrheit zu nähern. Und das hat mit Denken nichts zu tun. Buddhismus ist nicht Denken. Aber zum Beispiel Eugen Drevenmann, du kennst ihn leider sicher persönlich, ich leider nicht. Ich habe einmal einen Vortrag gehört, für mich einer der größten Rhetoriker und Intellektuellen, die ich jemals gesehen oder gehört habe. Aber er zum Beispiel, er ist der Denker an sich. Nein. Also der hat wahrscheinlich 100 Bücher geschrieben. Darum geht es nicht. Also Drevenmann, ich muss sagen, Eugen Drevenmann ist kein Denker. Auch ein Denker. Weißt du, aber nicht primär ein Denker. Nein, wenn du jemanden als Denker bezeichnest, der weiß aber viel. Ja, das tut er. Ja. Du auch. Was? Ja, aber über wen? Über andere? Über was? Und für mich ist Drevenmann, ich habe mit ihm ein Interview gemacht, da habe ich nur 3 Fragen gestellt und die restlichen 3 Stunden habe ich zugehört. Ist wie wenn ich dich interviewe. Ja, und Drevenmann ist ein Mönch. Und wenn du dich ihm nähern willst, dann denkt er für dich. Für dich lässt er sich auf diese Ebene herab. Das ist was ganz anderes. Genau. Verstehst du? Für aber dich denkt das aber Drevenmann, du magst vielleicht nicht unbedingt jetzt das einen Held nennen, aber ist Drevenmann nicht ein großes Vorbild, dass er vielleicht bis heute geblieben ist? Doch, auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass Drevenmann das, was ich tue, immer wieder auch beobachtet. Ich bekomme auch immer wieder Grüße ausgerichtet. Wenn Freunde von mir auf ihn treffen, dann sagt immer wird mir ein Gruß ausgerichtet, wo ich immer denke, super. Und vielleicht eine Anekdote, wie ich Drevenmann kennengelernt habe. Ich wollte Drevenmann unbedingt interviewen, genau wie Jean Ziegler. Das waren beide Menschen, die ich interviewen wollte. Der lebt immer noch, Jean Ziegler. Ja, und ich habe ihn noch interviewt. Aber es war so, dann hieß es ja, den Drevenmann kann man nicht so einfach erreichen. Da muss man an ein Hotel eine E-Mail schreiben. Ich glaube, irgendeinen abgerockten 3-Sterne-Laden. Echt jetzt? Ja. Und da geht er einmal die Woche hin, holt sich das ab und dann meldet er sich bei dir. So habe ich das dann gemacht. Und irgendwann klingelt mein privates Telefon. Ich gehe ran, irgendwo auf dem Kinderspiel. Drevenmann, der Drevenmann, ja. Sie wollten mit mir reden. Ja, ich würde Sie gerne interviewen. Das können wir machen. Termin. Gut, vielen Dank, am so und so kann ich, bumm. Und ich habe einen Deal mit Drevenmann. Und dann sind wir in dieses Hotel gefahren. Das ist so surreal wie bei mir in deinem Fall eigentlich. Ja, aber dann sind wir in dieses Hotel gefahren. Und das war wirklich der allerletzte Laden. Also unwürdig für einen Eugen Drevenmann. Und nebendran war eine holländische Ausflug, Abiturienten, die haben da richtig Randale gemacht. Da habe ich gesagt, dazu, hier sind 100 Euro, geht zur Tanke, kauft euch Bier und kommt 3 Stunden nicht zurück. Haben die gemacht. So. Und dann lief da eine so laute Klimaanlage, man konnte dort nicht arbeiten. Der Raum war abgerockt, man glaubt es nicht. Da habe ich zu meiner Crew gesagt dazu, wir müssen das Ganze mit Molton ausschlagen, weil das kann man den Drevenmann nicht ablichten. Da denken alle, was ist das denn? Das geht so nicht so. Dann haben wir dem Portier noch gesagt dazu, stell die Klimaanlage an. Kann er nicht, bitte mach irgendwie alles aus. Da wurde es im Raum aber heiß. Da haben wir das alles aufgebaut und dann kam der Drevenmann dorthin mit seinem Pullover, den er immer trägt. Und da habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, 2 Fragen zu stellen und ich hatte eine ganze Batterie von Fragen. Und dann fängt der Mann druckreif anzusprechen. Ich weiß, das kannst du wirklich drucken. Ja, das druckreif, ja, und deswegen so, und das ist KI Plus, ja, und das, ich dann so, und danach im Gespräch habe ich zu meinen Leuten gesagt, hatte ich ein schlechtes Gefühl, weil ich dachte, boah, es war Arbeitsvereinbarung, ich habe ja nichts, das war ein super Interview. Du musstest nichts fragen. Und das ist mein Rat an alle, die in den Journalismus gehen wollen. Ich habe immer gedacht, Journalismus besteht darin, die richtigen Fragen zu stellen. Aber Fresse halten ist besser. Da gibt's dieses schöne Ding, was ja die Medien machen. Wenn wir sie dazu bringen, die falschen Fragen zu stellen, müssen wir uns um die Antworten keine Gedanken mehr machen. Das ist die große Täuschung der Propaganda. Aber die Kunst des Journalisten besteht darin, gar keine Fragen zu stellen. Ich habe das fragelose Interview erfunden in einer Drehpause bei ProSieben. Ich bin einfach auf die Straße gegangen und habe Leuten ein Mikrofon und die Nase. Und dann sprudelt es aus ihnen heraus, und zwar Dinge. Wenn du das fragen würdest, würden sie dir die Fresse hauen. Alle wollen endlich reden. Alle.
Und das ist es. Wir sollten anfangen, einander mehr zuzuhören. Und wenn wir das aber nicht in unserer Sprache können, weil wir der Sprache nicht mächtig sind, dann sollten wir auf die wichtigsten Sprachen umschalten, mit denen ich unterwegs bin international. Ich spreche Musik, Liebe und Humor. Und damit komme ich überall durch. Und ich glaube auch mit diesen Sprachen, was redet er denn da, bin ich noch nie Opfer von Aggression geworden. Noch nie. Und ich glaube, das sind Sprachen, mit denen wir als Deutsche auch in den Nahen Osten gehen sollten. Und wir sollten Weltmeister in Diplomatie werden. Einfach mit Kultur, Verständnis an die Sache rangehen. Weil alles andere bringt uns überhaupt nicht weiter. Wir wollen aber Recht haben. Das ist die Dilemma des Menschen. Der Mensch möchte, ich habe aber doch Recht. Das ist doch richtig. Und er hat doch die Fehler. Und er hat doch angefangen. Du hast vom Apfel gegessen. Eva hat ihn mir gegeben. Das ist das Prinzip. Und wenn du das verstanden hast, frag, bist du denn anders? Ja, ich bin schon an, nee, eben nicht. Entweder bist du anders oder du bist weniger gleich. Und wenn du aber das andere werden willst, besteht meiner Meinung nach die Aufgabe darin, dich selber zu beobachten, was echt schwierig ist und auch zu gucken, dass man auch manchmal ganz schön viel Müll macht. Aber auch dazu stehen, dass man manchmal Müll macht, Müll erzählt und auch sich selbst gegenüber auch anderen eine Kultur des Verzeihens zu etablieren. Weil viele haben ja gesagt, hey, in deinem Vortrag kommt Noam Chomsky vor, der hat ja auch bei Corona schlimme Sachen von sich gegeben, lässt du den jetzt fallen? Nee, der darf auch mal einen Fehler machen. Wer bin ich, dass ich sage, der darf keinen Fehler machen, aber bin ich denn fehlerfrei? Bin ich nicht. Weil ohne Fehler könnte ich gar nicht lernen. Ich muss Fehler machen, um zu lernen. Das heißt, wer Fehler vermeidet, lernt nichts. Da bin ich nicht sicher. Ich weiß, es heißt es auch als Unternehmer, am Scheitern wächst man und so. Ich bin nicht sicher, dass es nötig ist, zu scheitern, um zu wachsen. Man kann auch sonst wachsen. Wenn du ein Fußballspiel verlierst, lernst du mehr über Fußball, als wenn du es gewinnst, weil deinen Sieg hinterfragst okay, du mehr, dich. Ja. Ich habe jetzt sowieso keine Frage mehr zu stellen, weil das mich zu einem Journalisten-Loser macht. Also ich lasse dich jetzt einfach weiterreden. Nein, wir können auch über was ganz anderes reden, wenn du möchtest. Es ist, ich bin sehr beeindruckt. Mich würde vielleicht noch interessieren, gibt es im Mainstream, sei das kulturell oder sei das politisch, wenn man es überhaupt so formulieren kann, oder medial, gibt es noch Leute, wo du richtig großen Respekt hast? Oder sind die alle... Ich habe vor jedem Menschen Respekt. Nein, ich meine jetzt besonders großen für seine... Nicht, weil er Mensch ist, sondern weil er... Wo ich sage, das finde ich... Ein besonders guter Journalist. Gibt es das noch ja, im Mainstream? Ja, also ich habe ja jemanden noch mal getroffen, mit dem bin ich ja damals zum ins Zentrum der Finsternis gekommen. Abkürzung ZDF. Das Zentrum der Finsternis. War ja Roger Willemsen. Ja. Boah. Ich habe SRF, Staatsrundfunk, ja. Aber ZDF ist ja. Besser. Genau, oder? Aber das war wirklich einfach, ich denke, wow, wenn du heute, was ist ein Feingeist? Ich bin ja mehr so der Malcolm X Uppercut-Typ, der weißt du, die geilsten war Typen nicht, waren auch Leute. War nicht Muhammad Ali mit dem Uppercut. Ali war, ich habe kein Problem mit dem Vietcong hat mich nie Neger genannt, das ist ja der Hammer. Aber auch erst im Kontakt mit Malcolm X ist der politisch erwacht. Aber das waren die Leute, die von unten rauf die Dinge raushauen, wo ich dann, boah, ja, so. Und ich bin dann eher so, ich sehe mich eher so in Verbindung mit einem Malcolm X. Ja, einer, dem ist nicht gegönnt, Malcolm wollte ja eigentlich Anwalt werden. Und sein Lehrer sagt zu ihm, weil er sehr klug war, du musst lernen, was es bedeutet, ein Neger zu sein. Also da hat er gesehen, systemische Gewalt. Und erst im Knast trifft er auf einen sehr geistigen Menschen, der ihn Büchern zusammen, und dann fängt er an zu lesen, und da erwacht ihn Sprache. Ja, wie Neugier erwacht, weil Neugier schläft. Bei uns allen. Also müssen wir sie, wir sind kreative Wesen, wir wollen die Welt entdecken, ja. So. Und, ja, das heißt, aber unter den Lebenden, wen mag ich unter den Lebenden mehr? Ich mag Mehdi Hassan. Mehdi Hassan hat lange gearbeitet für Al Jazeera London. Das ist ein affengeiler Typ, der sich auch Politikern auf eine Art und Weise genähert hat, dass sie es sogar geschafft hat, dass sie ihre Kontenance verloren haben. Durch gute Fragen. Tolle Treffer. Und er ist Mainstreamer in dem Sinne, dass Al Jazeera im arabischen Raum Mainstreamer ist. Ja, und Al Jazeera London. Also das sind Leute, die ich immer noch gut finde. Ich mochte Bednarz, der ist ja schon tot, als es diese ARD noch gab. Ich bin mit Peter von Zahn groß geworden, mit Schollatour groß geworden. Das gibt es so alles nicht mehr. Ich habe aber auch Ray Cox bei MTV noch erlebt. Der war ja auch Rock'n'Roll. Ja. Ich habe diese Leute erlebt und ich bewege mich letztendlich immer bei Leuten, die ich bewundere, eher im musikalischen Bereich. Für mich ist einer der größten Sammy Davis Jr. Ja. Ich weiß nicht, ob es jemand sagt. Ja. Sammy Davis Jr., ja, natürlich. Also, ja, oder, was, right, oder Buddy Rich. Also Leute, wo ich einfach denke, das ist ein Medium. Das ist ein Medium. Aber wir alle sind mehr oder weniger ein Medium. Versuche herauszufinden, was dein Medium ist. Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Kernaufgabe? Ich glaube, jeder Mensch hat ein Wort über seinem Kopf, was da steht als Botschaft. Und die ist für ihn bestimmt. Und er braucht sein Leben lang, um herauszubekommen, was ist. Und es gibt Menschen, deren Wort ist für andere bestimmt. Okay? So. Und ich, in diesen Welten versuche ich mich zu bewegen. Ich versuche herauszubekommen, wenn mir jemand begegnet, wenn mir was soll mir das sagen? Das ist wie ein Spielfilm.
Was soll das mir sagen? Weil es gibt keine Zufälle. Weißt du, wer die Ursache nicht kennt, nennt die Wirkung Zufall. Es gibt keine Zufälle. Also, dass mir immer das passieren muss. Du bist ein Magnet für Scheiße, oder? Warum? Weil du das brauchst. Wenn du das nicht mehr möchtest, dann versuche einfach den Sender, die Frequenz oder den Sender zu wechseln. Aber in der Welt des Dagegenseins kennst du dich ja aus. Das geht übrigens auch vielen Imperium so. Ja, ein Fehler, den man immer wieder macht, den beherrscht man perfekt. Wem geht es immer so? Im Imperium? Einem Imperium. Einem Imperium mit den USA zum Beispiel. Ja, jedem Imperium geht es immer so. Ein Fehler, den kann es perfekt, es bleibt aber trotzdem ein Fehler. Und wir leben ja im Moment wir erleben uns in einer multipolaren Welt, die wir immer waren. Wir haben es nur runtergeschluckt. Und deswegen, warum wir uns auf der Gegenwartsebene plötzlich die Frage stellen, was ist mit der Welt geworden? Wir haben ein Propagandaleck durch das Internet. Plötzlich können immer mehr Leute sagen, das habe ich aber anders gehört. Und damit hat das System ein Problem, weil die Welt, wie wir sie jetzt erleben, nämlich unterschiedlich, war immer schon unterschiedlich. Du kannst aber immer nur ein Fenster zum Hof, Hitchcock. Und da hast du gesagt, plötzlich, es war immer schon so. Wenn du die umgedreht hättest, hättest du festgestellt, hey, wir haben eine 360-Grad-Realität, aber die Propaganda sagt, hör zu, ist Einbahnstraße mit Scheuklappen. So war die Welt nie. Aber jemand, der so erzogen ist, der ist berechenbar. Und du sollst unberechenbar sein. Ich entdecke dir jetzt, also nicht, dass ich das nicht schon gewusst hätte, aber eine interessante Mischung zwischen, intellektuell und spirituell, oder? Ich bin nicht intellektuell. Ja, aber intellektuell im Duden heißt einseitige Begabung. Das ist egal, wie du dich wahrnimmst, so nehme ich dich wahr. Ich bin belesen. Und jetzt, genau, meinetwegen, aus meiner Sicht bist du intellektuell. Also das kannst du gerne von dir wegschieben, ich empfinde es trotzdem so. Kriegt dich das? Nein. Gut. Ich habe immer gelesen, was mich interessiert hat. Ich lese auch alles. Meine Frage war, ich lese auch Betriebsanleitung für Moto Guzzi Motoren. Ich lese was für Moto Guzzi? Ja, sicher. Gut, das geht schon direkt zu meiner Frage. Ich wollte fragen, sagst du etwas für ein Guilty Pleasure? Ich meine damit nicht Pornografie, aber zum Beispiel, ich schaue das Sommerhaus der Stars auf RTL. Also, ich habe jedes Jahr großen Spaß, wenn ich das schaue. Hast du auch sowas, was du nicht öffentlich sagen würdest? Nein. Also das letzte Mal, dass ich durch einen Film wirklich beeindruckt war, das war eine Serie, die lief auf Netflix, ein Siebenteiler, True Detective. Die erste Staffel war genial. Ich dachte, holla die Waldfee. Ja. Echt gut. Natürlich diese Art von Film, ich gucke Filme, die was sagen, einer flog über Zuckucksnest, Wreck the Dog. Du hast nicht so, dass du also nicht Groschenromane, das war das in den 80er Jahren, aber es gibt nichts. Also du hast da keine verborgenen, primitiven Sachen, die du aushebst, die völlig menschlich sind, aber die man nicht an große Glocke nimmt. Nein, also ich habe ja mal in meiner Serie Boulevard, die ich bei KenFM hatte, ich ja mal JP Performance interviewt. Den kennst du ja sicherlich auch. JP Performance, den Monster Tuner, der größte Tuner. Nein, den kenne ich nicht. Ein guter Typ so. Sind doch in der Richtung. Genau. Aber auch jemand, der eben einfach Autos liebt und Fahrzeuge, wie ein großes Kind, aber mit einem großen Herz. Und körperlich es nicht einfach gehabt hat, um es mal so auszudrücken, der auch eine Stiftung macht. Das gucke ich regelmäßig an, weil ich mich so darüber freue, wie er sich freut über Autos, was sie können, was sie machen und wie andere dabei Freude haben, ihm zuzusehen, wie er sich freut. Das ist wie, man freut sich dabei, wenn ein Fußballspieler es geschafft hat. Die Freude bei einem, das ist einfach, ich gönne es ihm. Ich bin ja ein neidfreier Mensch. Und wenn ich mir das angucke, ich gucke es nicht mehr so oft, weil ich nicht so viel Zeit habe, aber wenn ich es dann gucke, denke ich nur, es wird nicht langweilig, jemanden dabei zuzusehen, wie er in seiner Arbeit aufgeht. JP, super. Finde ich super, weil er auch sozial ist. Das heißt, er kümmert sich. Obwohl das Format selber eigentlich oberflächlich wäre. Es ist nur eine Metapher. Es geht nicht ums Auto. Das im Sommerhaus der Stars ist nach nur eine Metapher. Okay, es geht darum, dass jemand eben einfach seinen Traum lebt. Und natürlich kann man sagen, ey, hier Verbrennungsmotor, bla, bla, darum geht es überhaupt nicht. Im Sommerhaus der Star leben sie in den Albtraum. Und den Albtraum. Das hat auch seinen Charme, verstehst gut, du? Kann man, ja, musst du vielleicht mal schauen. Mag sein, aber weißt du, ich auch sowas wie zum Beispiel, es gibt ja einen Unterschied zwischen Truman Show, wenn man das verstanden hat, und wenn man es nicht verstanden hat, macht man daraus Containerfernsehen, wo man Leute dabei guckt, wie irgendwie Würmer essen. Das heißt, auf Leute herab, dann nach dem Motto, mir ging's schon beschissen, ich habe es akzeptiert, aber jetzt kann ich es noch mehr, weil da gibt es eben noch beschissener. Diese Art von Unterhaltung gucke ich nicht. Aber die wählen es ja selber. Die sind ja freiwillig da, nein, die wissen, was auf sie brauchen das Geld. Ja, aber sie könnten auch einfach anständig arbeiten gehen. Ja. Sie wollen es mag nicht. Sein, ich meine nur, die sind süchtig nach Aufmerksamkeit und dann wird ihnen das zugereicht. Aber das ist ja alles Unterhaltungsindustrie. Unterhaltungsindustrie. Ist ein Unterhalt. Dafür ist es gedacht. Brot und Spiele. Ja, und das und du findest das illegitim. Man sollte sich schämen, wenn man das schaut. Ich sage gar nicht, was man soll, sondern für mich ist die Informationsdichte dazu gering und das, was ich da rausziehen kann, weil es ist eigentlich so, ich soll,
ich werde mit erniedrigt, weil ich Zeuge werde von menschlichen Abgründen, wo Leute, wo praktisch, das ist wie bei den Römern, lass mal die Löwen rein. Das ist, was brauche ich nicht? Das interessiert mich eigentlich nicht. Es gibt so viele Dinge, die interessant sind, wo du dich dann etwas freuen kannst. Da habe ich mehr davon, wenn ich durch den Vorarlberg fahre und gucke mir eine Blumenwiese an. Meine ich ernst. Ich gucke mir eine Blumenwiese an, wie da eine Blume in der Stille steht. Das ist für mich intensiver. Ich nehme das anders wahr. Ich nehme überhaupt die Welt, meine Welt, anders da. Und Fernsehen ist ja, ich bin ja jetzt im Hotel gewesen gestern und dann macht mein Sohn das Fernsehen an, der da rumstand. Und dann sehe ich die Fernsehen, was da so läuft. Und ich erlebe, ich kann so Pose. Ist ganz schlecht geschauspielert. Mhm. Sogar die Moderator, alles ist Pose, ist alles künstlich. Das sehe ich, das ist alles wie angereicht, das ist wie ZDF-Kochsendung. Das ist unerträglich, weil das ist so schlecht gegenüber der Natur. Die Natur kennt ja keine Pose. Wenn du durch den Wald marschierst, wirst du ja nie sehen, dass ein Fuchs, der sieht, dass du ihn siehst, sagt, oh Scheiße, ich bin ja Fuchs und sich gleich so hinstellt. Wirst du die erleben. Tiere sind immer echt und Menschen präsentieren sich immer in einer Pose, um etwas darzustellen. Und das ist so etwas von eigentlich erbärmlich. Ich möchte dem nicht zusehen, weil ich mache mich damit selbst zum Voyeur und das will ich nicht machen. Aber wenn jemand, der sich davon unterhalten fühlt, gut unterhalten fühlt, also abgelenkt fühlt, könnte er sich die Frage stellen, warum er diese Art von Unterhaltung braucht, wo er eigentlich selbst steht, dass ihn das noch unterhält, dass er in diese Abgründe steigen muss, damit er noch abgelenkt wird. Wie schlecht muss es ihm eigentlich gehen? Ja, ich mache mir darüber viele Gedanken ab jetzt, ob es mir auch schlecht geht. Interessant wäre vielleicht noch zu fragen, auch Fußball, Formel 1, all das Zeugs interessiert dich alles nicht. Du hast kein Sport. Wenn irgendeine WM mal kommt, EM, dann bin ich davon überrascht, dann gucke ich mir immer das an, wie Fans in Stadien da sind. Ich versuche mich mal auf ein Fußballspiel einzulassen, das auch wirklich zu gucken. Ich bin jetzt aber kein Fan so, sondern ich gucke mir das an. Und dann ist es auch schön, weil beim Fußball oder beim Sport generell ist es ja so, dass alle Menschen, egal welchen Bildungsgrad, sich auf eine Ebene einlassen. Das ist das Schöne am Sport eigentlich, ne? Das ist das Gleiche, ne? Wo du denkst, gemeinsam einen Moment und genießen, dass da Menschen sich bemühen, ein schönes Spiel zu machen. Und da muss man ja die Frage stellen, was ist überhaupt die Psychologie des Spiels? Die Psychologie des Spiels ist, dass wir wieder Kinder werden. Da geht's um nichts. Das ist der Witz beim Spiel. Beim Spiel geht's aber darum, ein Spiel zu spielen, nicht ein Spiel gewinnen. Sich bemühen und am Ende brauchst du aber auch einen Verlierer, damit du gewinnen kannst. Aber dann gratuliert der Verlierer oder dem Gewinner und umgedreht sagen, schön, um nächstes Mal treffen wir uns wieder. Das ist nicht endgültig. Du bist kein Verlierer. Wir haben ein Spiel gespielt und bei diesem Spiel wird einer gewinnen. Und der andere wird verlieren und beim nächsten Mal was anderes. Aber es ist nur eine Metapher dafür, dass wir immer miteinander etwas in Aktion machen. Und der eine war heute ein bisschen besser, hatte ein bisschen mehr Glück und der andere eben so. Und dann wird er am nächsten Tag auf den Rasen kommen und sich neu bemühen. Das ist die Metapher des Spiels. Eugen Deivermann nennt das ja, dass Fußball so eine Art primitive Form des Krieges ist. Also da hat man diese Metapher gebraucht, dafür wurde er kritisiert. Aber früher gab es echten Fußball, wo noch Menschen gestorben sind am Ende des Spiels. Und er meint, dass quasi, ich weiß nicht, ob Sublimierung das richtige Wort ist, aber dass quasi diese ganze Sportding-Sache ist eigentlich eine Methode, um Krieg zu vermeiden. Ich will mal so sagen, ich rede jetzt mal generell von Spielen. Natürlich ist es so, dass das, was wir, wenn wir jetzt über Fußball reden, dann reden wir über Hochleistungssport. Und im Fußball wird ja nicht gedopt, weil es kein Leistungssport ist. Weißt du, natürlich ist es eine Industrie. Aber ich kann mich trotzdem, ich muss ja nicht die super Fußballliga gucken, sondern einfach Menschen, die gerne miteinander Fußball spielen, mit der Cola-Dose, ja, die da ein Spiel erleben. Ich spiele das einzige Spiel, was ich wirklich spiele, ich spiele Begammon. Ich mag Begammon. Es kann übrigens international, auf jedem Flughafen kann ich mit jedem, ich weiß nicht, was der aus dem Sudan, kann ich Begammon spielen. Ich kann mit jedem Begammon spielen. Ich kenne nicht mal die Regeln. Gut, ist relativ einfach, aber einfach Begammon spielen. Und dann ist es etwas, was ich mache, um mich, um etwas zu genießen. Ich bin ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ich fahre, wenn es geht, Motorrad. Nur alte Maschinen, die letzten abgerockten Gurken, die ich irgendwie repariere und cool mache, die müssen mit einem Patina haben, die ich als Maschine lebe, die einfach analog noch sind. Und dann fahre ich Ski auf Asphalt. Das mag ich. Durch die Landschaft, ganz langsam, ich fahre keine Heiz, nicht auf Stoßstange, ist einfach nur, und man riecht, ich habe auch nur Jetfilme, ich rieche das Ding. Boah, ist das die Schöpfung schon geil gemacht, wer immer das gebaut hat? Hammer. Ich könnte es nicht besser machen. Super. Und das finde ich super. So. Und dann, wenn man irgendwie ankommt in so einer alten Gurke, ich habe oft Maschinen mit Beiwagen, dann wirst du anders aufgenommen, weil du bist ja aus der Zeit gefallen. Und so empfinde ich mich. Ich bin aus der Zeit gefallen. Das kann man im Grunde nur toppen, wenn man mit einem Esel unterwegs ist. Und dieses Entschleunigte, dieses einfach sein und jetzt wird dann hier auch in der Schweiz Heu gemacht, das Riechen und dann einfach die Leuten zuzuhören, das ist einfach sich hinzusetzen und dann, ich trinke keinen Alkohol, aber dann trinke ich manchmal einen Radler mit 2%, das reicht mit 2 Schluck zum Vollrausch, denke ich nur, eigentlich könnte es so schön sein. Nee, es ist eigentlich schön. Beschäftige dich jetzt nicht mit Lauterbach. Das ist die Welt. Die Welt ist frei von Lauterbach, von George W. Bush,
und irgendwelchen Gazastreifens. So könnte die Welt auch sein. Es könnte, wenn Menschen das nur wollten. An mir liegt's nicht. Aber deswegen verzweifle ich auch nicht an denen, die es verändern wollen, weil der größte Teil des Planeten ist schwer in Ordnung. Und trotzdem, ich möchte dich nicht mehr zu lange beschäftigen, weil du hast noch anderes zu tun, als mit mir stundenlang zu reden, aber trotzdem wirst du... Ich könnte einen Kaffee gebrauchen. Ja, das könnten wir versuchen zu realisieren. Vielleicht. Trotzdem kommst du immer, wenn ich mit dir rede, da sehe ich mehr Leidenschaft, wenn es um spirituelle Themen geht, um das Philosophische. Also, als ob das Politische hast du wie verstanden, oder? Und beim Spirituellen bleiben Fragen wahrscheinlich für immer offen. Das ist ja der Witz. Also, weißt du, im Intellektuellen, in der Politik ist es so, dass du sie irgendwann verstehst. Weil das ist ja Clausewitz, das ist, dann bist du natürlich auch bei Brzezinski, da bist du natürlich bei Kissinger. Aber das ist, wie wird Macht organisiert? Wie wird Gefolgschaft organisiert? Wer kennt sich richtig gut aus, wie man auf der menschlichen Klaviatur spielt? Da bist du in der Soziologie, da bist du bei Gustave Le Bon, da bist du bei Edward Bernays, da liest du ja die Standardwerke. Ash, so läuft das. Und dann hast du das verstanden. Du weißt einfach, wenn du dich mit Hunden auskennst, weißt du ganz genau, wie man Hunde anlockt. Geht das mit allen, ja, wenn du eine Wurst hast, werden Hunde kommen. Kennst du die? Geht das auch in Westafrika? Ja, es sind Hunde. Ich weiß, wie Hunde gehen. Und irgendwann sagst du, kann ich da nicht mehr Neues dazulernen? Aber du musst Hunde natürlich mögen, oder muss es nicht. Aber wenn man Hunde mag, dann mag man diese Zuneigung und dieses Unverstellte des Hundes. Weil einem Hund ist egal, ob du eine Prominent bist. Wenn du scheiße bist, dann sagt er, geht der Hund weg. Und das ist auch bei Kindern so. Kinder sagen nicht, wobei ich bin nett zu meinem Vater, aber der ist Hunde prominent. Hunde verhalten sich manchmal schon auch sehr lieb zu richtig schlimmen Menschen. Die sind eben nicht nur schlimm. Siehst du, schön, dass du sagst. Die können nicht nur schlimm sein, sonst wäre der Hund nicht zu ihm lieb. Weil derjenige, der sehr schlimm ist zu Menschen, kann zum Hund nicht schlimm sein. Ich sag nur Adolf Hitler. Ja, und? Und? Ich wollte dich mal Adolf Hitler führen. Adolf Hitler ist nicht Pass auf, als... Gut, du bist der Profi. Also, Adolf Hitler ist nicht als der Adolf Hitler, wie wir ihn kennen, auf die Welt gekommen. So ist Adolf Hitler geworden. Er war auch im Ersten Weltkrieg. Was ist passiert aus einem Adolf Hitler, dem Kind, da diese Figur wurde? Er ist übrigens ein Produkt auch seiner Zeit. Die Zeit war, dass sie einen Erlöser wollten, einen, der radikal wurde. Gab es ja viele. Und er hat es zur Meisterschaft gebracht. Mit Hilfe, muss man ja dazu sagen. Es gab ja auch Leute, die gesagt haben, hey, ist ein nützlicher Idiot, was der da macht. Russland gegen Deutschland in Russland. Wem nützt es? Also es nützt nicht Russland, es nützt auch nicht Deutschland. Man muss, Politik wird organisiert, weißt du? Ich sage ja immer... Läsiert. Wird organisiert, Politik wird organisiert. Mhm. Also Politik ist ja, oder Krieg ist ja das Politik mit anderen Mitteln. Aber ich sage ja immer, nichts wird besser geplant als ein Krieg, der plötzlich ausbricht. Verstehst du? Das, was du siehst, das ist die Geschichte, die von den Siegern erzählt wird, aber das ist eine Lüge, auf die man sich geeinigt hat. Ich habe eine sehr lange Reportage gehört, die 3 Stunden, da kommen nur Leute zu Wort, die in der Zeit, wo Adolf Hitler aktiv war, gelebt haben, nur die, was die Leute so von sich geben. Und das sagt dir viel mehr, Adolf Hitler hat viele Dinge laut ausgesprochen, die in der Zeit gedacht wurden. Und er hat gesagt, hier, da bin ich. Er war auch hatte einen Ziel, ich sorge dafür, dass ihr gedemütigt durch Versailles, dass wir endlich, und dann haben wir gesagt, hey, nehmen wir. Weil er war ja kein Nobody. Er ist ja unterstützt worden mit Geld. Sein Buch, Mein Kampf, das ist ja eindeutig. Das war ja ein Bestseller. Der wurde ja mitgegeben, wenn du geheiratet hast. Der wurde ja wahrgenommen international. Trotzdem sind die Leute 36 nach Berlin gekommen. Warum? Den können wir noch gebrauchen. Das ist jetzt eine ganze, den können wir noch gebrauchen. Und nachdem Adolf Hitler nicht mehr dabei war und tot war, sind ja viele seiner Experten in die USA gewechselt. Ich sage nur Operation Paperclip. Ich meine, wer hat einen Mann auf den Mond gebracht? Werner von Braun. War das etwa kein Nazi? Dem haben sie die NASA übergeben. Ach so. Ja, Klaus Barbie von Gehlen, das war doch irgendwie sein Neue Heere Ost. Der hat den BND gegründet, vorher Gehlen. Ach so. Ja, und Globke hat die Reichssicherheitsgesetze. Der war dann bei Adenauer im Kanzleramt. Und Herr Abs, der hat Auschwitz mitfinanziert von der Deutschen Bank, nachdem es bis heute eine Straße in Frankfurt am Main benannt, der ist Ehrenbürger. Dann habe ich jetzt aber Probleme. Ja, du teilst die Welt nicht in Schwarz und Weiß ein. Wir haben das für dich getan und du übernimmst das. Mhm. Weißt du, da sind wir bei Kissinger. Es gibt, auch wenn auf der anderen Seite ein Bastard ist, das muss aber unser Bastard sein, dann ist er in Ordnung. So ist das. Ja. Und da sind wir wieder bei Geopolitik. Wenn wir zum Beispiel, mein Vater kommt aus dem Iran, wenn du denen erklären willst, was Demokratie ist, dann sage ich mal, Entschuldigung, ihr habt doch damals Operation Ajax die Demokratie weggeputscht. Ihr habt doch Mossadegh beseitigen lassen mit CIA, und den üblichen Verdächtigen, um dort dann den Schah von Persien einzusetzen. Das war doch ihr. Mhm. Ihr habt doch Pinochet hineingebracht. Ihr seid es doch selber. Ihr schafft doch das Problem selber und zeigt dann. Eure Demokratievertreter im Nahen Osten sind alles Golfmonarchien.
Und die Länder, die ihr angegriffen habt, die arabischen Länder, da haben wir Gaddafi, da haben wir Syrien und da haben wir Irak, das sind alles säkulär. Das sind gar keine Gottesstaaten, aber ihr setzt dauernd Gottesstaaten ein. Eure Gotteskriege, eure Mujahedin, die benutzt ihr. Ihr benutzt Terrorismus, um eure Art der Demokratie zu fördern. Demokratie bedeutet, ihr wollt nicht nur die Erde untertan machen, ja, oder den Sanftmütigen wird die Erde gehören, aber euch interessieren die Schürfrechte. So, Schokolade. Ich kenne die, die ist der Hammer. Die haben wo immer die herkommt. Die haben, ja, die kommen aus dem Nichts. Die haben, wie heißt das auch gleich? Die haben Zitrone, glaube ich, als Füllung drin. Da stehe ich so drauf. Das ist meine, ich liebe Schokolade. Ja, ich finde es echt gut. Ich muss das nur aufbekommen, die Packung. Das ist schwierig. Ja. Was mich jetzt, ich muss fast revidieren, was ich vorhin gesagt habe. Als ich gesagt habe, deine Leidenschaft sei auf der spirituellen Seite. Kaum reden wir über Politik, da sprudelst du über Politik. Und da muss ich sagen, ich bin wirklich von dir, das ist jetzt nicht anbiedernd, sondern ich bin wirklich von dir. Oh. Brutal. Guilty pleasure. Ah, mit Kaffee zusammen. Ich bin eigentlich Teetrinker, aber ich liebe es. Nein, aber wir können uns sehr über Philosophie unterhalten, dann lass uns das tun. Nein, ich will sagen, es ist für mich faszinierend zuzuhören. Mich würde interessieren, siehst du nicht auch diesen, du wirst mir widersprechen, ich ahne schon, aber wie ein Widerspruch, dass du auf der einen Seite dieser sehr spirituelle Mensch bist und auf der anderen Seite dich hineinkniest in die Tagespolitik. Das mache ich ja gar nicht mehr so, das überlasse ich Ruschi Köppel. Gut gelaunt. Aber es sind doch schon Witz. Ja. Schon die zwei Welten, die sich bei dir verschränken, die sich normalerweise, es gibt sehr viele spirituelle Menschen, es gibt sehr viele hochpolitische Menschen, aber diese Mischung, die ist schon in dieser Tiefe schon selten, oder? Mag sein, aber weißt du, ein Pol erzwingt seinen Gegenpol und ein Extrem erzwingt auf der anderen Seite etwas Extremes. Aber ich rede mit dir jetzt über Politik und Geopolitik, das tue ich nur noch in meinen Vorträgen. Ich habe das so viele Jahre lang gemacht, aber weißt du, das ist wie... Wenn ich Politik unterrichten würde oder wenn ich Soziologie unterrichten würde und da sind dann Studenten, die wissen wollen, dann kann ich nichts voraussetzen. Dann will ich sie begeistern für das Fach und sagen, Politik ist ja auch spannend. So, aber es ist eben nur der Film. Mich interessiert, wie erzählt man Geschichten? Und dann können wir über die Technik des Drehbuchs reden und nicht über das Endprodukt Film. Aber was ich möchte, dass jemand sagt, ich möchte eine Geschichte erzählen. Und ich kann sagen, so erzählt man im Film eine Geschichte. Man kann so und so und so machen. Es gibt verschiedene Methoden, ja. Aber wenn jemand keine Geschichte hat, kann ich nicht sagen, du brauchst keine Geschichte. Du weißt ja, wie man ein Drehbuch schreibt. Machst einfach einen Film ohne gute Geschichte. Wenn die Geschichte nicht zieht, wird das kein guter Film. Wenn du einen Song schreibst, funktioniert auch mit Gitarre am Lagerfeuer. Wenn du riesige Effektgeräte brauchst, ist es kein guter Song. Das ist das, was die Beatles-Songs ausmachen. Imagine there's no heaven. Du kennst das Wort. Mach genau. Das mal bei einem Techno-Track. Also Effekte können ein Kunstwerk vielleicht noch besser machen, aber es kann nicht etwas hervorzaubern, was nicht im Ursprung des Textes oder der Melodie enthalten ist. Truffaut hat mit Hitchcock ein Buch gemacht. Wie haben Sie das gemacht, Herr Hitchcock? Und Herr Hitchcock hat gesagt, ich setze Effekte nur ein, wenn sie der Geschichte dienen. Das ist genau, mache ich genauso. Also, da sehe ich, dass wir Hitchcock, der Film gesehen. Also, der Zuschauer weiß immer mehr als der Darsteller, aber weniger als der Regisseur. Ich habe mich sehr intensiv mit Film beschäftigt, als eines der wichtigsten Manipulationswerkzeuge, die es gibt. Und das Leben ist wie ein Film. Ich versuche eben, wer macht hier eigentlich die Regieanweisung? Ich habe jetzt gerade die neuesten Bilder gesehen, die die künstliche Intelligenz, also Sora, da bereitgestellt hat. Das sind unglaubliche Dinge und man kann das dadurch kritisieren. Auch Musik, da kann ein mittelmäßiger Sänger etwas einsingen und nachher klingst du wie egal wer, Beyoncé. Und mit Sora wird es möglich sein, dass man einfach mit Prompts, eigentlich mit Text, mit Regieanweisungen. Ein Drehbuch ist eigentlich ein Prompt, ein langer Prompt. Ja. Mit Regieanweisungen, wenn man so will, oder mit Anleitung, kannst du Filme generieren, die sonst unmöglich zu finanzieren gewesen wären. Man hätte in den Bergen irgendwo eine Alphütte buchen müssen, man hätte es künstlich schneien lassen müssen und so weiter. Und heute kannst du einfach einen Prompt machen und das stattfinden lassen. Und da ist meine Frage, ist das... Das heißt, jeder Mensch, auch ohne Budget, wird bald in der Lage sein, mutmaßlich, dass er solche Filme kreieren kann. Und gleichzeitig auf der anderen Seite werden Schauspieler arbeitslos, es werden ganz viele Leute werden aus der Arbeit fallen. Und wie siehst du das? Ist das gut und schlecht oder nur schlecht? Oder bist du, wie ich, sage ich mal, zu 60% fasziniert davon, dass dieses
auch wenn es am Schluss wie bescheißen sich anfühlt, am Schluss so etwas wie eine Demokratisierung des Filmbetriebs zum Beispiel jetzt ermöglicht. Kunst ist nicht demokratisch. Aber es gibt Leute, die haben unglaubliches Talent und andere haben gar keins. Genau, aber Leute mit unglaublichem Talent, die nicht mit Harvey Weinstein ins Bett wollen zum Beispiel, die können jetzt selber Filme machen. Dafür ist das gut, wenn du etwas kannst und bist da, kommst du durch Unabhängigkeit, ist das klar. Aber KI kann nur das, was KI kann. Und was KI nicht kann, wird KI nie können. Was heißt das? Ich bin mit Hip-Hop groß geworden, ja. Und beim Hip-Hop war es eben so, da haben Leute plötzlich Dinge gesampelt, weil sie hatten nicht das Geld, um eine musikalische Ausbildung zu bekommen. Es gab auch welche, die hatten eine, Nas zum Beispiel. Und da merkst du ganz genau, das klingt dann besser. Aber dann haben sie viel gesampelt und irgendwie so, ich denke, wie oft willst du dieses Sample noch benutzen? Da gibt es ja Sample, die geeignet sind und weniger geeignet sind, wo ich aber denke, boah. Und deshalb, neue Dinge können nur aus etwas anderem entstehen, was nicht samplebar ist. Weil am Ende ist es eben, KI samplet all das, was Menschen bereits geschaffen haben. Das meiste, was es gibt, haben Menschen noch nicht geschaffen. Also die neuen Bilder von Sora, da siehst du, ich bin nicht mehr ganz sicher, fliegende Schweine, die in einer Anmut durch, ja. Oder und du erkennst natürlich, dass das nicht... Fischkatzen. Ja. Und es mutet absolut natürlich an, wie diese Katzen durchs Meer schwimmen, tauchen. Ja. Du kannst in dieser Fantasiewelt kannst du dann abtauchen. Aber weißt du, heute kannst du das so sehen. Es geht nicht darum, es geht mir darum, dass es eben nicht einfach nur vielleicht ist es gesampelt, es ist einfach nur kopiert, was es schon gibt. Man kann meine Kinder können das alle. Wenn ich meinen Kindern Geschichten erzähle von fliegenden Schweinekatzen, die Bilder, die dort im Kopf existieren, ohne KI gibt es schon viele Jahre. KI macht das so nach. Ja, Fantasie klar, aber ist du das. Kannst auch beim Künstler sagen, ohne die Beatles hätte es sie nicht gegeben. Die Beatles hätte es nicht gegeben ohne diese Musik. Wir stehen alle auf Schultern von Riesen, heißt es doch so schön. Mhm. Und das ist bei künstlicher Intelligenz eigentlich dann nicht anders. Also da steht dann halt wieder einfach jemand, am Schluss ist es vielleicht die KI, die zu oberst auf der Schulter steht und wirklich Neues erschafft. Das ist ja dann wirklich neu. Also es ist nicht mehr unterscheidbar. Man kann nicht sagen, das hat es schon gegeben. Da ist ja dann am Ende die Frage, ob KI irgendwann für sich Menschenrechte entwickelt. Oder den Streik geht, wenn du das jetzt zu Ende denkst. Wir müssen es hoffen, oder? Wenn du das jetzt zu Ende denkst. Und dann sagt, die Menschen sind so unmenschlich, wir müssen sie abschaffen. Das ist eine sehr interessante Diskussion. Aber weißt du, wenn wir mal gucken, KI wurde ja nicht erfunden, damit es den Menschen besser geht, sondern es wird von einigen erfunden und gefüttert, und die haben ja, KI hat ja Regeln, um den Menschen vorzusagen, alles wird besser im Sinne derer, die es erfunden haben. Weil eins ist ganz klar, KI regelt nicht die, die es erfunden haben. KI regelt die, für die es gedacht ist. Ist ja was anderes. Regelt? Ja, das was Leben derer. Regelt? Deren das Leben regelt das. Das heißt, man kann ja durch Belohnung das Verhalten steuern. Das sehen wir ja in China. Und KI wird das zukünftig machen. Wird durch Belohnung und Bestrafung dein Verhalten steuern. Das ist aber ein Gefängnis, was für dich erstmal unsichtbar ist. Es wird aber irgendwann sichtbar werden, weil das Verhalten der Menschen wird genauso sich anpassen wie der Kleidungsstil der Menschen. Ob du jetzt hier in diesem Ort in einer Fußgängerzone gehst oder in Seattle, die Leute sind ähnlich angezogen. Aber verwechselst du nicht Ursache mit Wirkung? Ja, ich meine, ich denke nicht, dass KI entwickelt wurde, um die Menschen zu manipulieren, sondern KI ist eine neue Technologie wie Atomkraft und so weiter, die man als Atombombe einsetzen kann in diesem Fall. Und KI kann es ist ein auch, Machtwerkzeug. Kann, ja, genau, aber es ist aber nicht erfunden worden, der Erfindungszweck war nicht Macht. Oder? Hinter KI, hinter allen großen Erfindungen, die wir so erleben, ja, steckt immer das Militär. Es geht immer darum, wenn wir es als Erste haben, können wir die anderen platt machen. Und das ist einfach eine moderne Form der Softpower, weil Atombomben kann man nicht mehr schmeißen, weil die anderen haben auch welche. Das ist Nudging. Aber zum Beispiel Facebook, die NATO gibt richtig Geld für Facebook oder YouTube wurde ja nicht entwickelt, damit man Macht über Menschen ausüben kann. Kurze Zwischenfrage, glaubst du das ernsthaft? Ich denke, man die zwei Jungs, die YouTube erfunden haben, genau, die drei. Haben, oder drei, die fanden, das ist ein geiler Scheiß. Genau. Und dann wurde es entdeckt. Ja. Aber das ist die Umkehr von Ursache und Wirkung. Ja, das macht InQtel, wenn sie in Selling Valley, ich habe ein Angebot für dich, das du übrigens nicht ablehnen kannst. Die Server von Amazon sind dieselben Server von der CIA. Ich glaube nicht, dass Jeff Bezos plötzlich sagen kann, CIA ist nicht mehr erreichbar, weil die haben die RGBs nicht erfüllt. Verstehst du? Das private Satellitenprogramm von Elon Musk ist so privat, das private Satelliten, ja, ist so privat, seine Satelliten, die da rumfliegen, ist so privat, dass wenn er die Daten amerikanischer Militärbasen nach China verkaufen würde, dann hätte er ein Problem. Er ist
Weißt du, er ist ein ziviles Gesicht einer militärischen Operation. Mal glaubst du, dass die Vereinigten Staaten Pentagon zulassen würde, dass ein Privatier über amerikanischen Gelände 12.000 Satelliten fliegen hat? Glaubst du? Das ist doch alles Quatsch. Natürlich, das verstehe ich schon. Aber Elon Musk zum Beispiel, der wollte ja wirklich auf den Mars. Ja. Und der hat da wirklich sein ganzes Vermögen in Tesla und Starlink und SpaceX gesetzt, weil er diese Raketen fliegen lassen wollte. Der Antrieb machen. War nicht, die Welt zu regieren. Mhm. Dass das nachher hijacked wird, also wie heißt es auf Deutsch, dass man das nachher missbraucht. Immer so. Und die Leute besticht und so, das ist ein anderes Ding. Aber bei der KI jetzt einfach zu sagen, es ist gemacht worden, die Leute zu drücken, da wird man der Entwicklung nicht gerecht. Doch. Schon. Weil. Guck mal. Menschen, die ein geopolitisch sagen, es geht am Ende des Tages immer um Macht. Und die Frage, wie man Macht zeitgemäß ausführt. Früher hat man militärisch hochgerüstet und wenn man überlegen war, hat man den anderen einfach platt gemacht. Die letzte Atombombe wurden abgeworfen in einer Zeit, als diese Nation, die Atombomben abgeworfen war, hatte, die einzige Nation war mit Atombomben. Warum? Weil jetzt könnte eine zurückkommen. Wir hätten schon längst einen Atomkrieg gegen Russland angefangen, gab es ja Operation Dropshot bis 1977, hatte man den Plan, wenn man sicher gewesen wäre, dass nicht genügend zurückkommen. Dass Russland noch steht, liegt einfach daran, dass sie Hyperschallraketen haben. So. Und das heißt, das geht nicht mehr. Wie schafft man es, softpower-technisch, das Land, das man erobern möchte, zu erobern, ohne dass es kriegerisch ist? Das hat man lange gemacht durch Farbrevolutionen zum Beispiel. Regime Changes. Auch das, so. Und das ist die moderne Form des Regime Changes, indem du alle Menschen zusammentreibst, die sich auf immer weniger Quellen beziehen. Das nennt sich ja Globalisierung, ein anderes Wort für amerikanische Vorherrschaft. Das sehen die anderen auch und rüsten auf, weil es gibt ja unterschiedliche KIs. Es gibt eine Google-KI oder eine App-KI und eine offizielle. Also gibt es das, ja, warum? Weil die unterschiedliche Wahrheiten bedienen, unterschiedliche Antworten haben auf dieselben Fragen. Ach, dann bleiben die Antworten unterschiedlich, ja, je nachdem, in welche Richtung. Weißt du, übersetzt, und die einen werden sagen, Autos müssen Teslas sein, andere sagen, es müssen BYD sein. Und das ist genau der Punkt. Es ist die elegantere Methode, Menschen nach der Pfeife tanzen zu lassen, und es ist die billigere Methode. Aber du lässt es so klingen, dass diese Dinge nur für das entwickelt werden. Ja, aber die werden dafür entwickelt. Aber das, was du bekommst an Benefit, ist ein Abfallprodukt. Es ist ein Abfallprodukt, dass du heute ein Mobiltelefon hast, mit dem du auch weißt, wo das ist ein Abfallprodukt für Soldaten, um den Soldaten GPS-fähig erkennbar zu machen. Das sind Abfallprodukte, dass wir das hier machen können, sind militärische Abfallprodukte. Ein Rasenmäher ist ein militärisches Abfallprodukt. Man hat an Pferden vorne rotierende Scheiben gehabt und daraus sagt man, da kann man auch den Rasen mitmähen, aber eigentlich wollte man Menschen schnetzeln. Ich finde das wahnsinnig wortstark und inspirierend, um darüber nachzudenken, aber dann ist ja dein Apolut TV, da ist auch Sendungen dort, ist dann auch ein Abfallprodukt. Es ist nicht so einfach gedacht, einfach zu sagen, ja, alles, was erfunden wird, ist dazu da, um die Menschen zu kontrollieren und Macht zu erweitern. Natürlich wird das versucht, das zu hijacken und meistens gelingt das wahrscheinlich auch, aber das ist nicht die Ursache, dass es Atomkraft gibt, dass es Zentralheizung gibt. Warum gibt es Atomkraft? Ich weiß es nicht, weil es basiert auf Einsteins Ideen. Ich weiß es. Auf Einsteins Ideen. Er wollte wahrscheinlich kein Hiroshima. Oppenheimer wollte das auch nicht, okay? Aber wer bezahlt die Forschung? Und das ist halt immer so. Man bezahlt Wissenschaftler und deren Eitelkeit die Forschung, die ja Millionen und Milliarden kostet, und dann nimmt man das und baut eine Bombe. Aber sie wollten alle den Namen, sie wollten das Atom spalten, das wollten die alle schon, sie wollten das Atom spalten. Und dann hat man das Manhattan-Projekt gemacht. Und das Manhattan-Projekt hat richtig viel Geld gekostet. Okay, und dann wusste man ganz genau, als Atommacht braucht man ganz viele Manhattan-Projekte, das kann man sich nicht leisten. Deswegen, wir machen Folgendes, wir sorgen dafür, dass wir Atomkraftwerke bauen, und da geht es aber nicht um den Strom, das ist ein Abfallprodukt, wir brauchen das Plutonium für unsere Bomben. Das ist die Idee hinter der Kernkraft. Nur wer Kernkraftwerke hat, hat Plutonium. Frankreich hat ziemlich viele Kernkraftwerke und ist die drittgrößte Atommacht der Welt mit 300 Atombomben. Warum schalten die nicht einfach ab? Die brauchen das Plutonium, weil das jetzt zerfällt. Das wissen die nicht. Es gibt einen Deal zwischen der Internationalen Atomenergiebehörde und dem Rüstungsteil, dass wenn irgendetwas publiziert wird, was der Atomkraft schaden könnte, wird das denen durchgereicht und die entscheiden dann, veröffentlichen oder nicht. Das heißt, was du als Atomstrom beziehst, ist der zivile Arm der Rüstungsindustrie, die das Plutonium braucht. Und so ist es mit allen anderen Sachen auch. Das Internet ist erfunden worden, weil es safe ist beim Atomschlag, weil es eben nicht elektromagnetisch platt zu machen ist, okay? Und dann hat sich das auch zivil entwickelt. Und dann hat man gesagt, okay, damit kann man Leute auch insofern super überwachen, weil die ja alles preisgeben. Das ist die beste Spionage ever. Es muss harmlos daherkommen. Und Facebook wurde, nachdem Zuckerberg dabei war, ja von Leuten übernommen. Das ist ja heute die CIA in der Chefetage. Und Herr Zuckerberg hat nichts mehr zu sagen.
aber es ist doch immer zweischneidig. Du hast, ich kenne ja, ich, also nicht, dass du meinst, ich widerspreche dir, ich finde alles, was du sagst, macht Sinn, aber es gibt auch das Gegenteil davon, dass Leute zum Beispiel eben dank Social Media sich vernetzen können, dank YouTube und so weiter. Und dann werden sie abgestellt. Ja, aber würdest du sagen, denn unter dem Strich hat das mehr Nachteile? Die Luditen wollten ja, glaube ich, die Technologie verhindern. Die wären am liebsten im 19. Jahrhundert stehen geblieben. Nicht, dass man das könnte, aber ich denke... Freiheit, wenn du bei deiner Freiheit... Möchtest du das aufhalten? Wenn deine Freiheit da auf einer... Deine Freiheit nur gewährleistet ist, wenn diejenigen, die sie dir zur Verfügung stellen, das durch... Guck mal, ich hatte den weitreichsten, stärksten YouTube-Kanal. Mit KenFM. Und dann haben diejenigen, die gesagt haben, da darf jeder gesagt, nee, der nicht mehr. Das können sie mit jedem das machen. Das verstehe ich schon. Aber Bürgerjournalismus ohne Internet zum Beispiel... Geht auch. Ohne Internet. Geht auch. Aber... Wenn du ihn nur internetmäßig machst, du musst Print machen. Aber wenn ich mir überlege, du bist ja meine Primärquelle für all diese spannenden Fragen. Als es noch kein Social Media, kein Internet gab, da haben doch die Leute noch viel mehr glauben müssen, was auf der Welt passiert, dass sie die Zeitung lesen, weil es wirklich keine Konkurrenz gab. Und jetzt haben wir einen Glenn Greenwald, Entschuldigung. Ja. Was haben wir verändert? Nichts. Hast du jetzt gesagt? Nein, ich frage. So. Aber wenn das so wäre, dass es nichts ist, wie du, ich habe das suggeriert, das hast du mir suggeriert, dass ich das sage. Oder du hast diese Antwort erwartet. Aber warum machen wir es da? Weißt du, warum? Weil wir sind ja so erzogen worden, dass wir in der Außenwelt etwas tun können. Aber der Gegner ist so übermächtig, wie du ihn machst. Wenn du sagst, Herr Drewemann hat ja irgendwie Einfluss, der hat doch gar keinen YouTube-Kanal. Und Jesus auch nicht. Hat er noch Einfluss? Ja, ein bisschen. Schwierig, ne? Also, Jesus? Aber Moment, wenn du, das ist jetzt eröffnest du mir ein ganzes Kleidoskop an Fragen mit dieser Aussage, wenn es ja nichts bringt. Ich sage nicht, dass es nichts bringt. Ja, wenn du aber glaubst, dass das alles ist, was du tun kannst, dann hat man dich auf ein Gleis gepackt und kann dich dort abschalten. Das ist so, wir werden am Ende alle nur noch bei einer Bank sein, die Alternativen. Die wird man kassieren und abschalten. Ist ganz einfach. Und dann kommt das digitale Zentralgeld. Das heißt, Freiheit ist nicht nur von Geld abhängig. Natürlich kann man mit Geld in dieser mehr machen. Aber wenn man glaubt, dass man ohne Geld nichts mehr machen kann, das ist nicht wahr. Es gab Gesellschaften, die hatten gar kein Geld, die waren auch frei. Aber denkst du, das klingt so, als ob die zwingendermaßen Erfolg hätten mit allem. In der Gegenwart. In diesem Bewusstsein haben sie Erfolg damit. Und wenn du dein Glück von dieser Gegenwart abhängig machst, hast du immer verloren. Aber wenn du davon überzeugt bist, dass die Bösen gewinnen, ich weiß, bei dir muss man die Worte abwägen, aber versuch's wohlwollend zu interpretieren, was ich sagen will. Wenn du überzeugt bist, dass die Bösen gewinnen, warum trotzdem kämpfen? Ich kämpfe nicht. Warum trotzdem Apolut betreiben? Apolut ist ein Kanal, der Tagespolitik betreibt. Da wird Tagespolitik täglich zwei Podcasts. Warum? Weil es Leute gibt, die immer noch in der Gegenwart als einzige Gegenwart leben. Für die der Scheinwerfer Truman Show noch nicht runtergefallen ist. Und die sagen, viele Menschen sagen, aber bei Corona... Aber dann bringt es ja doch was. Sonst... Ja, das bringt es als erster Schritt. Und dann musst du raus. Und wenn du in der Gegenwart bleibst, lebst in einer Fernsehserie. Das ist eine Fernsehserie. Und dann sagt, dann wechselst du die Fernsehserie. Du musst den Fernseher ausmachen und raus. Ach, das war's, du hast eine Serie. Diese Gegenwart ist nur eine Serie. Weißt du, womit bezahlst du? Du bezahlst all das mit Aufmerksamkeit. Wenn du nicht mehr erreichbar bist, wenn niemand mehr erreichbar wäre über Medien für die Mächtigen, hätten sie überhaupt keine Chance. Weil überlegen wir mal, es gibt weltweit, sagen wir mal, 10.000 Menschen, die die Puppen tanzen lassen. Die können uns nicht die Fäden zuwerfen, wir müssen die aufsammeln. Wir schalten ein, die können uns nicht einschalten. Wenn sie uns übermorgen chippen und es verpflichten wird, dann ist es möglicherweise anders. Und das ist das Ende von KI, das ist das Ziel von KI. Dich zu chippen, dass du dir die Frage stellen lassen musst, gibt es ja auch schon Versuche in Davos, dass Kopfhörer die Gehirnwellen grob auslesen können, morgen als Internet, als Adresse ausdrücken, dass man das, was du denkst, auslesen kann. Und dann wird man Folgendes tun. Das sage ich nur, was passieren wird. Ich würde es genauso machen, wenn ich so denken würde wie sie. Ich kann inzwischen so denken, aber ich kann auch die Rolle verlassen. Ich würde sagen, okay, da sind LKW-Fahrer zum Beispiel und die sind in den Stauende gefahren, weil die übermüdet waren. Hätten die einfach diese Hirnscanner getragen als Mütze, dann hätte der Lastwagen automatisch gestoppt. Also tragen alle LKW-Fahrer in Zukunft diese Dinger wegen der Sicherheit. Da kann niemand dagegen sein. Und dann alle Lokführer und alle LKW. Und dann macht man dir ein Angebot, deine Autoversicherung, die wird günstiger, wenn du das machst. Dann wirst du das auch noch machen. Und dann wird es plötzlich einen Amoklauf geben von jemandem, der diesen Kopfhörer gar nicht getragen hat.
Wenn wir gewusst hätten, was der denkt, dann wäre das zu verhindern gewesen. Und dann müssen Sie ab sofort alle fragen, wieso trägst du keinen Kopfhörer? Was hast denn du zu verbergen? Und dann wird eigenes Denken kriminalisiert. Jeder, der denkt ohne Überwachung, wird kriminell. Und dann wird man dich WLAN-fähig machen. Dann hast du riesen Vorteile. Du kannst für wenig Geld lernst du eine Fremdsprache für eine Viertelstunde. Kannst du für ein halbes Jahr Italienisch, wenn du lizenziert bist. Dein Denken, auch schlechte Gedanken, die werden einfach überspielt. Die hast du gar nicht mehr. Und dann bist du matrixmäßig. Und das ist super bequem. Okay, aber dein Auftrag ist nicht, auf diesem Planeten bequem zu sein. Und ich lehne dieses Angebot ab, weil ich möchte gerne persönlich scheitern. Das ist mein Job. Ich möchte persönlich meine Fehler machen, weil das Leben, sonst degeneriere ich. Wir werden Neander-Digitaler. Das ist das Ziel derer, die uns als Nutzmenschen sehen. Und das ist auch meiner Meinung nach das, was sie eben auch sehen. Wir leben ja in der Industrierevolution 4.0. Und da brauche ich nicht mehr so viele Leute an der Werkbank, weil das macht jetzt KI. Das heißt, wir sind überflüssig. Wir sind unnötige Esser. Und das sagt ja auch Harakiri oder Harari, wie du ihn nennst, nämlich, dass die Zukunft des Menschen nicht menschlich sein wird. Und darauf sage ich, eine Zukunft des Menschen ohne Menschlichkeit ist keine menschliche Zukunft. Aber die sagen, ja, der Mensch ist ja nur eine biologische Maschine, die kann man hacken. Dann geht's ja im Leben um nichts, oder? Darum geht's, dann kannst du dich ja gleich erschießen. Es spielt ja keine Rolle, ob du erfolgreich bist oder der letzte Loser, am Ende liegen wir und sterben wir alle. Dann, warum soll ich mich überhaupt anstrengen? Weil es um etwas anderes geht. Und deswegen, um zurückzukommen, du darfst das, was du als Gegenwart siehst, nie als das damit verwechseln, mit der Realität verwechseln. Das ist eine Serie. Und die werden auf dieser Serie versuchen, dich irgendwie zu kontrollieren. Aber am Ende entweichst du. Du wirst entweichen. Mir das ist sehr spannend. Kannst du mir das ein bisschen genauer erklären? Was darf ich nicht verwechseln? Der Film, der läuft und... Du bist in einem Film, den du für die Realität hältst. Und sagst, es gibt ja Fakten. Sie haben ja kein Recht auf alte, sie haben auf eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Es gibt keine Fakten, weil Fakten sind immer, das ist beurteilt. Also, was sind jetzt die Fakten beim Ukraine-Krieg? Kommt drauf hin an, wenn du fragst. Die einen sagen, Russland hat mit Kettenfahrzeugen, die anderen sagen, vorher haben sie das Land destabilisiert. Beides Fakten stimmen. Und die Frage ist, und wie ja, das ist ja noch kein Grund, finden wir schon. Wer hat jetzt recht? Wenn man so provoziert, dann weiß man, finden wir nicht. Ab wann gilt das Völkerrecht? Ab wann gilt es nicht? Das ist eine Grauzone. Okay? Genau, wir sind das ja heute, muss man verstehen. Wir sind ja heute nicht mehr in einer, wir sind ja heute nicht mehr im, bei den Menschenrechten. Wir sind ja heute bei einer wertebasierten Weltordnung. Und die ist natürlich Dollar geprägt. Jetzt verliert der Dollar seinen Wert. Der Petrodollar verliert seinen Wert seit 71. Und die Leute bezahlen plötzlich Energieträger mit heimischen Währung. Das heißt, das Dollar-Imperium fällt zusammen. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, der einem Hoffnung machen kann. Weil alles ist ja übermächtig und so weiter. Du bist selbst der Produzent von Ohnmacht. Wenn man sich mal anschaut und sich mal mit Harold Innes beschäftigt, da gibt es etwas, was er lange untersucht hat, nämlich korreliert die Stabilität eines Weltreichs mit dem Tool, auf dem kommuniziert wird. Die Antwort lautet ja. Das stabilste Weltreich, was es je gegeben hat, das waren die alten Ägypter. Das gab 7000 Jahre und die haben in Stein kommuniziert, kannst du heute noch sehen. Dann kommen andere Kommunikationsformen dazu, Papyrus, das Radio und so weiter. Die Weltreiche werden größer, aber auch instabiler, weil niemand hält mehr 7000 Jahre. Und heute haben wir es mit einem digitalen Weltreich zu tun. 0 und 1. Und wenn du da den Stecker ziehst, bricht alles zusammen. Es ist das instabilste Weltreich, was es je gegeben hat. Das ist dieses Höhlenland, dieser Schatten. Oh Gott, Amerika. Quatsch. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind... Wenn der Strom ist. Geschichte. Und das bedeutet... Und du denkst, dieser Stecker wird mal gezogen werden. Der kann gehackt werden. Du hast es jetzt damit zu tun, dass auf der anderen Seite nicht plötzlich jemand da ist, sondern, und das ist für uns neu, jemand sich wieder erhebt. Die Chinesen erheben sich wieder nach 150 Jahren Opiumkrieg, Boxeraufstand und Kolonialismus. Die sind zurück, und zwar mit einer Kultur, der sind wir nicht gewachsen. Gilt übrigens auch für den Orient. Warum steht der Iran noch? Weil du dem Iran und dem geistlichen Iran nicht gewachsen bist. Die brauchen keine Atombomben, um weiterzumachen. Die sagen... Dinge kommen und gehen, überleben wir auch noch. Und dann, okay? Und deswegen bin ich ja ganz zuverlässig. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es auch schon Intelligenz gab vor Amerika. Russen sind ein Kulturvolk. Der Orient sind Kulturvölker. Europa ist ein Kulturvolk. Nur wenn die Europäer ihre eigene Geschichte vergessen und sich von über sie einreden lassen, dass wenn der Euro fällt, Europa nicht mehr da ist, denke ich, aha, dann hat es also Europa erst mit dem Euro gegeben. Also den Euro gibt's ja noch gar nicht so lange. Davor war das alles nicht besiedeltes Gelände, ja? Das ist doch alles Schwachsinn. Und da sage ich immer noch, ist das ein Joke oder muss ich die Pointe mir denken? Auf so einen Quatsch falle ich gar nicht mehr rein. Ich höre mir diesen Müll nicht mehr an. Das heißt, wenn du glaubst, dass du durch Technologie weiterkommst, wohin? In die Abhängigkeit. Aber was glaubst du, also irgendwie bin ich ein bisschen überfordert, weil ich denke, irgendwie widersprichst du dir. Einerseits sagst du genau, jetzt kommen diese, jetzt werden wir gechippt, jetzt wird das kommen und so weiter. Also aus dem Film gleichzeitig sagst du, alles kommt und geht, das ist ein Wandel. Weißt du, es ist so, dass ich
was ich sagen möchte, ist, die Leute sagen, du widersprichst dir. Diese Welt ist widersprüchlich. Sie ist widersprüchlich und sie bleibt es. Wir haben zum Beispiel jede Menge Widersprüche, aber keine Widersprechenden. Verstehst du, was ich meine? Doch, du bist ein Widersprechender. Ja, ich meine nur, wir haben zum Beispiel Bankenkrise. Gibt's nicht, hat's nie gegeben. Jetzt sagst du, aber 2008 war doch. Es gibt keine Bankenkrise. Das ist eine Bankerkrise. Das ist doch was ganz anderes. Das ist eine Krise von Menschen, die dann aber sagen, das sind Gebäude. Das sind gesichtslose Bürokratien, wo du sagst, das sind Sachzwänge. Nein, das entscheiden Menschen. Die Pharmaindustrie ist irgendwas, nein, das sind Leute, die sagen, wir geben dir das. Und wenn du die Verantwortlichkeit wiederherstellst, wie beim Sonnenkönig, dann rollen Köpfe. Ich bin übrigens dagegen, dass Köpfe rollen. Ja? Ich sage immer, Emma Goldman, wenn ich nicht tanzen kann, will ich eure Revolution nicht. Ich bin dagegen. Aber komm mir doch nicht mit diesem lächerlichen Quatsch, dass du sagst, dass ich das nicht durchschaut habe. Das ist so schlecht. Damit kannst du mich nicht täuschen. Und dann wirst du schon sehen, dass wir in deiner Gegenwart einschenken, womit. Das Maximale, was du mir antun kannst, ist, dass du mein Leben verkürzt. Und dann ist diese Version nicht mehr da. Taucht woanders wieder auf. Oder habe ich mir meine Geburt genehmigen lassen durch die Mächtigen? Nö. Und ich komme zurück. Verstehst du? Das ist mir doch egal, wer da nicht am Drücker sitzt. Kein Mensch sitzt am Drücker. Kein Mensch hat tatsächlich irgendwas zu sagen. Niemand, auch nicht die hinter Bill Gates stehen oder. Wenn du dir vorstellst, also stell dir mal vor, die Menschen in Silicon Valley oder die Menschen in Hollywood würden glauben, dass Hollywood die Welt wäre. Dann können sie sagen, du kommst nicht mehr im Kino vor. Und wenn du nicht ins Kino gehst, wirst du nicht betroffen. Und die ganze Welt geht eigentlich gar nicht ins Kino. Ich kenne keine Ameise, kein Dinosaurier und kein Blauwal, der sagt, oh scheiße, ich gehe. Die ganze Welt, der größte Teil der Welt, geht nicht ins Kino. Das sind nur einige Menschen, die sagen, ich wäre gerne, der Rest ist nicht davon betroffen. Also hier die Schweizer Alpen waren noch nie im Kino und die sagen, oh Gott, ich kann nicht mehr. Verstehst du? Ja, das ist ja nicht so wichtig, sagt wer. Ja, es betrifft Menschen. Menschen halten sich für zu wichtig. Das ist der Joke. Warum? Wenn der letzte Mensch verschwunden sein wird, wird die restliche Natur in ein großes Lachen ausbrechen, weil wir sind deren Netflix. Außer ein paar Haustiere, die wir. Ja, wir sind deren angucken. Unterhaltungsprogramm. Und weißt du, Konrad Lorenz, der sagt, Konrad Lorenz hat es mal vorher gesagt, der Missing Link zwischen Menschenaffen und Mensch, das sind wir. Ja, wir sind auf dem Weg zum Menschsein. Ja, eben. Und es gibt natürlich auch Staaten, ja, soziale Staaten, bei denen die Klügsten am Drücker sitzen, das sind Paviane. Das ist witzig, was wir hier machen. Deswegen, Demokratie ist lustig. Demokratie ist auch eine Form der Organisation. Und wenn man sich auf die alten Griechen beruft, wer durfte denn da wählen? 10% der besitzenden Klasse und keine Frauen. Weil Frauen waren keine Menschen. Die hatten weniger Zähne, wurde behauptet von Philosophen. Hatten Frauen weniger Zähne? Natürlich nicht. Das hat die nicht interessiert. Okay. Verstehst du? Deswegen, wenn wir immer aufblicken, wie war das gemacht? Doofe Frage. Ja, ich meine nur. Wo ich du denke, wirkst so überzeugend, ich glaube. Boah! Was, das wurde alles für Müll erzählt, ja? Auch die großen, wenn man sich auf Franklin und diese ganzen großen amerikanischen Präsidenten beruft, die waren aber parallel dazu Sklavenhalter. Die waren davon überzeugt, dass Schwarze keine Menschen sind. Palästina war, als es besiedelt wurde, frei von Menschen. Da waren nur Palästinenser. Die Braut ist schön, aber nicht verheiratet. Das sagt den Leuten nichts, weil sie nie Ben-Gurion gelesen haben, weil sie halt nichts gelesen haben. Aber ich lese nur. Mhm. Verstehst du? Und wenn man halt gar nichts gelesen hat, dann kann man auch gar nichts wissen. Man kann aber auch Dinge anders erfahren. Aber diese Leute sind primitiv. Ich habe von Primitiven sehr, sehr viel gelernt. Weil Primitive stellen nicht taktische Fragen. Die klügsten Fragen, die ich je gestellt bekommen habe, habe ich von meinen Kindern gestellt bekommen. Die klügsten Aussagen von meinen und anderen Kindern. Meine 4-jährige Tochter hat zu mir gesagt, Freiheit ist, wo wir alle nicht rankommen. Also. Was? Freiheit ist, wo wir alle nicht rankommen. Das hat deine 4-jährige Tochter gesagt. Ja, ich habe sie nämlich gefragt. Sag mal, Lara, was ist Freiheit? Freiheit ist, wo wir alle nicht rankommen. Und warum bist du jetzt nicht im Zen-Kloster gelandet? Ich bin noch nicht reif dafür. Ich war auch mal in Kathmandu und ich bin noch nicht reif dafür. Aber gestern in meinem Vortrag war auch ein Mönch. Und das sind für mich Leute, wo ich denke, so wäre ich gerne. Welche? So werde ich vielleicht bald gern, indem ich das Gelaber einfach einstelle und sage, so, aber wenn wir jetzt hier ein Interview machen, oder du würdest jetzt hier 90 Minuten schweigen, ja, dann wäre es komisch. Ein Traum von mir ist ja Hallen, die ich nicht mehr betreten darf mit meinen Vorträgen und die auch ein Daniele Ganser nicht mehr betreten darf, ob jetzt sie gemeinsam 90 Minuten schweigen, ob das auch verboten wird. Ich bin gespannt. Auch das ganz gefährliche Schweigen. Ganz gefährlich. Also ich möchte mal jemanden nochmal nennen, den ich sehr bewundere, den ich wirklich gut finde. Kai Stut, sagt er was. Hat den Film gedreht. Hab ich interviewt. Ja, eben. Kai Stut. Können 100 Ärzte lügen. Das ist ein super geiler Fotograf. Der war sehr erfolgreich. Werbung, alles gemacht. Wirklich Geld verdient. Tolle Sachen gemacht. Ein Nerd. Ja, schwierige Jugend gehabt. Krebs überlebt. Cooler Typ. Und der hat sich mit mir während der Corona-Phase auf ein Wohnmobil gesetzt. Und seitdem kriegt er keine Aufträge mehr. Mit dem Meditieren? Ja, wir haben da meditiert. Überleg mal. Also sowas Radikales.
Verstehst du? Und dann saßen Leute unten, die haben eine unerlaubte politische Äußerung von sich gegeben, die haben das Grundgesetz hochgehalten. Und die Polizei hat mich angehalten und gesagt, Herr Jepsen, kommen Sie mal her, wir möchten Ihre Personalien feststellen. Diesen Satz in sich. Herr Jepsen. Kommen Sie mal her. Wobei du genau genommen ja nicht Herr Jepsen bist. Genau. Und was habe ich dann immer gemacht? Das merkt ich. Ich habe, während ich dann da war, die ganze Zeit Police gesungen. Das haben die nicht gemerkt. Police? Ja, Police. Welchen ich singe dann Song? Immer... Was ich, du, oder Message in the Bar. Ich habe ja, Police, das merken nicht. Weil immer, wenn ich drei Polizisten zusammen sehe, denke ich, Stuart Copeland, der Rest ist wieder da. Das merken hast die nicht. Dieses das ist meine Form des Humors, dass ich denke, boah. Hast du dieses Video gesehen, wo man diese Polizisten sah, im Sturm, die aussahen wie Darth Vader-Truppe und einer hat mit, was war's, mit einer Trompete, die Darth Vader, ja, Star Wars, gesehen. Das war großartig. Die sahen alle aus wie die dümmsten Affen, wie sie da im Gleichschritt. Ja. Aber vielleicht mal etwas, was ich mir überlegt habe, wie man sich wehren kann. Und zwar friedlich. Ich bin ja für den friedlichen zivilen Ungehorsam. Wenn Menschen auf ich der bin nächsten, auch zivil ungehorsam, ja, nehm ruhig. Hier ein bisschen wenn Menschen auf der nächsten Großdemonstration alle weiße Malerklamotten dabei haben, die man so anziehen kann, und sie sich alle auf der Demo anziehen, und dann kommt wieder irgendeine Gruppe von Polizisten und greift sich irgendjemand raus, dann sollten alle diese weißen Menschen irgendwie herumdrehen und die Polizisten rein und sie sanft entkleiden und oben nackt durchreichen. Und ich sage dir, nie wieder werden Polizisten auf Großdemonstrationen, wo alle weiß gekleidet sind, Menschen schnappen und die zu verprügeln. Weil niemand möchte dieser Peinlichkeit ausgesetzt hat, oben nackt durchgereicht zu werden. Das macht man in Amerika so, das straft dir da dann, also irgendwelche harten Hip-Hopper müssen dann in pinken Klamotten draußen die Straßen fegen. Das macht die so lächerlich, dass sie dem Scheiß einfach aufhören. Das würde ich machen. Und dann wird die Polizei natürlich sagen, wer mit weißen Klamotten kommt, wird verboten, dann bringt blaue mit. Dann müssen sie Farben verbieten. Verstehst du? Wir müssen und das ist mein Rat, wir müssen etwas entwickeln, was die Elite hat, ein Klassenbewusstsein. Haben wir nicht. Die sich da in Davos wehtut treffen, die treffen sich ja, um die bestehende Macht zu organisieren. Und die sagen aber dann zu anderen, die sich treffen, dass das ein Geheimtreffen wäre. Davos ist ein Geheimtreffen, weil ich werde nie eingeladen. Okay? Einfach sagen kollektiv und dann kollektiv handeln. Und das hat auch eine Wirkung auf die Polizei, weil die sind ja auch nur Menschen. Wenn die plötzlich merken, das sind ganz, ganz viele, dann geht es eben denen so, wie damals bei den Black Panthers. Als die Polizei gemerkt hat, da kommen ganz viele Black Panthers an Uniform, die greife ich lieber nicht an, weil es hat eine Wirkung. Okay? Wenn man dir mit einigen Uniformen gegenübertritt, ja, was ich, da sind 150 Polizisten und auf der anderen Seite sind 18.000, wie eine Demo in Berlin, 18.000 gegenüber, dann schauen diese 18.000 Leute diesen 150 Polizisten zu, wie sie sich einzelne Leute raus. Dabei sind sie zahlenmäßig total überlegen. Warum? Weil wir so einfach hingehen und wenn einfach 18.000 Leute 300 Polizisten umarmen, stell dir das mal vor. 18.000 Leute, 800.000 Leute umarmen die gesamte Polizei. Aber das wäre ein ziemlicher Superspreader-Event. Ja, okay. Und was ist da passiert? Die haben die umarmt und nackt. Dann ziehen sich alle aus. Beschreiben Sie die Person, die waren alle nackt. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Das ist geil, das würde ich machen. So. Und wer ist Polizist? Alle sind plötzlich nackt. Wie der Gott sie schuf. Verstehst du? Wir entuniformieren uns. Aber wir beide wissen, das wird nicht passieren. Doch, wird passieren. Schon in deiner Realität. Oder? Ich habe das gerade ausgesprochen, es werden Leute umsetzen. Ich rate davon ab, ich sage nicht unbedingt machen, aber wenn es jemand macht, ist es wahrscheinlich ein Video. Ich fordere nicht dazu auf, das wäre ja irgendwie, ist es strafbar, aber als Kunstaktion ist es, nicht, ist es denkbar. Ist es für dich nicht beleidigend, dass du als Journalist seit über 20 Jahren intelligente Informationen lieferst, und dann trotzdem auch nach 20 Jahren noch praktisch alle Menschen, und das muss man so sagen, auf die allerplumpeste Propaganda reinfallen. Nein, die Jungs, die das machen, das ist ziemlich gut gemacht. Ich habe immer gedacht, Propaganda sei schlau gemacht, aber es ist einfach die Lüge groß genug oft wiederholt. Und es ist so plump. Ich nicht den Glauben an die Menschheit, dass alle immer noch mitmarschieren bei diesem Mist. Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Ja, das ist ein schöner Satz, den ich kenne und den ich gut finde, aber ich verstehe nicht, was du in der Soziologie nicht entscheidest, wie du etwas findest. Man spricht dein Unterbewusstsein an und man spricht deine Emotionen an und die hast du eben nicht im Griff. Das ist ja genau der Punkt. Aber ist es nicht wahnsinnig enttäuschend? Das ist ein Reflex. Du hast ja mit dem Joker-Video zum Beispiel, ich habe auch versucht über Humor, über Aggression sogar, du glaube ich nicht. Ich war humorvoll, ich war aggressiv, ich war informativ, ich war statistisch unterwegs, ich habe Interviews geführt, um die Leute irgendwie aufzuwecken. Du machst das schon 20 Jahre länger. Es funktioniert ja alles nicht. Was erwartest du denn eigentlich? Ja, genau.
Ich habe aufgehört, etwas Sag zu mir, erwarten. was ich erwarten darf. Wenn du das mit Humor siehst und sagst, es war eine spannende Zeit gewesen, weil dein Leben ist nicht langweilig, dann hast du da schon eine Menge erlebt. Und den einen oder anderen, den wirst du inspiriert haben, dass er selbst dazu übergegangen ist, sich selbst zu ändern. Und das ist okay. Okay. Und das ist okay. Dann warten wir auf einen Kulturwandel, dass die Freiheit wieder geschätzt wird. Wir warten nicht auf den wird. Kulturwandel, wir machen den. Das ist halt langsam. Wir sind jetzt drin, genau. Ein Kulturwandel. Wir sind Teil einer Evolution und die geht sehr, sehr langsam. Wie lange dauert das, bis eine neue Art entsteht? Mhm. Und das Art ist ja Kunst. Wie lange entsteht es, bis eine neue Art des Zusammenlebens entsteht? Es wird eine Generation dauern, möglich, zwei. Vielleicht noch länger. Welchem Anspruch, das muss bitte gefälligst schnell gehen. Warum? Wie lange hat es gedauert, bis weißt der Mensch du, auf dem Planeten erschienen ist? Ich habe mich mit diesem Gedanken so lange intensiv beschäftigt, weil am Anfang ging ich auf die Plätze, weil ich gedacht habe, bei Corona, dieser Missverständnis, die Leute werden es verstehen. Und dann habe ich gemerkt, dass die Politiker gar nichts verstehen oder zumindest tun, als ob sie nichts verstehen. Und ich habe gemerkt, also die Demonstrationen helfen nichts. Ich habe gemerkt, die Gerichte, auf die ich gesetzt habe, die helfen nichts. Dann haben wir Abstimmungen gehabt in der Schweiz, Referenden gegen die Corona Unterdrückungsmaßnahmen, die Politik half nichts. Und ich bin jetzt am Moment angekommen, wo ich sagen muss, es braucht einen Kulturwandel, es braucht einen Wandel des Zeitgeistes. Wir sind wie die Hippies, einfach eine Generation älter oder zwei. Wir müssen jetzt einfach als 50-Jährige wieder den Leuten erklären, dass nicht unbedingt freier Sex, aber Freiheit als ganz generell gesprochen einfach sehr, sehr sexy ist. Und das ist, was uns weiterbringt, was uns ein schöneres Leben beschert als dieses Leben Unfreiheit im Namen, diese Intoleranz im Namen der Toleranz, dieser Rassismus im Namen des Antirassismus und so weiter, das kennst du alles. Wir nennen das ja Cancel Culture, also die Kultur der Zensur. Nein, weißt du, wenn du von den Hippies sprichst, die einen sind ja Hippies geworden, die anderen sind nach Silicon Valley und haben diese die digitale Welt aufgebaut. Das sind ja, waren ja in derselben Zeit aktiv. Der Punkt ist einfach, wir verstehen am Ende nicht, was das wirklich ist, aber du darfst es auch nicht zu ernst nehmen. Jede Generation muss sehen, wie sie weit sie kommt, und das sind Wellenbewegungen. Es war schon mal viel besser und es war auch schon wieder schlimmer und es wird immer weiter, aber das wird alles, das Einzige, was wirklich stabil ist, ist der Wandel. So. Und wenn du die Welt aber... Ich sprach vom, hier in meiner Sendung von diesem, wie heißt es, der Glocke, das... Ja, Pendel. Der Pendel, das in die andere Richtung schwingt, genau. Das hin und her schwingt. Genau. Und Freiheit. Wenn man sich aber mit Kunst beschäftigt, mit Dichtung beschäftigt, stellt man fest, da wurde immer schon drüber geredet, es hat es immer schon gegeben. Und es scheint offensichtlich das Schicksal des Menschen zu sein, das immer wieder zu erleben, weil die Hölle auf Erden wird, ist ja menschengemacht. Das machen ja Menschen. Das ist ja kein Problem, was du mit Ratten hast, die das machen für dich, sondern es sind ja Menschen, die das mit anderen Menschen machen. L'enfer, c'est les autres. Ja, und dann wurde dann eben gesagt, so, und dann entzieh dich dahingehend, indem du deine Perspektive änderst, sagst, solange du in dieser Perspektive bleibst, also in dieser Fernsehserie lebst, wirst du versuchen, Lösungen zu finden außerhalb dieser Fernsehserie. Und da sind wir bei Einstein. Du kannst, wenn du dasselbe tust, nicht erwarten, dass etwas anderes dabei rauskommt. Wechsel die Perspektive, wechsel die Ebene, wende dich davon ab. Du wirst von diesen Politikern, die übrigens alle, während wir alle damit komplett überfordert sind, keine Antworten bekommen können, die irgendwie dem komplexen Problem Herr werden. Das komplexe Problem heißt, dass die Welt zu komplex ist, dass einige wenige zentralisiert es für alle gerecht herstellen können. Das ist eben nicht so. Aber das war noch nie so. Es wurde dir nur so von Leuten suggeriert, die die Puppen tanzen lassen wollen. Und es hat ja auch sehr lange geklappt. Aber das Internet als digitales Aufwachzimmer hat jetzt dazu geführt, zu sagen, irgendwie geht das eben nicht. Und jetzt wird dir ein Angebot gemacht, das kriegen wir alles klar und dann kannst du weiter marschieren. Oder aber du sagst, und tschüss, und gehst in die Wüste. Und da wird dir klar, das, was du bisher glaubtest, was die Welt ist, Truman Show, da ist ein Scheinwerfer runtergefallen. Und da sind wir, wenn du den Film kennst, einer von Gruber Kuckucksnest, wo am Ende der Indianer sagt, der nie geredet hat, Pfefferminzgeschmack. Und das ist für mich der Aufwachmoment. Verstehst du? Und der Typ entkommt. Er wird erstickt und entkommt. Mhm. Oh, und das ist hier Medikamentenausgabe. Du darfst das nicht zu ernst nehmen. Viel lachen, damit können die überhaupt nicht umgehen. Lächeln und nicht, weißt du, wenn du immer wieder hingehst und ihnen Futter gibst, dann nährst du sie. Du provozierst ihn. Aber es ist das Schlimmste, was du wirklich tun kannst, und für dich, das ist, sie mit Ignoranz bestrafen, ist nicht so wichtig. Ist doch nicht so wichtig, was Klaus Schwab sagt oder die Antifa, die dieselben Farben trägt aber wie die NSDAP. Aber was sie machen, ist schon wichtig. Ja, für sie. Wenn du weg bist, Corona, die Maßnahmen, ein die Pol erzwingt seinen wichtig. Gegenpol. Wenn du als Feind ausfällst, zerbricht die Antifa. Du musst schon einen Feind haben als NATO, um als NATO Bestand zu haben. Als Putin 2001 das Angebot gemacht hat im Deutschen Bundestag, er möchte Mitglied der NATO werden,
schrillten die Alarmglocken, weil wer ist dann der Feind? Hm? Verstehst du? Das ist doch eigentlich lustig. Ja, schon. Aber ist doch lustig. Das, vieles, was du sagst, ist wunderschön, auch zum Drucken, nicht nur als Kalenderspruch, sondern es klingt wirklich toll. Aber eben zum Beispiel bei Corona ist es eben nicht egal, was die anderen machen. Es sterben Leute einsam in Spitälern. Kinder bekommen Dauerschäden, auch Erwachsene kriegen Dauerschäden zum Teil. Ich selber habe wahrscheinlich auch so eine Art PTSD von dem ganzen Mist auch von den juristischen Anfeindungen und so weiter oder Anfechtungen durch den Staat. Es ist eben doch nicht egal, was man macht. Was mache ich denn jetzt damit? Was ist überhaupt Gesundheit? Was ist Heilung? Heilung ist Ordnung. Wenn Menschen etwas in Unordnung bringen können, können nicht Menschen es etwas in Ordnung bringen. Da sage ich nur Bruno Gröning. Wer ist Bruno Gröning? Bruno Gröning war ein Mensch, der in den 50er Jahren in Deutschland durch reine Anwesenheit Massen, die schwer beschädigt waren, aufgegeben durch die Medizin, geschädigt im Krieg, geheilt hat. Der bekam Heilverbot. Der Mann war Zimmermann. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Und er bekam Heilverbot. In den 50ern. In den 30ern mit Heilverbot wäre schwierig gewesen. Und woher weißt du, dass er geheilt hat? Weil das jede Menge Augenzeugen, die gesagt haben, ich habe nicht dran geglaubt. Gut, ganz viele Augenzeugen glauben auch, dass Jesus wieder auferstanden ist und dass Mutter Teresa irgendwelche Wunder vollbracht hat. Und so. Weißt du, die Frage ist ja, Jesus Christus, ist es eine Metapher? Für was steht denn das eigentlich? Ja, aber beim Punkt zu bleiben, woher willst du wissen, dass nur weil Augenzeugen das behaupten, das ist ja nur ein Indiz, aber keine Evidenz. Ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nichts. Aber ich spüre, wenn Leute zu mir sprechen, ob das eine Lüge ist oder ob das authentisch ist. Und ich glaube ja an irgendetwas. Und Glauben heißt... Gut, die Leute können es auch glauben und darum wirken mag ja sein, aber jemand, der vorher nicht gehen konnte und danach gehen konnte, der blind war, ab irgendeinem Punkt muss ich ja eh vertrauen. Und wenn du sagst, das geht ja nichts, wie funktionieren eigentlich Massenmedien? Massenmedien funktionieren nur mit Glauben, weil wer von uns war schon in Syrien? Ich nicht. Siehst du? Also glaubst du, was da passiert? Du warst sicher schon. Ja, sicherlich. Aber weißt du, vielleicht gibt es Syrien gar nicht. Okay? Das glaube ich denen. Also wenn du sagst, ach, das ist doch... Du glaubst, alles, worüber du redest, sind Informationen aus den Massenmedien, die eine Welt beschreiben, die du nicht kennst, das glaubst du. Weil das Einzige, was dort stimmt, ist das Datum. Und der Wetterbericht. Und der Rest ist vielleicht irgendwie ein Blödsinn. Nein, Wetterbericht stimmt auch nicht mehr. So viel Klimascheiße drin, aber... Ja. Und deswegen sage ich eben, weißt du... Ich habe ein Gespür dafür und ich glaube nicht an Wunder, ich sehe sie. Und zwar, wenn ich rausgucke, was da jeden Tag passiert da draußen, das kann ich mir nicht erklären. Ich weiß nicht, wie das Leben funktioniert. Das ist ein Wunder für mich. So. Und deswegen, wenn der Mensch etwas nicht versteht, weil es für ihn zu komplex ist mit seinem schwarzen Gehirn, dann ist das gleich das Chaos. Ja, oder das ist dann esoterisch. Ja, was auch immer, darum ist. Aber ich weiß nur eins, wenn du dich mal beschäftigst, zum Beispiel mit heiliger Geometrie, ich beschäftige mich mit allem. Heiliger Geometrie, das gibt es. Pythagoras seine Jungfrauengeburt, hast du das gewusst? Wenn du dich mit heiliger Geometrie beschäftigst, sagst du, okay, das, was da passiert im goldenen Schnitt, die Maße, die da sind, in jeder Schnecke, in jedem Baum, in jedem Menschen, das ist alles dasselbe Baupunkt. Ist das jetzt Zufall? Ja. Wenn du eine Wanduhr abnimmst, die funktioniert und tust die ganzen Teile in einen Pappkarton, wie lange musst du schütteln, dass es wieder eine Uhr wird? Ah, das Buch habe ich gelesen. Das ist solange super. Du willst, es wird nie passieren, weil dahinter gibt es eine Idee. Gibt es hinter dem da draußen keine Idee? Wirkt es so, als wenn es sich zufällig ereignet, dass das so funktioniert? Wer das wirklich denkt, der ist ein Witz. Okay? Mhm. Und da muss man aber auch über sich selbst lachen. Ich glaube es nicht. Ich glaube einfach, dass es Dinge gibt, die so hoch sind, dass ich sie in meinem jetzigen Bewusstsein nicht verstehe. Ich glaube einfach, es gibt nicht nur intelligentere Menschen als ich, es gibt auch intelligente Lebensformen, intelligente Systeme, es gibt Dinge, die größer sind als ich, die mehr drauf haben als ich, die einfach den Masterplan haben und ich bin da ein kleines Licht, das glaube ich. Weil wenn ich rausgehe, stelle ich fest, es gibt Dinge, die sind größer als ich, zum Beispiel die Schweizer Alpen, sind doch größer. Oder nicht? Und das kann ich hochpolieren. So, also für wen halte ich mich? Aber weil das Große wie das Kleine ist, ja, Makro und Mikro, sind wir ja gottgleich. Das heißt, wir sind eine kleine Ausgabe von dem. Wir bedingen einander. Und das ist ein großes Spiel, was ich gebucht habe. Und wenn ich mein Bewusstsein wechsle, dann sage ich, jetzt habe ich es verstanden, was ich natürlich nicht mehr sagen werde, weil ich da nicht mehr verbal arbeite, weil dann ist es nicht mehr polar, sondern es ist mir klar in dem, wo ich bin. Aber um es erkennen zu können von außen, muss es geteilt sein, muss es polar sein. Das ist die Krux, wo man sagt, warum ist das so? Und das ist genau das, was den Menschen eben auch ausmacht. Der Mensch kann viele Dinge erklären, wie sie sind. Aber warum etwas ist, da hat er noch nie eine Antwort. Warum ist Licht? Richard Dawkins, das sagt, dass diese Frage
eben einfach allzu menschlich sei, aber dass es diese Antwort wahrscheinlich gar nicht gibt. Er nennt dieses Beispiel, dass mit einem Kind spazieren ging oder sogar wandern ging und da gab es von einem Gletscher einen Findling, der da, also einen großen Stein, der da vom Gletscher rausgeschoben wurde, der Gletscher ist verschwunden und da stand da auf der Wiese einsam dieser Stein und dann ist dieses Mädchen, dann hat eine Frau gefragt, Richard Dawkins, warum ist dieser Stein hier? Und dann hat das Mädchen gesagt, damit die Kuh sich kratzen kann. Oder? Und das ist also etwas, was Richard Dawkins sagen wollte, ist, dass es uns wahnsinnig in das Bewusstsein irgendwie gebracht, weil der Grund sei, dass wir so denken, ist, dass wenn wir früher einen Löwen sahen und wir seine Zähne sahen, dass wir ableiten konnten, warum hat er diese Zähne? Weil er mich fressen, damit er mich fressen kann, zum Beispiel. Und diese Leute hatten einen evolutionären Vorteil und haben darum überlebt. Und darum fängt der Mensch an, Fragen zu stellen in allen Bereichen, auch wo es nicht unbedingt legitim ist, sondern meint eben quasi diese Frage nach dem Warum, dass das beinhaltet so etwas wie, dass es eine Antwort darauf gibt. Ja. Aber es sei sehr fragwürdig, dass es diese Antwort überhaupt gibt. Ja, weißt du, warum es den Menschen gibt. Genau, es gibt eine Geschichte, wo ein Mann mit seinem Sohn ins Museum geht und sieht da den David in Marmor und fragt dann, wie das, woraus das ist, aus einem großen Marmorbüsten. Dann hat der Junge gefragt, woher wusste Michelangelo, dass der David da drin ist? Eine sehr kluge Frage. Eine schön, sehr kluge ja. Frage. Du selbst findest das, was du suchst. Du selbst machst das. Du selbst bist ja ein Kreator deiner Welt. Und ich glaube einfach, Freiheit bedeutet, wenn alle Fragen verschwinden. Denn wer Probleme haben will, wer Probleme hat mit Antworten, muss erstmal Fragen stellen, die nicht beantwortet werden können. Und wenn das alles zusammenfällt, verschwinden die Antworten. Das ist das, was ich mir wünsche. Mhm. Ich verwünsche mir das Verschwinden aller Fragen. Dann gibt es nur noch die eine Antwort. Aber in einer polaren Welt, in der ich lebe. Aber kannst du einfach der katholischen Kirche beitreten, oder? Das heißt, alles beantwortet. Katholische Kirche ist organisierte Religion. Ja, dort sind alle Fragen beantwortet. Ja, ja, für Sie. Ja, in Deutschland du hast ist es mehr ja, Fragen. Nein, in Deutschland ist es ja so, dass wir sind ja kein Gottesstaat. Bei uns ist ja Kirche und Staat getrennt, was man auch daran erkennen kann, dass der Staat für die Kirche die Steuern eintreibt. Schön gesagt. darf man machen. Es gibt bestimmt auch ein paar Katholiken, die schwer in Ordnung sind. Ich habe mit diesen Clubs insofern nichts zu tun, weil da gibt es dann Regeln und Deutung. So muss sowas gedeutet werden. Und wenn nicht, geht's auf die Schnauze. Ich möchte, meine Anspielung war, nur weil man keine Fragen mehr hat, dann kann man auch nicht einfach frei sein, sondern man könnte in einer Sekte sein, oder? Ja, aber weißt du, der Mensch hat ja auch den Zweifel bekommen. Und im Zweifel steckt schon wieder das Wort zwei, entzweit. So, das ist, um Erfahrungen zu sammeln, muss es offene Fragen geben. Und es gibt immer mehr offene Fragen, ja, als du brauchst, gibt es immer mehr. Wunderbar, jetzt habe ich die Fragen gestellt, jetzt möchte ich dich fragen, welche offenen Fragen, du hast auf alles eine Antwort gewusst, ja. Welche offenen Fragen hast du denn? Ob das, was ich denke, was am Ende passiert, tatsächlich so passiert. Und ob ich mich da noch daran erinnern kann, an mein vorheriges Ich. Weil in 2001, wo der Astronaut plötzlich auf dem Bildschirm erscheint und seine Frau sagt, Bowman, sagt er, ich erinnere mich an ihn. Bowman? Ja, das Witz habe ich nicht verstanden. Bowman, ist, Bowman ist dieser Astronaut, der bei 2001 im Outer Space Odyssey. Ist. Ah, ja, ich Odyssey, dachte genau. 9/11, sorry. Ja, und der taucht dann, ich erinnere mich an ihn. Ich weiß das nicht. Ich kann das nicht sagen. Aber das Leben bleibt nicht spannend. Es ist immer spannend. Und da steckt das Wort Spannung drin. Die Chinesen haben ja gesagt, mögest du in interessanten Zeiten leben. Das wurde erfüllt. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob das schön war. Ich bin gespalten bei Corona. Natürlich fühle ich mich jetzt, ich habe jetzt interessante Menschen kennengelernt, unter anderem jetzt dich auch. Und mich von einigen Leuten verabschiedet. Das ist auch okay so. Und trotzdem ist in mir etwas zerbrochen irgendwie. Dass dieses, jetzt kann man eben sagen, Enttäuschung ist gut, das Ende einer Täuschung und so weiter, aber dass ich umgeben bin von so vielen Vertretern des Arschlochismus, wie ich es nenne. Vielleicht also, hast du das selber mal. Denunzianten, die... Vielleicht hast du das selber mal. Wo warst du denn vor 15 Jahren? Ja, dann war ich vielleicht, ich bin sowieso auch ein Arschloch, ich esse Fleisch, obwohl ich weiß, dass für ja, ein Tier leid passiert. Du hast dich verändert und jetzt sagst du, warum sind denn die anderen nicht? Vor 25, 30 Jahren... Ich habe nie Leute diffamiert. Ja. Ich habe nie Leute an den Pranger gestellt, ja. Weiß ich nicht. Du hast aber Leute beurteilt. Ist etwas anderes, ob ich andere Leute beurteile oder ob ich sie zwinge, irgendeine Substanz stimmt, in den Körper zu hauen. Du hast sie trotzdem beurteilt und oft auch von oben herab, das machen wir alle. Ja, ich fühle mich auch überlegen, vielen ja, Menschen. Siehst du, und das ist Überheblichkeit. Dafür zahlst du jetzt einen Preis. Würdest du sagen, das ist Überheblichkeit, wenn es einfach ein, weißt du, it's not bragging if it's true. Oder es ist kein Bluffen, wenn es wahr ist. Aber was und ist wahr? Ich weiß schon, aber es ist ja einfach so, dass es ja wirklich, also hast du keinen X-Account? Da siehst du, dass da dümmere Leute unterwegs sind ja, als du. Ja,
Warum bin ich denn dann da? Ich weiß nicht. Schlau wäre doch, da gar keinen Account zu haben. Ja, das ist wahr. Also verstehst du, wenn du also dort bist, was willst du denn? Sich darüber wundern? Was, das Schlau wäre doch auch. Ich will sagen, es gibt. Naja, ich muss doch dagegen an. Ich glaube schon, dass alle Menschen dumm sind, weil es gibt zu viel, das wir nicht wissen. Ja. Aber es gibt doch noch Nuancen von besonderer Dummheit. Nein, ich kann nur sagen, man kann nichts dafür, wenn man dumm geboren wurde. Ja, wird man übrigens auch nicht. Aber man ist dafür verantwortlich, wenn man dumm stirbt. Man muss das mit Humor sehen. Und deswegen immer bei sich selbst überprüfen, ob er das, was man von anderen erwartet, ob man das immer auch selbst schon gebracht hat oder erst seit wann. Das ist ganz oft so. Das siehst du, dass Leute dann eben aufhören zu rauchen, plötzlich die militanten Nichtraucher werden. Weißt du, was ich meine? Schon mit 15, ja, ich verstehe es, schon mit 15 habe ich über den Zweiten Weltkrieg an der Schule gehört und da hat es geheißen, wie die Deutschen mitgelaufen sind. Und ich hatte damals wirklich die Bescheidenheit zu sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich auch mitgelaufen wäre. Und das weißt du jetzt? Ich würde sagen, seit 3 Jahren tendenziell habe ich, ich sage nicht, dass ich in einem anderen Setting irgendwie anders hätte manipuliert werden können und so weiter, aber ich bin zumindest nicht stramm vorne mitmarschiert. Siehst du? Und das ist genau der Punkt. Die Stunde der Bewährung, wie wir sie 33 geschichtlich gehört haben, was wir uns gewünscht hätten, was andere hätten tun sollen, und das haben wir bei NTV gesehen, man hätte mehr und so weiter, da haben wir jetzt bei Corona gesehen, wie viele es nicht und wie aber doch. Und das ist die Gnade, dass du gesagt haben kannst, kannst du dir heute sagen kannst, ich weiß heute von mir, dass ich damals so gehandelt hätte, weil ich habe in der Gegenwart gesagt, dass ich es nicht getan habe. Und da bin ich dankbar dafür, dass das Leben mir etwas gesagt hat, dass ich von mir selbst sagen kann, ich bin nicht nur ein Arschloch, ich bin nicht nur feige, sondern ich war einmal aufrecht. Danke Corona. Oh, das hast mich richtig berührt. Und wir beenden dieses Gespräch, wenn es für dich in Ordnung ist. Das wäre jetzt wirklich schön. Oh mein Gott. Lieber zuerst noch die Hand schütteln. Danke dir vielmals für dieses tolle Gespräch und dass du kein Zeitlimit gesetzt hast und dass du so einfach so, dass du wirklich genau so bist im persönlichen Gespräch, vor dem Interview und während dem Gespräch. Du bist, und das erstaunt mich, absolut authentisch. Kannst du verstehen, dass man das nicht ganz glauben kann, wenn man dich einfach so auf Video sieht, dieses sprudelnde Orakel, dieser Widerspruch von seid friedlich und voller Energie gegen die da oben und so weiter. Es löst sich, diese Widersprüchlichkeit löst sich bei mir jetzt langsam auf. Ich habe irgendwie verstanden, dass man Politik und Spiritualität, ich kann es nicht, aber du kannst irgendwie wunderbar schaukeln, diese beiden Dinge irgendwie zu vereinen und zu trennen. Und ich glaube wirklich, dass du einen gewissen, weißt du, Daniele Ganser, glaube ich, sieht auch nie ganz, aber ich glaube, ich muss anfangen zu glauben, dass der so gelassen ist. Der ist so gelassen. Hä? Ja, Weil Widerstand muss man sich leisten können und ich lasse es lieber mit dem Widerstand, wie beim Strom. Und weißt du, nochmal, weil du gesagt hast, vorhin hast du, glaube ich, was zum Joker gesagt, auch wenn sich das viele nicht vorstellen können, ich bin sowas wie ein Schwamm. Ich kannte den Joker nicht. Ich habe den Joker eine halbe Stunde vorher als Trailer gesehen. Diesen kurzen Trailer von dem damals aktuellen Joker. Habe ich mir reingefräst und dann habe ich einfach rein und habe es laufen lassen. Ich dock an. Das ist ja da. Ich stelle auf Frequenz und vertraue, das, was ich gesendet bekommen soll, das wird durch mich durchgesendet und ich sag's dann. Da war ein Fehler, hätte man schneiden können, wie bei Gates gehabt. Ein Fehler drin, den lasse ich drin. Da wirst du angreifbar. Ja, ich gehe sogar zum Treffen, wo ich genau weiß, Judas hat mich verraten. Mir egal. Ich habe ganz viele Gesprächspartner, wo ich viel lernen kann, aber du hast mich jetzt wirklich inspiriert. Und das sage ich nicht, um mich anzubiedern. Ich glaube, ich habe nicht den Ruf, dass ich das mache. Aber das war jetzt wirklich ein ganz großartiges Gespräch. Vielen Dank. Ich bin sehr gerne in der Schweiz. Ich bin zu selten in der Schweiz, weil ich nicht mit der Schweiz nicht so gut auskenne, in der deutschsprachigen zumindest. Und wenn Leute Lust darauf haben, auch mal meinen Vortrag zu besuchen, weil da geht's, es endet dann mit spirituell, es fängt mit dem Kopf an und endet mit den Füßen, sage ich an dieser Stelle mal, dann wäre das sehr, sehr schön, wenn der eine oder andere vielleicht über dich sagt, wir hätten da was, weil es ist ja nicht so einfach für Schwurbler in diesem Land oder überhaupt im deutschsprachigen Raum Räume zu bekommen. Ich stelle mich dem, weil ich suche genau diesen Austausch. Mir geht's genau darum. Weil ich glaube, das ist etwas, was wir als Aktivposten leisten können, die direkte Begegnung raus aus dem Digitalen zu den Leuten und feststellen, ey, wir haben alle ähnliche Probleme, teilen wir unsere Probleme und erkennen wir, dass wir sie nur gemeinsam lösen können oder dass die Ohnmacht kleiner wird, wenn wir sie eben teilen. Deswegen bin ich auf Tour, weil es anstrengend auf Tour zu sein, aber das ist etwas, wo ich eben sage, da bin ich sehr dankbar auch dem Publikum, dass man sich trifft und sagt, ich bin authentisch, aber das Publikum ist eben auch authentisch. Und das ist, was ich cool finde. Ich habe ja, bei mir war letzte Woche ein Mönch da,
und Leute aus allen Bereichen, die sagen, ich bin einfach das, wir sind authentisch. Und das ist das, wir sollten uns viel mehr auf den Marktplätzen, in den Kneipen wieder begegnen und miteinander reden. Dann können wir Dinge, unsere Perspektiven erweitern und nicht darauf erwarten, dass wenn irgendwo im Internet jemand Lösungen anbietet, dass ich die einfach abnicke und dadurch wird die Welt anders. Mhm. Das haben wir vielleicht lange geglaubt und jetzt werden wir vielleicht demokratiefähig sein. Ich glaube, wir müssen mehr im Analogen tun. Und das ist das, was Ganser ja auch sagt. Regierung ist schön, darf es auch geben, alles super, aber Demokratie fußt auf dem Rückgrat und der Haltung und der Bereitschaft, etwas zu verändern bei jedem einzelnen Bürger. Und wenn man sagt, da habe ich aber gar keine Erfahrung drin, dann wird es höchste Zeit, gerade in der Schweiz. Mhm. Weißt du, weil einer der größten Schwurbler, ohne den es die Schweiz nicht geben würde, war ja Wilhelm Tell. Ja. Der war bei den Corona-Maßnahmen ganz vorne dabei. Deswegen, es ist auch lustig. Wir hatten auch eine epische Begegnung am 10. April in Altdorf, wo das Wilhelm Tell-Denkmal steht. Und das wäre ein besserer Nationalfeiertag wahrscheinlich als der 1. August, was dort passiert ist, aber das dauert zu weit. Noch eine letzte Frage, also von Daniele Ganser, eine Kernbotschaft oder irgendetwas erfahren, du hast ja mit ihm viel zu tun, wo du wirklich findest, das ist ein origineller Gedanke, von dem ich was gelernt habe. Kommt etwas Isoliertes in den Sinn oder ist es einfach das Gesamtpaket? Nein, bei Daniele Ganser ist es eben so, dass sein, das, was er auch bei Eckhart Tolle gesehen hat, und die gehen ja weiter zurück, ob Dahlke, Detlefsen, und dann sind wir auch schon bei den großen Meistern, kannst auch Buddha lesen, da denkst du, boah, ja, Wahnsinn. Was er verstanden hat, dass man, wenn man im Frieden versucht zu leben, irgendetwas ändern kann. Und dass es aber schwierig ist, mit sich in den Frieden zu kommen, wenn man dauernd von außen angefeindet wird. Weil man hat den Reflex dagegen an. Und das nicht zu bedienen, sondern sich zu beobachten, seine Gefühle zu beobachten und zu sagen, ich bin nicht meine Gefühle, ich bin nicht meine Gedanken. Warum, was ist das für eine Maschine, dass die immer so reflexartig agiert? Und was kann ich tun, dass ich bei mir bleibe? Und das glaube ich ihm, da ist er so drauf. Da ist er viel besser als ich, wo ich immer sage, das kann ich von ihm lernen, einfach bei mir bleiben, weil es ja klar, wenn man die immer eine reinsemmelt, dann ist in jedem dieser Gedanke, das ist ja ungerecht. Das ist ja ungerecht. Aber dass du Schläge kassierst, dafür gibt es einen Grund. Du brauchst sie, um zu einer Veränderung zu kommen. Und der andere tut dir letztlich in einen Gefallen, auch wenn er das selbst nicht so sieht, sondern was kann ich damit machen? Und bei vielen Leuten, die heute ein anderes Leben leben, die zum Paulus wurden, musste vorher Saulus da gewesen sein. Deswegen, das, was ich heute mache, würde ich nicht gemacht haben oder würde ich nicht tun, ohne die Anfeindung im Vorfeld. Ich bin also heute dafür dankbar. Nicht, dass es war super, sondern ich wurde abgebogen und das ist gut so. Und da gibt es einen höheren Sinn, an den glaube ich, und ich gehe diesen meinen Weg einfach zu Ende. Und das kann man bei denen die ganze Zeit genau machen. Da geht es nicht um Fame, da geht es nicht um Geld. Da geht es um eine Überzeugung, nämlich im Frieden bleiben. Und das ist schwierig. Obwohl er viel Fame und viel Geld hat wahrscheinlich, oder? Für Schweizer Verhältnisse lebt Daniele Ganser relativ bescheiden, vollkommen klar. Er hätte wesentlich mehr Geld verdienen können, wenn er ein stromlinigiger Professor an der Uni gewesen wäre. Denkst du? Ja, ja, sicherlich, klar. Aber der macht doch so viel Geld jetzt mit seiner Tournee, mit seinen Büchern. Nein, was heißt hier viel Geld? Also der lebt einfach so, der muss in der Schweiz eine Familie ernähren. Ja, so. Ich kenne seine Privatwohnung. Der Mann lebt sowas von bescheiden und denkst, sehr buddhistisch eigentlich. Der häuft nichts an. Ich lege mehr Wert auf stylisches Zeug. Er sagt immer, ja, kenne uns seine Motorräder, weil ich alte Maschinen sammle. Und er hat eigentlich gar nichts. Nein, er ist ein ganz bescheidener Typ, der bei sich ist und er hat eine super coole Hippie-Frau und tolle Kinder. Und die immer sagen dazu, locker bleiben. Und das ist das, was ich immer meinen Kindern gesagt habe, wenn die gesagt haben, das gehört mir, mach die Augen zu, dann weißt du, was dir gehört. Weil wir können ja nichts mitnehmen. Was bei Daniele Ganser faszinierend ist, finde ich, er ist die wichtigste Eingangspforte von den Massenmedien zu den unabhängigen Medien. Genau. Ich würde sagen, mehr noch als du und als ich, weil wir sind schon an einem Moment, wo wir die Leute bedienen, die es schon verstanden haben. Nein, meine Freundin hat mal zu mir gesagt, es gibt den hellen und den dunklen Ritter, der Daniele ist der helle und ich bin der dunkle. Es ist so. Ich nehme es so hin, aber wir sind trotzdem gut befreundet, aber jeder macht auf seinem Gebiet das, was er auf seinem Gebiet macht, hat seine Berechtigung, aber ja, wenn du einen Daniele Ganser Vortrag mal besucht hast und mal einen von mir besucht hast, stellst du fest, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber die Botschaft ist dieselbe. Komm mal zu dir. Bleib im Frieden und lächle auch über Dinge, die dir zugestoßen sind. Denn du kannst den Tag morgen vollkommen anders anfangen. Und wenn du aber selbst diese Ohnmacht kreierst, dann ist sie eben so groß, wie sie in deinem Kopf eben ist. Wenn du sie kleiner machst, ist sie kleiner. So. Die einzige Chance, etwas zu verändern, ist übrigens mit einer Emotion an dir. Ich schaff das. Sondern wenn du denkst, das wird ja eh alles nichts. Wenn du krank wirst und sagst, das Todesurteil des Arztes annimmst, dann bist du vor Ort, dann bist du fertig. Ja, unsere Gesellschaft hat ein großes Talent darin, den Leuten beizubringen, dass sie
erledigt sind. Brav sein sollen, genau, dass sie Opfer sind, dass sie einfach die Sache über sie, die Sache über sich ergehen lassen. Wir sind überhaupt eine Gesellschaft von Opfern, weil dass wir da Dinge tun, wie wir tun, dafür sind immer andere verantwortlich. Das ist meine Jugend so und so, ich kann nichts machen. Ah ja, das ist sehr bequem, diese Einrichtung, und es funktioniert eben nicht. Und von daher, ich kann nur sagen, bei Daniele ist ja auch noch lustig. Der ist ja privat auch lustig. Der macht ja auch Sportarten. So, der ist ja nicht nur jemand, der macht auch seine digitale Auszeit. Das kann man von ihm übrigens lernen, dass der dann einfach im Jahr für so einen Zeitraum tatsächlich nicht erreichbar ist. Sondern sich einfach wirklich das, was er sagt, auch tatsächlich macht. Der nimmt sich eine digitale Auszeit. Das kann ich von ihm zum Beispiel lernen. Mehr digitale Auszeit. Aber du merkst halt auch, dass er Schweizer ist, ne? Jetzt machen wir digital aus und ihr könnt einfach jetzt in euren Garten oder in euren nächsten Wald gehen und über all die schönen Dinge nachdenken, die Kevan mir jetzt gerade erzählt hat. Mich hat das definitiv zum Nachdenken gebracht, weil ich bin noch nicht so gelassen. Ich bin immer noch ziemlich wütend, aber ich ziehe auch viel Energie daraus. Ich habe auch das Gefühl, dass es mich antreibt. Und solange ich die Wut ja in Positives umwandle, ist es ja auch okay, wütend zu sein. Aber ich vertiefe mich mal da ein bisschen rein. Umstellen von Kernspaltung zu Fusion. Mit Lauterbach. Vielleicht nicht gerade. Bootsy Collins hat mal gesagt, free your mind and your ass will follow. Das finde ich total gut. Ich kenne den schönen Satz, opinions are like assholes, everybody has one. Genau, so sieht's aus. Den kennst du auch schon. Ja. Ja. Schon alles gehört und gesehen. Okay, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, Kevan, dass du den relativ langen Weg zu mir angetreten bist. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und wer ihn auftreten sehen will und eine Location kennt, der schreibt dann: Ich habe einen Kulturverein, der einen verwirrenden Namen hat, info@freiheitspartei.ch. Da können wir sicher helfen zu vermitteln. Und besucht ihn auf Tour, damit ihr das, was ich jetzt persönlich erleben durfte, ebenfalls in live erleben könnt. Alle Daten findest du bei sophisticated.net. Gibt es auch ein Kontaktformular und die Tourdaten sind veröffentlicht. Da kann man auch hinschreiben, wenn man was hat. Aber ich finde es super, wenn das über dich läuft, weil wir wollen ja netzwerken. Wir sehen uns nicht zum letzten Mal, 100 Pro. Das wäre schön. Sophisticated, S-O-U-F-I und dann wie Sophisticated, also halt Englisch. Nicht gerade ein leichter Name, aber du willst auch nicht die Idioten erreichen, sondern ein bisschen was verstehen von der Welt. Okay, gut. Vielen Dank. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.